die Blumen zum Herrn Ferdinand hinüber. Aber auch gegen. Er will nicht, dass es jemand sieht. Gut, Annel. Na, gib her. Was die Großmutter schenkt, ja? Dankeschön. Also, lieber Ferdinand, jetzt möchte ich meine Zigarre. Oh, danke schön. Und dann möchte ich meine Zeitung. Ist auch schon da, Herr Holzer. Und das Frühstück ist auch schon da, Herr Holzer. Großartig. Ich sag's ja, Ferdinand, bei Ihnen braucht man gar nicht mehr den Mund aufzumachen. Ja, das gehört sich auch so, Herr Holzer. Schauen Sie, Herr Holzer, der selige Mann von unserer gnädigen Frau, der hat immer gesagt, Ferdinand hat er gesagt, es gibt so viele Berufe auf dieser Welt. Zum Beispiel Schwerarbeiter, Diplomaten, Blitzrechner, Dauerläufer, Gedankenleser. Aber ein Oberkellner in einem Wiener Kaffeehaus, der muss das alles in einer Person sein. Sie können sich gar nicht vorstellen, Herr Holzer, was in einem Wiener Kaffeehaus alles passiert. Herr Seil, ich brauche wieder dringend ein hübsches Wiener Lied von Ihnen, und zwar für mein Weihnachtsprogramm. Oh, Herr Direktor, bitte nehmen Sie Platz und suchen Sie sich was recht Schönes aus. Ja, na, was haben Sie denn da Hübsches? Da wäre eine schöne Polka. Ja, nein, Polka soll es nicht sein. Da, wie geht denn der Walzer? Der ist schon verkauft. So, na und der da? Das ist ja von Leha. Warten Sie doch ein bisschen, es geht doch ganz anders weiter. Da da ra ra da da ra ra da ra 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 ra. Suchen wir lieber etwas anderes aus. Sie haben doch schon so hübsche Sachen geschrieben. Ja, also, was hätten wir denn da noch auf Lager? Na, lieber Ferdinand, was gibt's denn Neues? Eigentlich gar nichts, Exzellenz. Im Parlament gibt es ja leider augenblicklich gar keine Meinungsverschiedenheit mehr. Ja. Es gibt jetzt keine Debatten mehr. Ja, fast gar keine. Zahlen, Ferdinand! Sofort, Herr Stangelberger. Ja, Exzellenz, das waren halt noch Zeiten, wo Exzellenz noch damals im Parlament als Abgeordneter gesprochen haben, nicht wahr? Haben Sie mich einmal sprechen können? Gehört nicht, Exzellenz, aber gesehen. Wieso? Ja, es war schon immer so. Kaum haben Exzellenz den Mund aufgemacht, haben die anderen Herren Exzellenzen ein derartiges Pfeifkonzert inszeniert, nicht wahr? Dass man kein Wort mehr verstanden hat. Also was ist denn Himmelhergott? Zäun, Ferdinand! Ich komm ja schon, Herr Stangelberger. Entschuldigung, Exzellenz, muss doch jemanden zur Ordnung rufen. Na, endlich! Sie, Herr Stangelberger, warum stören Sie mich denn, wenn Sie sehen, dass ich mit seiner Exzellenz politisiere? Aber ich muss noch nach Stuckerau fahren. Von mir aus gehen Sie nach China fahren, das ist mir ganz wurscht. Außerdem ist das gar nicht mein Platz. Merken Sie sich das. Bis zur Kasse gehört das Revier dem Josef. Wenn aber der Josef nicht da ist? Der Josef muss da sein. Josef! Also passen Sie auf, notieren Sie. Für Herrn Stangelberger spielen Sie Sieg auf Dusnelda, ja? Und Platz auf Sausewind. Je 5 Kronen. Je 5 Kronen. Hören Sie mich? Ob Sie mich hören? Warum soll ich nicht hören? Sie sprechen doch laut genug. Naja, also, ich frage ja doch nur, ne? Jetzt passen Sie auf. Und für mich spielen Sie die Elfrieder. Auf Platz und Silberpfeil auf Sieg. Oder nein, ich bin Elfrieder auf Sieg und Silberpfeil auf Platz. Herr, Sie machen mich wahnsinnig. Also, dann spielen Sie für mich Sieg auf Elfriede und Platz auf Sausewind, auf Silberpfeil. Silberpfeil. Josef. Moment, Sausewind, meine Tochter, danke, Berger. Josef. Aber Sie gewinnen ja doch nichts. Herr, der Stangelberger ist so lang zu Ihnen. Ja, der kann sich nicht aufregen, nicht das wie neuer Flieh. Hallo. Josef. Streichen, alles durchstreichen. Es wird alles durchstelliert. Ich ruf nochmal an. Wollt ihr mit drei umgehen oder nicht? Ja, das ist mein. Ja, Mensch, es gibt hier mein Leiden. Kann man ja gar nicht disponieren. Geh mal. Bleistift. Da oben haben sie Bleistift. Da oben her. Da ist er. Sieh, da hab ich.
Gut, stell ich dachte ja, ja, Herr. Oh, sag's, was machen Sie zu einem Manöver? Das ganze Kaffeehaus machen Sie eine Wölle. Ja, wenn Sie eine halbe Stunde telefonieren. Ja, bitte, Sie wissen ja, dass ich bei Ihnen telefoniert habe, wenn der Tusnelder. Herr Tusnelder, die Mama von der Tusnelder war schon erkrankt und ist nicht gekommen und die kommt auch nicht. Die kommt? Der Grünberger sagt selbst, dass sie kolossal in Form ist, aber der Janek reitet sie. Na, die braucht nicht einmal ein Patch. Ja, ja, sagt der Grünberger. Sag ich Ihnen, nicht wahr? Und ich glaube, wenn ich einen Tipps gibt, können Sie Gift drauf nehmen. Da war ich schon ein paar Mal gestorben. Na ja, mein Gott, reinschwirfen kann man nicht entfernen. Also zahlen. Bitte, was haben Sie gehabt? Gerne im Braunen. 40. 40 und 60. Sonst nichts? Nein, sonst nichts. Na, wieso haben Sie noch einen Staubzucker auf der Hose? Du auch? Ja, richtig, 13 Krapfen. Na, süß. Was hat das denn? Kann man denn was vergessen? Nein, ein Semmel kann man vergessen. Aber 13 Krapfen, das war. Die vergisst man nicht, was drucken. Ja, bitte, 2,40. Was wollen Sie mit dem Geld? Das gebe ich nicht raus, nicht wahr? 2,40, ja. Na ja. Das kriege ich vorhin noch 5 Kronen. Na, 5 Kronen, rennen Sie davon? Ja, mein Gott, so lächerlich. Ich habe eh schon von vorgestern die Eierspeise in der Brotdose mit einem Sherry und weiß gut was. Na, und dann Schnäpse, bitte. Na, schäm's. Ein Gulasch. Na ja, schäm's, das ist auch wohl. Sagen Sie mir nur eins. Kommt die Tusnelder? Du musst natürlich kommt's. Und was wird's zahlen? Die? Das ist achtfache, sag ich Ihnen. Na alles, und da zahle ich noch alles auf einmal. Jetzt habe ich ja ganz vergessen, ich habe einen Herrn bestellt, der ein Parfüm von mir kaufen. Wir gehen sind so lieb. Da haben Sie meinen Musterkoffer, vielleicht können Sie was verkaufen. Also, ich bin ja nicht von der Branche. Dann nehmen Sie den Koffer, die Preise sind ja angeschrieben. Borgen Sie mal 5 Kronen. Geh. Okay. Das sind meine Kundschaften. Jende, Alarm bitte. So bitte, was wird angenehm sein? Einen Kaffee. Ja bitte, was für einen? Ich meine, Mokka, Schorle Gold, einen Piccolo, einen türkischen, einen Fiaker, Kapuziner, Portion mit Haut oder ohne Haut. Einen ganz gewöhnlichen Kaffee. Bitte schön, also eine Teeschale, bitte. Ja, Mietzel, wie kommst denn du da her? Onkel Ferdinand, dann, das ist ja ein Zufall. Ja, komm rüber, mein Revier, ich hab schon bestellt. Es macht ja nichts, komm rüber, komm. Wo ist denn die hübsche Dame? Welche denn? Ja, die da gesessen ist. Die hat Ihnen der Herr Ferdinand weggeschnappt. Was? Finde ich aber sehr sonderbar. Kann schon sagen. Rudi, geh, sieh mal den Kaffee. Einen alten Hofrat holt er sich nicht. Wie geht's denn der Mutter? Dankeschön, sie ist gesund. Ja? Seit dem Tod vom Vater hat sie halt schwer zu kämpfen. Ja, ja, deswegen möchte ich endlich etwas verdienen, damit ich ihr nicht immer zur Last falle. Ah, das ist sehr brav von dir. Ich habe zufällig in Axdorf einen Herrn kennengelernt und der hat mir versprochen, dass er mir hier in Wien eine Stellung verschafft. So. Und gestern hat er mir geschrieben, ich soll ihn heute in diesem Kaffeehaus erwarten. Ja? Seine Großmama sucht eine Gesellschafterin, die Baronin Neudeck. Ah, das ist eine sehr feine, sehr vornehme Dame. Die hat da in der Brelowski. Das kann doch nur der junge Brelowski sein. Ja, natürlich. Kennst du ihn? Na, und ob ich den kenne? Also, Mietzel, vor diesem Herrn musst du dich sehr in Acht nehmen. Wenn der einem hübschen jungen Mädel eine Stellung verspricht und es nach Wien kommen lässt, hat er ganz andere Absichten. Das glaube ich nicht. Mir kannst du glauben, dass ein Wiener Früchterl ohne Beruf denkt nur an Frauen und Karten, lebt nur vom guten Namen des Herrn Papas. Das sind diese Existenzen, an denen unser Wien krankt. Also, Mietzel, du gehst jetzt auf die Bahn und fährst sofort nach Haus. Aber warum denn? Ich bin doch froh, dass ich endlich wieder in Wien bin. 5 Jahre lang war ich jetzt draußen am Land. Also, dann kannst du ja bleiben, aber die Stellung werde ich dir dann verschaffen. Wo bist du denn abgestiegen? Noch nirgends. Mein Koffer ist noch am Bahnhof. Also, auch das Zimmer werde ich dir besorgen. Da kommt er schon. Ach, da schon her. Schau dir an. Um 9 Uhr früh im Frack. Wo hat er sich die ganze Nacht herumgetrieben? Karten hat er gespielt wahrscheinlich. Der feine Kavalier. Verzeihen Sie mir bitte, dass ich Sie warten ließ. Das macht gar nichts. Später, ja? Ja, gehen Sie schon. Also ich muss sagen, Sie sehen in der Stadt noch reizender aus als zu Hause. In Ihrem Dirndl. Herr Brombelowski, bitte, wollen Sie mir die Adresse der Baronin Neudeck geben, damit ich mich gleich bei ihr vorstellen kann? Oh, aber vor allem mit Sie. Sie werden doch nicht gleich schon am ersten Tag ans Arbeiten denken. Ja, warum denn nicht? Na, weil ich Ihnen zuerst Wien zeigen muss. Außerdem, meine Großmama weiß gar nicht, dass Sie schon da sind. Ich habe in einem kleinen Hotel ganz in der Nähe Ihres Palais ein reizendes Zimmer für Sie bestellt.
danke schön, ich habe schon ein Zimmer. Was? Ja. Was, Sie haben schon ein Zimmer? Das ist aber schade. Und außerdem möchte ich unter allen Umständen heute noch meine Stellung antreten. Also bitte. Wenn Sie durchaus wollen. Josef, sagen Sie mal, wissen Sie vielleicht ein möbliertes Zimmer? Warum? Wollen Sie übersiedeln? Das ist ja nicht für mich, ist für die Kleine da drin. Ach so, für die Nichte. Ist ja gar nicht meine Nichte. Was ich, aber die Kassierin sagt, dass sie als Onkel angesprochen hat, ne? Ja, weil ich sie schon gekannt habe, bis sie noch so klein war. Das ist die Tochter von einem verstorbenen Kollegen von mir, ne? Bei mir brauchen Sie noch nicht zu entschuldigen. Ich entschuldige mich auch gar nicht. Ja, was reden Sie denn so viel? Wer redet denn schon? Das ist die Adresse. Danke. Ja, richtig. Noch eins, damit Sie im Bilde sind. Ich habe meiner Großmama natürlich nicht gesagt, dass Sie die Tochter eines Kellners sind. Warum denn nicht? Ja, so alte Aristokratinnen haben immer gewisse Vorurteile. Ich habe ja gesagt, dass Ihr Vater Oberstleutnant war. Ich kann mich doch nicht mit einer Lüge einführen. Oh, das ist doch keine Lüge. Nur so eine kleine Retusche. Trotzdem. Aber vor allem mit Sie. Sie können mich doch jetzt nicht lügen strafen, hm? Sie werden sich in Wien überhaupt ein bisschen umstellen müssen. Ich glaube eher, dass Sie sich ein bisschen umstellen müssen. So. Ich bin nämlich nach Wien gekommen, um zu arbeiten und nicht, um mich zu unterhalten. Ich meine, nicht, um mich nur zu unterhalten. Na schön, aber darüber reden wir noch, ja? Verzeihen Sie, Herr von Brilowski. Ja? Darf ich Sie etwas fragen? Ja, ja. Wohin geht denn das Mädel jetzt? Was geht denn Sie das an? Nimmt sie die Stellung an bei Ihrer Frau Großmama, bei der Baron von Neideck? Hat sie Ihnen das erzählt? Kennen Sie denn das Fräulein? Ich kenne das Fräulein sogar sehr gut. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, Herr von Brilowski. Ist ein anständiges Mädel. Und ist auf ihre Karte hin in guten Glauben nach Wien. Sie, was fällt Ihnen denn ein? Sind Sie der Vormund von dem Mädel? Nein, das bin ich nicht. Na also, meine auch nicht. Also mischen Sie sich nicht in meine Angelegenheiten, verstehen Sie? Servus. Servus, Egon, grüß dich. Na, was ist los? Gehst du zu einer Hochzeit? Warum? Ha? Weil du so befragt bist. Ach, komm aus dem Jockey-Club. Was habt ihr bis jetzt gespielt? Mhm. Einen Martell, ja. Und was hat dich der Spaß gekostet? 12.000. Ausbezahlt? Ich muss gleich einen Sprung zu meinem alten Herrn machen. Der wird eine schöne Freude haben. Übrigens, wer war denn die Kleine da? Hm? Die habe ich auf unserer Jagd kennengelernt. So heizt es mich. Bezaubern, wirklich. Also, sag einmal, wie machst du das eigentlich? Mit der Susi vom Theater an der Wien hast du eine Gspusi. Mit der Anni Schuster hast du ein Bandscherl. Und auf die Besitzerin von dem Kaffeehaus, da hast du schon seit Wochen ein Flugerl. Ja, richtig, die hat noch gar nicht da. Herr Josef, die gnädige Frau kommt. Die Frau kommt. Die Frau kommt. Ferdinand, die gnädige Frau kommt. Pardon. Das Frühstück, gnädige Frau. Jawohl. Gibt's ja angefragt. Gott. Gibt's ja angefragt. Da hast du die Küche. Und das kommt ins Büro. Ins Büro? Darf ich einen Schlüssel bitten? Hier. Die Frau haben Sie vielleicht. Oh, Herr von Brilowski. Heute schon so früh? Ja, ausnahmsweise. Sie sehen heute wieder bezaubernd aus. Vielleicht, weil ich mich freue, dass ein schöner Tag ist. Heute müsste es im Prater herrlich sein. Ja, darf ich Sie heute Nachmittag abholen? Zu einer kleinen Spazierfahrt in die Hauptallee? Aber ich muss mich doch um mein Geschäft kümmern. Aber das läuft doch von selber. Oh, das glaubt man nur. Na dann vielleicht ein anderes Mal? Ja, darüber können wir reden. Wiedersehen. Na, was gibt's Neues? Oh, eigentlich nichts Besonderes, ne, Frau. Keine Beschwerden? Oh, doch. Herr Helmersberger hat natürlich wieder geschimpft, weil zu wenig Haut auf seinem Kaffee drauf war. Einmal beschwert er sich, dass er zu wenig Haut bekommt, dann beschwert er sich, dass er zu viel Haut bekommt. Morgen kriegt er überhaupt keinen. Ganz richtig, ne, Frau. Strafe muss sein. Was bringst du daher, der dumme Puck? Du weißt doch, die Frau isst nur gern helle Kipferl mit braunen Zipfeln. Schau, dass du weiterkommst. Was? Schon wieder Blumen für mich? Ja, merkwürdig, nicht? Immer stehen Blumen auf dem Tisch. Und so ganz anonym. Also von wem können die nur sein? Ja, Frau, das weiß man bei anonymen Blumen nie. Was schaust du mir da abgestochen, Herr Gasbogen? Nee, Frau, ich habe sie nur bewundert. Die neue Frisur, die ist wirklich entzückend.
Seit wann fällt Ihnen denn meine Frisur auf? Meine Frau schon seit 2 Jahren. Schon damals, wie Sie die Frisur gehabt haben, den Scheitel da rechts und die Wuckerl da und die Franzen da vorne. Sind Sie ein Friseur oder ein Kellner? Ein Kellner hat so etwas gar nicht zu bemerken. Bitte schön, Jungfrau, da werde ich es eben nicht mehr bemerken. Wie kann ich Ihre Frau befehlen? Also deswegen müssen Sie doch nicht gleich so ein Gesicht machen. Ich mach gar kein Gesicht. Ich hab's doch gar nicht so böse gemeint. Was suchst du denn da? Helle Kipferl mit braunen Zipferl. Also von wem können die Blumen das sein? Tja, von wem? Wer war denn heute schon da? Heute war schon da, der Herr Stangl-Berger war da. Na, von dem können es nicht sein. Dann war da seine Exzellenz, der Herr Graf Riedl von Steinbach. Von dem auch nicht. Dann war da der Herr... Der Herr von Brilowski war auch da. Richtig, der war ja auch da. Also von dem sind die Blumen ganz bestimmt nicht. Wieso können Sie das sagen? Schau, dass du weiterkommst, du blöder Bub, du. Die sind sogar bestimmt von Herrn von Brilowski. So. Überhaupt Ferdinand? Ja. Es fällt mir schon lang auf, dass Sie den Herrn von Brilowski immer so schlecht behandeln. Tja, ich kann jenem Herrn eben nicht schmecken, gnädige Frau. Nie bringen Sie ihm die Zeitung, die er haben will. Nie ist sein Stammtisch frei. Nie ist sein Kaffee warm. Ich glaube, den stellen Sie extra immer auf den Eiskasten. Am liebsten möchte ich den ganzen Brilowski auf den Eiskasten setzen. Ich wünsche, dass Sie ihn mit größter Aufmerksamkeit bedienen. Ihnen zum Beispiel ist es noch nie eingefallen, mir einen Blumenstrauß... Denke ich gar nicht daran, deinen Leichtsinn weiter zu unterstützen. Ja, aber... Spielschulden muss man doch bezahlen. Schließlich handelt es sich um den Namen Brilowski. Ja, stimmt. Umso mehr Rücksicht müsstest du auf diesen Namen nehmen. Denn du wirst ihn ja jedenfalls länger tragen als ich. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man so ein Nichtstuerleben führen kann. Ja, weil ich eben noch keine standesgemäße Stellung gefunden habe. Standesgemäß? Soll ich Versicherungsagent werden oder Kommis? Arbeiten sollst du. Irgendetwas. Vor jedem Versicherungsagenten, vor jedem Kommis habe ich 1000-mal mehr Achtung. Wie vor einem Tagdieb, wie du einer bist. Papa. Bitte verlass mein Zimmer. Ja, Herr Hofrat. Wo ist die gnädige Frau? Sie Arme haben mich schon wieder kein Wasser. Nein, es geht wirklich, ich bin so... Wo ist denn der Josef? Wie bitte, wer? Wo der Josef ist. Und was zahlt denn die für Schnelder? Was soll sie zahlen? Sie müssen mir noch zahlen, die 20 Kronen, die sie verspielt haben. Was? Die ist nicht gekommen? Und der Bücherwurm? Der Bücherwurm war letzter. Was heißt letzter? Der war schon erster im nächsten Rennen. Was letzter? Der Bücherwurm? Gott, das ist ein Würmer. Der, was ist denn? Sie haben, Herrgott, der Ingenieur ist momentan nicht anwesend, bitte. Bitte vielleicht noch mal anzurufen. Guten Tag. Ja, Mensch, ist Giftchen, mein Leiden. Sie, Josef, machen Sie mich nicht blöd, ja? Ich suche mir Frau. Ich weiß ganz genau, dass Sie schon wieder wegen Ihrer Rösser telefoniert haben. Statt dass er sich um die Gäste kümmert. Der Hofrat hat schon wieder kein Wasser gehabt. Und der hat ja schon 6 Gläser getrunken. Mein Gott, der muss ja die Wassersucht haben, nicht wahr? Nehmen Sie sich ein Beispiel an dem Ferdinand. Ja. Bei dem klappt ihm alles tadellos. Ja, bitteschön, ich weiß. Der Ferdinand ist ja für die Frau eine Offenbarung, nicht wahr? Ist das Herzbinkerl. Aber ich bin ja der Niemand. Ich bin ja eine Null. Ich bin ja nur eine Null. Also rauchen Sie es nicht und kümmern Sie sich um den Hofrat. Ja, doch die Wassersucht. Zieh mal eine Karte, ja? Ach, na, irgendeine. Komm. Herzass. Stimmt. Komm noch rein. Pickpup. Du fängst an, mich zu verblüffen. Wie machst du denn das? Tja, ich habe Zaubern gelernt. Und zwar bei dem Zauberer, der seit erstem im Ronacher gastiert. Er sagt sogar, ich bin hochtalentiert. Guck mal her. Ganz langsam. Das hier ist die kleine Wolte. Und das hier ist die große. Ja, wozu brauchst du denn das? Bist du vielleicht als Zauberkünstler auftreten? Ja, das gerade nicht. Aber ich werde beim Spielen nicht mehr so viel verlieren. Gleich, Josef. Warum ist denn das Geschirr noch nicht abgewaschen? Die Gläser stehen auch noch herum. Sauwirtschaft. So, geh schon. Teufel. Na, was ist denn? Wenn ihr im Dezember schon so narrisch seid, wie wird denn das erst im Frühling werden? Verliebte Bagage übernommen. Wer ist denn die Dame, bei der der Ferdinand die ganze Zeit steht? Ach so, die war schon in der Früh da. Das ist seine angebliche Nichte. So? Ja. Also gut, schön, bitte bleib vorläufig bei der Frau Baronin. Aber ein Zimmer habe ich für dich besorgt. Und zwar in demselben Haus, in dem ich schon seit 10 Jahren wohne. Wirklich? Ja, da hast du die Adresse. Danke, Ferdinand. Ja, auf Wiedersehen. Bis dann, hab ich dann. Bitte sehr. Kümmern Sie sich ein bisschen um die Gäste. Aber du fragst doch, alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. So?
Einmal bewundern Sie meine Frisur, dann führen Sie stundenlang Privatgespräche. Und dabei steht dort das leere Geschirr herum, da ist kein Wasser, da drüber ruft ein Gast schon 10-mal zahlen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an dem Josef. Was, am Josef? Jawohl, an dem Josef. Bei dem klappt immer alles tadellos. Überhaupt von morgen an frühstücke ich beim Josef drüben. Bitte, liebe Frau, bitte, es wird mir eine besondere Ehre sein. Herr von Brelowski. Bitte? Christian Großmama. Grüß dich. Guten Tag, Frau Neubert. Ich bin zufällig vorbeigekommen, wollte nur nachsehen, wie es dir geht. Oh, das ist nett. Aber ich muss feststellen, dass du mich in den letzten 10 Jahren nicht so oft besucht hast, wie in den 8 Tagen, seit Fräulein Neuwirth bei mir ist. Ich muss mich doch überzeugen, ob du mit meinem Schützling zufrieden bist. Fräulein Neuwirth, wenn Sie jetzt schon nach Hause gehen, könnte ich Sie ein Stückchen begleiten. Ja, ich weiß nicht. Nein, Fräulein Neuwirth begleitet mich. Und zwar zum Juwelier. Ich muss meinen Schmuck ein bisschen reinigen lassen, wenn ich ihn zu meinem 70. Geburtstag tragen will. Das habe ich zum letzten Mal getragen auf dem Hofball 1893. Da hat die Kaiserin noch gelebt. Das ist wirklich prachtvoll. Hm? Na also, setze ich es halt noch einmal auf. Christian, Großmama. Wiedersehen, Egon. Also, meine Großmama nimmt Sie derartig in Anspruch, dass ich überhaupt nichts von Ihnen habe. Ich bin ja auch nicht Ihre Gesellschafterin. Sehen wir uns morgen Abend, ja? Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich morgen frei bin. Aber natürlich. Ich lasse ganz einfach meine Großmama durch irgendeine Tante morgen ins Burgtheater einladen. Dann sind wir endlich einmal allein. Einverstanden? Hallo? Pass auf. Suchen Sie ein paar helle Kieferl aus mit braunen Zipferl. Wissen Sie? Die Frau kommt gleich. Mathilde, ja? Sagen Sie, ist der Lesezirkel. Der Lesezirkel schon gekommen? Ja, der ist heute gekommen. So, na dann ist er gut. Was ist denn? Schon wieder Blumen? Was ist denn? Geistert's denn da? Haben Sie erzählt, wer die Blumen da hergelegt hat? Nein, Sie haben doch gesagt, Sie werden aufpassen. Jetzt, wie kann ich nicht aufpassen, wenn man mit der Küche zu tun hat, nicht? Hinten habe ich keine Augen. Das muss doch die Kasse sehen. Ja, das muss die Kasse sehen. Sie haben doch das ganze Blickfeld. Sie haben doch das Blickfeld. Ja, ich kann durch die Seiten durchschauen. Ja, durch die Seiten, Sie haben alle was zu reden. Wenn die hinschaut, sind da... Herr Josef, die gnädige Frau kommt. Ja. Die gnädige kommt schnell her, frühstück. Guten Tag. Guten Morgen, Josef. Hände zeigen. Fertig. Waschen. Ach, war der Herr von Brelowski da? Ja, ich weiß nicht. Na, von wem wären denn dann die Blumen? Ja, ich weiß selber nicht, von wem sie sind. Das ist mir ein Rätsel. Ich passe auf wie ein Polizeihund, aber kaum dreht mich um, bums, ist ein Buschen da. Ferdinand! Bitte sehr, gnädige Frau. Bitte schön. War der Herr von Brelowski heute schon da? Es ist möglich, dass er schon da war. Es ist auch möglich, dass er noch nicht da war. Was heißt, es ist möglich? Sie haben doch Augen im Kopf, nicht? Das schon. Aber meine Augen haben auch noch etwas anderes zu tun, als aufzupassen, ob der Herr von Brelowski kommt oder nicht kommt. Ja, in was für einem Ton reden denn Sie mit mir? Gnädige Frau, wie man in einen Wald hineinruft, so schallt es eben zurück. Bei einem Kellner ist das genauso. Auch ein Kellner ist nur eine Kreatur Gottes, nicht wahr? Also, da hört sich doch alles auf. Gratuliere, Herr Ferdinand, jetzt haben Sie es einmal ordentlich gegeben. Ich werde dir auch gleich was geben, du Lasper, du Grauper, da. Da geht die Arbeit los, gehen wir. Ich weiß auch nicht, was in den Menschen hineingefallen ist. Einen Zorn hat er, weil mir der Herr von Brelowski jeden Tag Blumen schickt. Ja, Frau, bitte, darf ich etwas sagen? Nein. Ich möchte nur sagen, dass es mir aufgefallen ist in letzter Zeit, dass der Ferdinand so bedrückt ist. Er muss irgendeinen Kummer haben. Denn einmal... Da gibt er die Zeitung verkehrt hinein in den Rahmen, dass der Kopf unten ist. Das andere Mal macht er ein Piccolo, die bittersten Vorwürfe, dass er zu langsam wächst. Also muss so eine innere Unruhe in ihm sein. Unruhe. Ich sehe schon, ich muss wieder einmal mit einem Donnerwetter dreinfahren, das nur so kracht. Ich meine, der weibliche Dreinfahrer, das ist ja für die Katz. Ein Mann gehört her. Die Frau müssten wieder ans Heiraten denken. Ich zum Beispiel. Ich würde dreinfahren wie ein eiserner Besen. Sie? Ja, natürlich, der Altersunterschied, aber ich meine, es müsste keine ausgesprochene Liebesheld sein. Sagen Sie... Ich meine, Sympathie natürlich müsste schon vorhanden. Sagen Sie, Josef, sind Sie verrückt geworden? Ja,
bitte, es gibt ja eine Vernunftsehe. Ich würde sie ja hinten tragen. Warum kriegst du einen roten Kopf? Gar keinen Kopf. Eine Stütze? Ich brauche keine Stütze. Der Herr im Haus bin und bleibe ich. Und wer mir nicht passt, dem werde ich schon Flügel machen. Abservieren. Annal, pass auf. Sag der Großmutter von morgen an keine Blumen mehr. Überhaupt nicht mehr? Ja, das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls einige Tage Pause, ja? Servus. Dank. Servus, Eva. Servus. Ah, du bist schon fertig? Da kann man ja gleich losgehen. Ja, wohin denn? In den Jockey-Club. Da sind nämlich heute ein paar ganz große Spieler drüben, von auswärts. Der Lansky, der Bedani, der Xander Launsdorf. Nein, ich habe heute keine Zeit mehr. Weiß Gott, wollen wir wieder solche Leute zusammenkriegen? Morgen ist der heilige Abend, nach den Feiertagen fahren alle weg. Da können wir doch gerade heute so schön ausprobieren, ob... Na, weißt schon, was ich meine, oder? Ja gut, aber ich habe heute ein Rendezvous mit dem kleinen Mädel vom Land. Das kannst du doch absagen. Ich soll sie doch schon um 8 Uhr treffen und die Kleine hat sich sicher sehr auf den heutigen Abend gefreut. Ich weiß nicht, was dir wichtiger ist. Das Mädel oder der Wechsel? 200. Die 200 und 400. Die 400 und 800 sind 12. Die 800 und 1600. Na schön. Ich hab 4 Buben. Flash. Merkwürdig. Wirklich merkwürdig. Was ich halt für ein Schwein hab, fang an, mich vor mir selber zu genieren. Wer gibt denn jetzt? Ich. Ich eröffne mit 200. Also diesmal habe ich nichts. Bitte. 200 und 400. Habe ich mir gedacht. Das ist interessant. Habe ich nichts, hat er was. Zwei, bitte. Ja, was hast du denn, Mitzel? Heute früh war es noch so lustig und fidel und jetzt sitzt du da und machst den Schnupfen. Ist dir was passiert? Nein. Was soll denn passiert sein? Herr Ober! Sofort, meine Gäste. Ich kann jetzt nicht bei dir bleiben. Du musst öfter was bestellen, damit wir miteinander plaudern können, ja? Gut. Sehr Gäste. Ein Sardinenbrot, aber nicht zu dick. Nein, in Schere. Ein Sardinenbrot, ganz dünn geschnitten. Ein Glas Schere, bitte sehr. Herr Ober! Meine Gäste, bitte schön. Bitte das Tagblatt. Das Tagblatt, bitte sehr. Verzeihen Sie, liebes Fräulein, darf ich Ihnen vielleicht mein Tagblatt zur Verfügung stellen? Bitte. Dankeschön. Oh, bitte sehr. Bitte. Hier, meine Nächste. Du musst doch etwas bestellen, was du noch nicht hast. Ein bisschen nachdenken, oder? Herr Ober. Bitte sehr. Einen Zuckerstreuer. Einen was? Einen Zuckerstreuer. Ach so, ein Zuckerstreuer. Ah, ja, bitte sehr. Einen Zuckerstreuer, bitte. Wozu braucht denn Ihre Nichte einen Zuckerstreuer, wenn sie ohnehin einen hat? Sie hat doch keinen. Verzeihen Sie, Ihnen, Fräulein. Darf ich Ihnen vielleicht meinen Zuckerstreuer zur Verfügung stellen? Dankeschön. Bitte sehr. Oh, Entschuldigung. Das ist auch mein Zuckerstreuer. Verzeihen Sie vielmals. So, meine Gnädigste, da hätten... Jetzt hätten wir 3 Zuckerstreuer. Na, jetzt hätte ich die Bescherung. Wie ist denn das passiert überhaupt? Naja, wenn der Herr von Nebenmann so galant ist. So, der Herr von Nebenmann. Sag mal, Mitzel, für wen hast du dich denn heute Abend so schön gemacht? Hm? Ich wollte zuerst ins Theater gehen und dann habe ich keine Karte mehr bekommen. Ah, deswegen bist du so traurig. Sagen Sie mal, Herr Seidel, Sie haben mir doch für heute Abend für Ihre Premiere in Stabare eine Karte versprochen. Ja, nicht wahr? Ja. Mitzel, das ist nämlich der berühmte Herr Seidel, der die vielen schönen Lieder komponiert. Herr Seidel, würden Sie vielleicht so liebenswürdig sein und würden Sie vielleicht dem Fräulein Neuwirth diese eine Karte überlassen? Ja, mit dem größten Vergnügen. Ja? Ist ja lieb, aber das kann ich doch nicht annehmen. Warum denn nicht? Das Fräulein Reh, sie liebt den Franzl und der Franzl die Marie. Doch die Marie, die liebt den Gustl und dem Gosthaus Winterwig. Erst waren sie alle 4 sehr glücklich, doch dann kam die Mischkulanz. Grad wie der Gusto die Marie küsst, sieht die Resi und der Franz. Ja, das sind heute viele Geschichten, die tagtäglich bei uns hier passieren. Weil
die Süßen, viele Mädel, ihre Herzen zu schnell verlieren. Denn sie können so schwer Nein sagen und sie küssen so viel gern. Ja, das sind heut Wiener Geschichten, schon uralt und stets modern. Ja, das sind heut Wiener Geschichten, die doch täglich bei uns hier passieren, weil die süßen Wiener Mädel ihre Herzen zu schnell verlieren. Denn sie können so schwer Nein sagen und sie küssen so viel gern. Ja, das sind heut Wiener Geschichten, schon uralt und stets modern. Ich habe voll. Ich auch. Achso, und? Jetzt habe ich aber genug. Ich muss auch schon zur Frauenfeld. Was habe ich zu bezahlen? Ich habe nichts gewonnen und nichts verloren. Ich bekomme 800 Kronen. Ja, und ich 3.200. Das sind zusammen 4.000. Einen Augenblick, ich schreibe einen Scheck. Fräulein Mitzel, hoffentlich haben Sie sich heute Abend nicht zu sehr gelangweilt. Ach, wie kommen Sie denn darauf? Na ja, ich habe ja viel schärfere Augen wie der Onkel Ferdinand. Glauben Sie, ich habe das nicht bemerkt, dass das mit dem ausverkauften Theater nur eine Ausrede ist? Und dass Sie ganz etwas anderes vorgehabt haben und dass ich eigentlich nur ein Lückenbüßer bin? Aber das macht nichts. Für mich war der heutige Abend jedenfalls wunderschön. Doch nur für Sie gespielt und gesungen. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe mich auch wirklich nicht gelangweilt. Ganz im Gegenteil, es war reizend. Das lief von Ihnen. Ah, Sie sind schon zu Hause? Mhm. Also wenn Sie wieder einmal einen Lückenbüßer brauchen oder wenn Sie wirklich einmal einen Abend frei haben, dann denken Sie bitte an mich, ja? Gut. Ja, aber ich weiß doch nicht einmal, wo Sie wohnen. Im Kaffeehaus. Was heißt das? Na ja, da bin ich doch den ganzen Tag. Dort arbeite ich, dort esse ich. Manchmal schlafe ich auch dort. Also schön. Wenn ich einmal Zeit habe, komme ich wieder hin. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war wirklich merkwürdig. Immer haben wir zwei die guten Karten gehabt. Tatsächlich, es war mir direkt schon unangenehm, dass der Lanz doch so viel Pech hatte. So, meine Herren. Zwei. Servus, Ferdi. Grüß dich. Einen Augenblick. Was ist denn los? Anton, bringen Sie die beiden Schecks dem Clubsekretär und sagen Sie ihm, die Herren lassen ersuchen, er möchte sie in Ihrem Namen dem Roten Kreuz überweisen. Bist du wahnsinnig geworden? Weiß nicht. Ich verstehe mal, Rotes Kreuz? Ist gut, Anton, Sie können gehen. Außerdem möchte ich euch bitten, in Zukunft nicht mehr heraufzukommen. Ja, dafür bist du mir eine Erklärung schuldig. Ja, mir auch. Aber das ist nicht viel zu erklären. Im Jockey Club ist nämlich bis heute nie falsch gespielt worden. Ja, was erlaubst du dir denn? Das ist doch wirklich sehr bitten. Adieu. Sehr peinlich. So bitte, Herr Hofrat, den Häusern zumachen, damit sich nichts verkühlen. Und ich wünsche fröhliche Weihnachten. Recht, recht fröhliche Weihnachten. Danke Ihnen, Josef. Ich habe leider kein kleines Geld bei mir. Bitte, bitte, Herr Hofrat, das spielt ja keine Rolle. Ich gratuliere Ihnen sowieso noch einmal ganz ausführlich zum neuen Jahr mit Kalender. Und zu lebenswürdig. Rudi! Sind noch Gäste da? Nein, da kommt eine herein. Jawohl. Herr Josef, Herr Ferdinand. Herein. Ja, also Kinder, ich wünsche euch recht, recht frohe Weihnachten. Und ich hoffe, dass wir alle noch viele Jahre beisammen bleiben. Na, und wenn ich hier und da ein bisschen grob war, dürft ihr mir das nicht übel nehmen. Als alleinstehende Frau hat man es ja wirklich nicht leicht mit euch. Bagage. Aber ihr wisst ganz gut, dass ich euch alle sehr gern habe. So, und da ist für jeden von euch eine Kleinigkeit. Hoffentlich habt ihr auch Freude damit. Josef, Sie sind doch sein Pferdenah. Das ist für die Wohnung. Geht mir? Dankeschön, Christian. Das ist aber sehr lieb. Das freut mich aber. Das schaut aus wie der Bücherwurm, ne? Und Sie, Ferdinand, sind doch ein starker Raucher. Ja, danke schön, Jutta. Wunderschön. Und die Uhr gehört dir, damit du nicht immer zu spät ins Geschäft kommst. Lausbub. Dankeschön, Frau. Ja.
Dankeschön. Und das ist für euch. Dankeschön, die Frau. Danke vielmals. So, und jetzt macht Finst im Lokal und geht nach Haus. Sonst kommt mir noch die Polizei auf dem Haus. Schönen Abend, Frau. Schönen Abend, Frau. Wollen Sie noch etwas von mir, Ferdinand? Jawohl, liebe Frau. Ich wollte nämlich, das heißt, ich habe mir da Verschiedenes notiert, was ich gerne mit der jungen Frau besprechen möchte. Nämlich, seit der jungen Frau nicht mehr bei mir, sondern immer da drüben beim Josef frühstücken, habe ich ja so wenig Gelegenheit, mit der jungen Frau zu reden. Und da habe ich mir so... Also, schießen Sie los. Bitte schön. Also erstens einmal, jungen Frau, brauchen wir zu den Feiertagen brauchen wir mehr Semmeln. Mehr Semmeln. Noch etwas? Jawohl. Bei den Schachfiguren, da fehlt der schwarzen König in der Kopf. Und da möchte ich Ihnen, Frau, fragen, ob Ihnen die Frau neue Schachfiguren kaufen wollen. Oder soll ich, wenn ein Gast ein Schachspiel verlangt, einfach nichts hören? Oder? Selbstverständlich werde ich neue Figuren kaufen. Neue Figuren? Ja, was ich noch sagen wollte, Ferdinand. Heute waren auf meinem Frühstückstisch keine Blumen. Ah, das ist aber merkwürdig. Na, vielleicht hat es die Frau mit dem Blumenspender verscherzt. Ich glaube eher, Sie sind schuld daran. Sie haben sicher wieder den Herrn von Berlowski schlecht behandelt. Und er war schon seit 2 Tagen nicht im Café aus. Erstens einmal, die Frau, habe ich Herrn von Berlowski überhaupt nicht behandelt. Und zweitens hat er heute Vormittag ein Geschenk geschickt. Wo wäre denn das? Na, da steht es doch bitte. Na, das ist ja entzückend. Also, die Frau, das verstehe ich wirklich nicht, was Sie an diesem Herrn von Berlowski da gefressen haben. Pardon, wollte natürlich sagen, gegessen haben. Das ist doch kein Mann für Sie. Jetzt fangen Sie schon wieder an. Aber die Frau ist ihm doch... Es sind doch andere Männer da, für die sie das Höchste bedeuten, für die sie alles sind. Einmal muss es doch schließlich heraus. Ich glaube, es ist Zeit, dass Sie nach Hause gehen. Nein, Frau, diesmal müssen Sie mich anhören. Ich will aber nichts hören. Aber ich muss Ihnen doch sagen. Sie sollen mir aber nichts sagen. Doch. Ich liebe Sie. Aber Ferdinand. Frau, ich liebe Sie doch schon seit Jahren. Wissen Sie denn das nicht? Sie haben doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Jawohl. Das war doch ein gescheiter Mensch. Und ob das ein gescheiter Mensch war. Darum hat er den 675.000 Wiener Mehl und Kraut Sie herausgeschickt, ne? Na, sehen Sie. Und dieser Mann hat immer gesagt, wenn ich einmal nicht mehr bin, Christel, hat er gesagt, und du denkst daran, dich wieder einmal zu verheiraten, hat er gesagt, dann alles nur keinen Kellner. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Denn wenn diesem Kellner der Wrack noch so gut steht, und wenn dieser Kellner noch so liebe und treue Augen macht, hat das im Grunde ja doch nur auf dein Café aus abgesehen. Sehr geehrte Frau Lechner, ich bitte Sie höflichst, meinen Heiratsantrag vom... Wie viel haben wir denn heute? Richtig, vom 24. Meinen Heiratsantrag vom 24. Dezember als gegenstandslos zu betrachten. Denn wenn Sie eine solche, derartige Meinung von mir haben, dann bitte schön, heiraten Sie meinetwegen den Herrn von Berlowski. Ich habe mit Ihnen nichts Privates mehr zu reden. Einverstanden. Denn dass mein Mann recht gehabt hat, beweist ja, dass Sie mir einen Heiratsantrag machen und dabei eine Nichte haben, die gar keine Nichte ist und die Sie in Ihrem Haus einquartiert haben. Haben Frau Schäffi notiert, dass wir mehr Semmeln brauchen zu den Feiertagen? Oder wollen Sie vielleicht leugnen, dass Sie in Ihrem Haus eine Wohnung für das Mädel genommen haben? Haben Frau Schäffi notiert, dass die schwarze Königin ihren Kopf verloren hat? Antworten Sie, wenn ich Sie etwas frage! Wenn diese Frage geschäftlicher Natur ist, sehr gerne, das ist meine Pflicht. Wenn sie aber privater Natur ist, dann geht sie da herein und da wieder heraus. So, Bücher. Habe ich Sie erschreckt? Ja. Dann verzeihen Sie mir. Und auch, dass ich Ihnen vorige Woche im letzten Augenblick absagen musste. Es tat mir furchtbar leid. Mir auch. Sie haben den Safe-Schlüssel? Mhm. Also ich muss sagen, meine Großmama hat noch zu niemandem so viel Vertrauen gehabt. Sie hat es ja sicher auch nur, weil ich durch Sie ins Haus gekommen bin. Aber Sie sollten wirklich nicht so oft heraufkommen. Der Frau Baronin fällt es schon auf, dass Sie nur meinetwegen kommen. Ja, dann sagen Sie mir schnell, ob ich Sie heute Abend treffen kann und ich verschwinde. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich frei bin. Was ist Kartengeld? 2,50. 2,50. Was ist Billard markiert? 3,20. 3,20. Und der Bogen macht 2,35. 40. 2,50. Ja. Ach, Herr von Berlowski. Ich muss Ihnen noch für das schöne Weihnachtsgeschenk danken. Oh, Sie beschämen mich nicht. Wollen Sie nicht ein bisschen Platz nehmen bei mir?
Na, wie viele solche Bonbonieren haben Sie denn verschenkt? Nur eine einzige, und zwar Ihre. Also, wenn ich Ihnen alles glaube, das glaube ich Ihnen nicht. Ha? Und warum nicht? Weil ich Sie kenne. Das stimmt doch gar nicht, Frau Christine. Wir sehen uns hier und da im Kaffeehaus und plaudern einige Worte miteinander. Das ist aber auch alles. Schenken Sie mir doch einmal einen Abend, ja? Damit wir uns ein bisschen aussprechen können. Damit Sie mich auch näher kennenlernen. Aber ich habe doch keine Zeit. Doch. Wir gehen zuerst in die Oper und dann ins Grand Hotel soupieren und dann... Ein Martell, ja? Also, Frau Christine, bitte einen Abend, ja? Lauf! Hören Sie, Ferdinand. Bitte schön, Frau. Ich bin heute Abend nicht da. Ich gehe in die Oper. Ah. Caruso singt. So. Passen Sie aufs Geschäft auf, ja? Und schauen Sie, dass alles in Ordnung ist. Jawohl, Frau. Christiane. Christiane, Frau. In die Oper? Aber wie ein Pfau. Wo ist der Mokka? Danke. Aber so eine Mokka bekommst du bei euch da drüben nicht im Grand Hotel. Drum trinke ich ihn ja da. Servus, Karl. Servus. Servus. Na, was gibt's nächstes bei euch drin im Grand Hotel? Chef, geht gut. Ja, na, also, ich muss wieder gehen, wir haben zu tun. Lass der Frosch grüßen. Danke schön, servus. Sagen Sie, ist der Herr von Brilowski da? Herr von Brilowski war heute Nachmittag da. Ob er wiederkommt, weiß ich nicht. Aha. Danke. Bitte sehr. Der kommt heute bestimmt nicht. Wieso nicht? Ich glaube, der hat schon wieder etwas Neues. Was? Er hat bei uns das Fünfer-Separé bestellt. Was? Für heute? Ja, für jetzt. 22:30 Uhr, nach dem Theater. Also, servus. Wir gehen abends in die Oper und dann ins Grand Hotel Sophia. Ja, dann... ja, bitte schön. Schnitt, ein Wermut, die Schale braun und zwei Blumen. Schenken Sie mir doch einen Abend, Frau Christine, damit wir uns aussprechen können, damit wir uns näher kennenlernen. 23, ja. Moment, Sie haben mir zu viel herausgegeben. Ach so, ja. Entschuldigen Sie. Blumen sind sogar bestimmt von Herrn von Brilowski. Milch bestellt. Ben simplicissimus. Nach dem Theater. Josef! Ja? Ich muss auf einen Augenblick weg. Mach's aber bei mir. Was war denn das? Ich kann doch nicht mitten in der Geschäftsse. Ferdinand! Was wollen denn Sie hier? Das werde ich Ihnen gleich sagen, Sie. Und Ihnen auch, Frau Lechner. Herr Ober! Herr Ober! Deswegen bist du nach Wien gekommen? Damit keine Missverständnisse entstehen. Diese Ohrfeige habe ich dir gegeben. Im Namen deines verstorbenen Vaters. Und jetzt kommst du schon nach Haus. Herr Ober, bitte schön. Zwei Cognac. Josef, bitte. Herr Ober. Prinzessin. Bitte schön. Christiane, Frau. Warum bedienen Sie denn hier, Herr Rüben?
Wo ist denn der Ferdinand? Aber der Fongrind ist ja mitten in der Arbeit, also der Fongrind soll ja nicht ganz allein das spielen. Also nicht einmal ins Theater kann man gehen, schon ist der Teufel los. Wohin ist er denn gelaufen? Ich weiß schon nicht, Frau. Wir tun schon so die Füße wie. Ja, ja! Bitte mit der Limonade. Bitte, hier ist der Stockblut. Die Prinzessin. Oh, bitte, ich kann, ich habe nur zwei Hände. Ja, das ist ja wie ein Irrenhaus. So, und jetzt bleibst du hier. Und morgen gehst du nicht mehr zurück zur Frau Baron Neudeck. Entweder du nimmst die Stellung an, die ich dir beim Herrn Holzer verschaffen wollte, oder du fährst sofort zurück zu deiner Mutter. Das habe ich aber genug. Ich tue das, was mir passt. Ich bin schließlich kein kleines Kind mehr und dir keine Rechenschaft schuldig. Ach so, na schön, bitte, dann mach, was du willst. Du wirst ja sehen, wie weit du es bringen wirst. Josef, noch eine Kapitel. Keine Kapo, bitte, eine schade Frau. Sofort, bitte. Ja, ich bitte. Sie sollen zu der gnädigen Frau kommen. Der Geschäftsführer von Frankfurt war da. Sie weiß alles. Ja? Die Frau hat mich rufen lassen. Da ist der Lohn. Rechnen Sie gleich mit dem Josef ab. Aber die Frau, ich weiß doch, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber was soll man denn machen, wenn das Blut zu Kopf steigt und wenn man... Vor Eifersucht deppert wird. Aber ein eifersüchtiger Kenner, der noch dazu glaubt, dass ich mit einem fremden Menschen in ein Separé gehe, hat in meinem Hause nichts zu suchen. Ab morgen brauchen Sie nicht mehr zu kommen. Da sind Sie wirklich entlassen? Jawohl. Ja, warum denn, um Gottes Willen? Was ist denn vorgefallen? Das ist ja wurscht. Also, cher, chère femme. Schau mal lieber, dass wir fertig werden mit der Abrechnung. Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Das ist ja, um eins möchte ich Sie bitten, Josef, dass Sie sich um meine Stammgäste kümmern, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, natürlich. Dass der Helmersberger nicht zu viel und nicht zu wenig Haut auf seinen Kaffee kriegt. Dass der Holzer vor seinem Frühstück die Virginia und das Dockbett auf den Tisch bekommt. Und dass sein Hund, der Pepperl, täglich die lauwarme Milch kriegt. Mit den Semmelbrekern. Ja. Ja, und was uns zwei beide betrifft, nicht wahr? Wir haben zwar öfter miteinander gestritten, nicht wahr? Aber gestritten kann man nicht sagen. Na ja, es war schon so. Es waren Differenzen. Schauen Sie, es gibt immer Differenzen, nicht wahr? Die waren mehr oder weniger auf moralischer Basis. Na ja, aber auf jeden Fall, also, nichts für ungut, nicht wahr? Also, es geht gut. Können Sie das gut gehen? Dankeschön, ebenfalls. Sehr leid, das Weg, Herr Ferdinand. Sehr leid. Kann man so. Kann man nichts machen. Servus, Josef. Servus, grüß Gott, servus. Die hat sich immer gar nicht geirrt. Kriege ich aber. Ist nicht gerecht. Tut mir furchtbar leid, dass es gestern zu dieser Szene gekommen ist. Aber um den Skandal nicht noch größer zu machen, habe ich mit dem Kerl nicht anders abgerechnet. Wieso kommt dieser Mensch überhaupt dazu, die Vorschriften zu machen? Hm? Bitte sagen Sie doch nicht immer du zu mir. Was ist denn los? Du bist ja ganz verändert. Nur weil dieser närrische Kellner gestern so großes Aufsehen gemacht hat? Er hat vielleicht ganz recht gehabt. Ich hätte nie mit Ihnen dorthin gehen dürfen. Ich wollte ja auch gar nicht. Ich habe mich nur von Ihnen überreden lassen. Fräulein Neuwirth, bitte bringen Sie uns noch ein paar Sandwiches. Bitte, Frau Baronin. Sie entschuldigen mich. Du bist mit der Kleinen noch nicht ganz einig. Es war alles in schönster Ordnung, aber im letzten Moment ist etwas dazwischen gekommen. Oh, das ist peinlich. Aber das kenne ich. Neulich ist auch im letzten Moment was dazwischen gekommen. Ich sag nur Rotes Kreuz. Danke. Ja? Was denn übrigens mit einem Wechsel? Wann ist denn der fällig? Nächste Woche. Ah, du musst doch was unternehmen. Kannst du mit deiner Großmama reden? Das ist doch ganz aussichtslos. Wieso? Für die Frau spielen doch 12.000 Kronen keine Rolle. Der Schmuck, den sie trägt, ist doch allein das 20-fache wert. Dabei hat sie heute nicht einmal ihre Perlen an. Die liegen seit 10 Jahren da drin im See. Siehst du, ist doch direkt eine Sünde. Ist doch viel gescheiter, sie liegen im Versatzamt. Dann bist du mit einem Schlag aus dem Wasser. Bist du wahnsinnig? Willst du damit sagen, dass ich die Perlen stehlen soll? Stehlen? Wer redet von stehlen? Was du manchmal für Ausdrücke hast? Wäre katastrophal. Ausleihen sollst du sie dir. Und ja, der Großmann, ihr Vermögen gehört doch eines Tages dir. Solltest du
zufällig einmal zu Geld kommen, kannst du sie ja schon früher zurückgeben. Die Idee ist nicht schlecht. Wer hat denn die Safe-Schlüssel? Die Kleine. Was, die Mietzi? Ja. Da ist er. Sei nicht blödsinnig und nimm dir die Perlen. Aber rasch, so eine Gelegenheit kommt nicht so bald wieder. Dann stell dich an die Tür. Gut, gut, aber sei nicht so aufgeregt. Nur immer nonchalant. Wenn jemand kommt, hust dich. Seitdem Sie nicht mehr im Kaffeehaus sind, fühle ich mich dort auch nicht mehr wohl. Und dem Holzer geht's gerade so. Übrigens, der will sein Geschäft aufgeben, weil ihm der Laden zu klein geworden ist. So? Mhm. Ja, wir zwei sind sehr traurig. Und der Pepperl, weil Sie nicht mehr da sind. Na, glauben Sie, ich bin vielleicht lustig, bin genauso traurig. Wenn ich mein Frack da hinten am Kleiderstock hängen sehe. Da schauen Sie an, der Frack selber ist ja ganz traurig. Glauben Sie vielleicht, ich fühle mich da wohl in dieser Zivilistenkluft da. Gänz, binden Sie mir da die Krawatten, ich kann das nicht. Oh, gern. Ich kann nur Kellnermaschen machen. Aber Sie sind doch nicht nur gekommen, um mich zu bedauern, ne? Sondern auch wegen der Mütze, hä? Wenn ich die Wahrheit sagen soll, ja. Wie geht's dir denn? Das ist mir ganz wurscht, interessiert mich gar nicht. Aber mich umso mehr. Ach, es war ja recht schön. Aber ich bin doch froh, dass alle draußen sind. So, mein Kind, jetzt sperren Sie mir den ganzen Kram in mein Safe, damit ich in mein Bett komme. Und dann gehen Sie auch schön schlafen. Bitte schön, Frau Baronin. Ach, Gott, ach, da ist ja noch was. Warten Sie, Fräulein Neuwirt. Es kommt noch was dazu. Wo sind denn meine Perlen? Welche Perlen? Na, die in dem Etui. Ach so. Ja, die müssen da oben in diesem Fach sein. Da sind ja nicht drin. Aber ich hab's doch vorgestern noch in der Hand gehabt. Ich hab das Etui heute Abend noch gesehen, wie ich die Schmuckkassette herausgenommen habe. Also, das verstehe ich nicht. Ich bitte Frau Baronin, sofort die Polizei zu verständigen. Oh Gott, ich kann mir doch nicht gleich die Polizei ins Haus rufen. Ja, haben Sie denn den Schlüssel nicht immer bei sich? Selbstverständlich. Und bevor ich nach Hause gehe, gebe ich doch den Schlüssel immer der Frau Baronin. Das ist unerklärlich. Vielleicht habe ich das Taschel heute Abend einmal aus der Hand gegeben. Oh Gott, heute Abend kann es nicht passiert sein. Bei mir verkehren doch schließlich keine Einbrecher. Jedenfalls bitte ich Frau Baronin, sofort unter allen Umständen die Anzeige zu machen. Denn schließlich bin doch ich einzig und allein für den Inhalt des Safes verantwortlich. Ja, aber wie soll man denn die Perlen zu Geld machen? Ganz einfach. Gehst morgen früh ins Versatzamt und die Geschichte hat sich gehoben. Wenn man nur nicht draufkommt. Wer soll denn draufkommen? Das heißt, mit nach Hause nehmen möchte ich sie lieber nicht. Weißt du was? Deponier doch das Packerl da drüben bei der Kassiererin. Was du glaubst? Ohne weiteres. Bitte. Frau Mathilde, bitte heben Sie mal das Packerl auf. Ich hole mir es morgen oder übermorgen ab. Ja, gerne, Herr Pompelos. Dankeschön. Bitte. Seit wann sind Sie denn hier in Stellung? Seit dem 2. Dezember. Wurde Ihnen das Fräulein von irgendjemandem empfohlen? Von meinem Enkel. Er sagte, sie sei aus sehr gutem Hause. Ihr Vater war Oberstleutnant. Das ist nicht wahr. Mein Vater war nie Offizier. Sie haben es doch selbst behauptet. Weil ich Herrn von Brilowski nicht Lügen strafen wollte. Ja, was war denn dann Ihr Vater? Kellner. Wieso sind Sie denn dann auf die Idee gekommen, sich hier als Offizierstochter einzuführen? Ja, aber ich bin doch gar nicht auf diese Idee gekommen, sondern Herr von Brilowski. So. Den jungen Brilowski auf Schritt und Tritt scharf beobachten lassen, aber nicht verhaften. Denn wenn er es war, müssen wir zuerst draufkommen, wo er die Perlen versteckt hat. Und was geschieht mit der Kleinen? Die nehmen wir mit. Das ist doch ein Falschspieler. Wie können Sie so etwas behaupten? Na, aber natürlich, der Anton hat mir's ja gesagt. Der Diener von Jockey Club. Na und umsonst sitzt der Kriminalkommissar Kastner nicht da. Und der wartet doch nur auf den Brilowski. Und wenn der auf jemanden wartet, dann weiß auch warum. Bitte reden Sie doch nicht so laut. Wieso? So ja immer murmeln. Es muss doch nicht jeder wissen, dass die Polizei im Haus ist. Ja, der hat bis jetzt wahrscheinlich noch keine Beweise, aber die werde ich ihm liefern. Denn das bin ich meinen Kollegen, den Ferdinand, schuldig. Sie?
Warum nehmen Sie denn plötzlich den Ferdinand so in Schutz? Solange er da war, haben Sie nicht gestritten mit ihm. Weil ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin. Und weil den Ferdinand Unrecht geschehen ist. Und meine Frau, den hätten Sie nie wegen so einem Menschen wie diesen Brelowski hinauswerfen dürfen. Nie. Nie und nimmer. Nie. Machen Sie mir keine Vorwürfe. Ich weiß ganz gut, was ich tue. Sagen Sie, Josef, wie macht sich denn der neue Kellner, den ich statt dem Ferdinand aufgenommen habe? Der? Wenn der noch lang da ist, so kriege ich ein Herzleiden. Schauen Sie mal an, wie der serviert. Ach, das ist nicht so. Ui! Entschuldigen. Na, sowas. Bitte, pardon. Was sagst du mir, Frau? Das mache ich schon seit 6 Uhr in der Früh mit. Ist schon viel hin? Aber nein, noch gar nichts. Das ist ja das Nervenaufreibende. Man schaut. Na. Aber um Macher hat er einen beim Kopf erwischt. Na, das halte ich nicht aus. Ja, nicht. Na, wo hast du den Versatzamt? Keine Spur, ich kann noch gar nicht mehr hingehen. Warum denn nicht? Weil man hinter den Perlen her ist. Na, wer denn? Na, wir, die Polizei. Du, lieber Gott. Na, das kommt von deinen guten Ideen. Dann kann man nicht ahnen, dass deine Großmutter, die sich 10 Jahre lang nicht um diese Perlen gekümmert hat, plötzlich in einem Safe herumstieren wird. Wie kommt sie überhaupt dazu? Ist sie wahnsinnig geworden? Denn nichts anderes übrig, als dass du die Perlen im Ausland an Privatpersonen versetzt. Du musst nach Rom oder nach Paris. Ich hab doch gar kein Geld für die Reise. Dann schauen, dass wir hier ein Spielchen machen. Mathilde, bitte. Josef. Komm so mal her. Ich will Ihnen nur zeigen, was ich gewinne, wenn ich mir von Ihnen keinen Typ geben lasse, sondern nach meinem eigenen Kopf verspüre. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, das Maul tut mir schon weh. 800, 900, 1000. Hundertfaches Geld hat der Ahmed B. gezahlt. Na, was sagen Sie jetzt? Jetzt stehen Sie da wie das Kind vorm Dreck. Josef. Hallo. Bitte. Sagen Sie, Josef, können Sie uns so eine nette kleine Kartenpartie zusammenstellen? Hm? Ja, vielleicht sowas zu dritt, ne? Ja. Hm? Ja, ja, verstehe, du, ich denke mir noch, wer da ist. Würden die Herren vielleicht mit dem Herrn Stangelberger auch spielen? Aber natürlich. Ja, sehr gerne. Bitte, dann geh nur hinein ins Spielzimmer und schicke mal. Ja, wunderbar. Ja, Kastner. Was denn? Jetzt ist er in meiner Gassen. Wer? Jetzt, der Brelowski. Und jetzt liefere ich Ihnen einen Grund, dass Sie ihn sofort verhaften können. Enderl, mischen Sie sich nicht in Sachen, die Sie nichts angehen. Schauen Sie hinein, du, Herr Kastner. Schauen Sie mal hinein ins Spiel. Schauen Sie hinein ins Spiel. Und Sie können ihn ungestört beobachten, ohne dass er das Geringste bemerkt. Aber das interessiert mich gar nicht. Groß, aber so einen Vorspieler wie den haben Sie überhaupt noch nicht gesehen. Herr Stangelberger, schauen Sie, ich habe Ihnen schon so oft eine Gefälligkeit erwiesen, jetzt müssen Sie mir Revanche geben. Tut mir leid, morgen kann ich noch nichts. Nein, nein, Sie sollen ein bisschen Karten spielen mit den zwei Vorspielern da. Sind Sie besoffen? Ich soll mit zwei Vorspielern Karten spielen? Passiert Ihnen ja nichts. Der Kriminalkommissär und ich, wir sind ja da. Wir passen schon auf. Wir wollen ja diese beiden Verbrecher überführen. Ja, aber nicht mit meinem Geld, ja? Kriegst du zurück? Schauen Sie, der wird doch sofort verhaftet. Wo ist denn der Kriminalkommissär? Der sitzt dort. Der sitzt dort. Der Dicke, wissen Sie? Mit stechendem Blick. Wo denn? Na ja, jetzt sticht er nach vorne. Der mit den kurzen Haaren. Der? Ja. Ist der ein guter Kriminalist? Der ist wunderbar. Der ist wohl der zweite Sherlock Holmes. Holmes. Kommen Sie. Aber was wollen Sie denn? Das erste Mal in meinem Leben habe ich ein Geld in der Brieftasche, soll ich mich mit zwei Vollspülern hinsetzen und kurz spielen? Einmal müssen Sie mal eine Gefälligkeit. Kommen Sie. Schauen Sie, und machen Sie nicht so ein verbittertes Gesicht. Lächeln Sie. Und wenn Sie den Anfang verlieren, kriegen Sie ja wieder zurück. Von wem? Bitte. Herr Landes, Ihren Bekannten, Herr Stangelberger, Baffin, Seife, Herr von Brelowski, Baron Freidenberg. Also, ich wollte Karten. Bitte nehmen Sie Platz. Also, was spielen Sie am liebsten, Herr Stangelberger? Grammophon. Alles gut. Nachdem da keine Leute sind, da bin ich schon eher für Baccarat. Bravo. Bitte. Sind die Karten? Herrschaften springen wahrscheinlich Hassad. Josef ist wieder ein Hellseher. Josef! Bleiben Sie in der Nähe, ja? Kind vielleicht einen Eierspeis brauchen oder ein Gulasch. Jawohl. Josef, bringen Sie Chetons. Aber wir spielen doch mit Bargeld. Natürlich. Bargeld. Sie spielen nur mit Bargeld, selbstverständlich. Josef! Sie spielen schon. Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass mich das nicht interessiert. Schauen Sie, bitte. Schauen Sie den Spiegel hinein, Herr Kastner, bitte. Jetzt passen Sie auf. Haben Sie es gesehen? Was denn? Die Wolltür geschlagen. So hat er gemacht. So blöd.
8. 9. In der Bank stehen jetzt 200. Er gibt schon wieder. Jetzt geht. Nun gehen Sie, so die Zeitung weg, Herr Kastner. Das, haben Sie es gesehen? Haben Sie es? So ein Geier, jetzt hat er gerade in Ärmel versteckt. Aber Enderl, Sie sehen ja Gespenster. Gehen Sie so, das muss man doch, Moment, das muss man doch sehen, nicht? Gar nichts sehe ich. So? Und Sie sind der Kriminalkommissar? Seit 20 Jahren. Du hast die Verbrecherwelt verwingen, aber sehr zu beglückwünschen. Na, Herr Stangelberger, wie steht's? Danke, großartig steht's. 700 ist am Futsch. Herr Stangelberger hat leider Pech. Ja. Das macht nichts, Herr Stangelberger. Schauen Sie, das kann sich im Nu ändern. Jetzt spiele ich die letzten drei. Hören Sie, Josef, die letzten drei. Nein, bitte. Aber jo, jetzt habe ich keine Zeit. Sagen Sie, Herr Kastner, Sie müssen sofort eingreifen. Der arme Stangelberger verliert sein ganzes Geld. Ich habe mir nicht geschafft, dass er spielen soll. Also, was ist? Der Tausender ist weg. Wann wird er endlich verhaftet? Was soll ich machen? Er will ja nicht. Wer ersetzt mir mein Geld? Vielleicht der Herr Enderl? Josef. Ja, bitte, Herr Stangelberger. Bitte. Kommen Sie mit mir auf die Toilette. Fein! Frau Mathilde, darf ich Sie um das Päckchen bitten, das ich bei Ihnen deponiert habe? Natürlich, ja? Bitte. Hier, bitte. Dankeschön. Also, servus, mein Lieber, und servus, wir treffen uns nachher an der Bahn, ja? Dürfte ich wissen, was in dem Paket ist, das da in Ihrer Tasche steckt? Und jetzt interessiert mich noch die Karte, die da in Ihrem Ärmel ist. Und jetzt möchte ich nur noch die 1000 Kronen, die Sie eben gewonnen haben. Herr Stangelberger, ich habe etwas für Sie. Aber hören Sie auf. So oft Sie sagen, ich habe etwas für Sie, läuft es mir eiskalt über den Buckel. Ja, da haben Sie. War doch ein Vorspieler. Ja, was sagen Sie? Nee, geht. Josef. Pippel, Pippel. Ja, grüniger Pippel. Ja, Sir. Ferdinand. Morgen, Ferdinand. Yes. Morgen, grüß Gott. Für Josef. Wie kommen Sie denn da hin? Na, ich bin ja noch schauen gekommen, wie es Ihnen geht. Mir? Mir geht's großartig. Warum haben Sie denn nicht im Bett geschlafen? Ich hab's vergessen drauf. Ich hab mich gestern abends noch hergesetzt und so nachgedacht. Sieh, Josef, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Mädel wirklich schuldig ist. Das ist ausgeschlossen. Die Mädels ist ja unschuldig. Weil der Brilowski ist ja schon einsperrt. Wieso? Was denn? Ich hab ihn gestern verhaftet. Wie? Mit dem Kastner zusammen. Wieso? Der sitzt hinter Schloss und Riegel. Oh, okay. Und die Mütze, die wird bald in Freiheit sein. Was heißt? Hab ich gemacht. Auch wunderbar gemacht. Sonst was ist? Haben Sie noch keinen Posten? Posten? Was brauch ich einen Posten? Brauch keinen. Ich glaube, Sie sind zu wählerisch. Wieso? Es passt Ihnen heute das Zehnte nicht, weil Sie haben halt Sehnsucht nach dem Kaffeefenstergucker. Vielleicht. Vielleicht. Und nach der Chefin. Nein, nach der Chefin nicht, lieber Vielleicht. Josef. Nach dem Kaffeehaus. Ja. Was macht denn der Herr Holzer, hä? Geht's gut, geht's gut. Kriegt er seine Virginia vor dem Frühstück jeden Tag? Ja, ja, jetzt schon. Ja, wieso? Den ersten Tag habe ich mich geirrt, habe ich mir ein Trabuckerl hingelegt. Hab ich Sie doch ausdrücklich gesagt. Wie kann man denn sowas vergessen? Vergisst. Und was macht denn der... Der lange Graf, der Riedl Sternbach. Na ja, der politisiert so, wie früher, ne? Ich höre ihm zu, sag ihm, ja, ja, nun soll er seine Freude haben. Soll er seine Freude haben, ja. Ja, sonst wäre er. Ja, sonst also. Und noch der Chefin so. Fragen Sie gar nichts. Warum? Wozu denn? Es hat doch Zeit genug gehabt, einzusehen, wie unrecht sie mir getan hat, ne? Das hat sie ja. Wieso? Hat schon eingesehen, also schickt mich ja her. Ich soll mit Ihnen reden, immer eine Unterredung herbeizuführen. Was? Hm. Wirklich? Stehen. Aber Sie, Josef, das eine sage ich Ihnen, das schwöre ich Ihnen. Ich schwöre es. Sie muss sich bei mir entschuldigen. Sie muss sich bei mir entschuldigen. Wenn nicht, dann nicht, bitte. Der Ferdinand ist da. Der Ferdinand? Ja. Der Ferdinand? Was will er denn? Er möchte sich gerne mit Ihnen aussprechen. Und da hat er mich gebeten, ich soll eine Unterredung mit Ihnen herbeiführen. Na ja? Ja. Bitte. Ja. Aber vor allem muss er sich bei mir entschuldigen. Ja, Frau, glauben Sie, ist es besser, wenn der verrückte Aushilfskellner bleibt? Und der Dr. Schäfer hat ohnehin schon gesagt, ich bin nur mehr ein Nervenbündel. Und mein Blutdruck hat sich von 140 auf 200 erhöht.
Und ob sich da nicht irgendwo ein Gallenstein gebildet hat. Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Das ist mir ganz egal. Wenn er sich bei mir nicht entschuldigt, kann er gleich draußen bleiben. Es ist schwer. Wenn zwei so Verrückte zusammenkommen, so dick schildert das. Josef! Entschuldigung, ist mir so herausgerutscht. Sehr gute Frau. Lassen Sie den Ferdinand hereinkommen. Hm? Bitte, Frau. Herein. Bis die Hand, gehe, Frau. Grüß Gott. Nehmen Sie Platz. Nein, ich danke schön, Frau. Setzen Sie sich. Na, was wollen Sie? Ich? Ich dachte, die Frau will mit was sagen. Ich? Ich möchte wissen, was? Ja. Wenn Sie mir etwas zu sagen gehabt hätten, dann hätte ich Ihnen vielleicht auch etwas zu sagen gehabt. Tja, wenn Sie mir etwas zu sagen gehabt hätten, dann hätte ich Ihnen sogar bestimmt etwas zu sagen gehabt, gnädige Frau. Aber so? Haben wir uns halt beide nichts zu sagen. Dickschädel. Ich? Ja, Sie! Jetzt habe ich eine Aussprache zwischen die beiden herbeigeführt. Das ist schön von Ihnen. Ich glaube, Sie werden sich versöhnen. Hoffentlich. Na, Herr Holzer, wenn ich etwas in die Hand nehme, tut! Frau Blödert. Der macht mich fertig, glaubst du das? Ja, aber jetzt könnten Sie sich schon versehnt haben. Na ja, die Gnädige glaubt nämlich, er ist ihretwegen in Separé hinübergegangen. Aber ich werde Sie aufklären. Jetzt gehe ich hinein und spreche das erlösende Wort. Hey, Frau, jetzt will ich Ihnen beweisen, dass ich kein Dickschädel bin. Ich sehe mein Unrecht ein und bitte Sie in aller Form um Verzeihung. Und dass ich auch kein Dickschädel bin, beweist, dass ich Ihnen schon lange verziehen habe. Wirklich? Ich habe mich ja damals nur geärgert, weil Sie so eifersüchtig waren. Aber nachträglich habe ich mich sogar gefreut, dass Sie meinetwegen hinübergelaufen sind. Denn wenn ich auch hier der Herr im Haus bin, bin ich ja doch nur eine Frau. Und was für eine Frau? Frau, bitte verzeihen Sie, Frau. Was wollen Sie denn? Ich wollte Ihnen etwas sagen. Das heißt, ich wollte fragen, ob Sie, Frau, mit Ferdinand schon ausgesehnt haben. Noch nicht ganz. Warum denn nicht? Was? Nun, warum sagen Sie denn, die Frau, nicht die Wahrheit? Warum Sie ins Grand Hotel hinübergelaufen sind? Ja. Na, wer ich reden? Der Brelowski war nämlich drüben mit dem Katzerl, mit dem Mehl. Und zum Schluss hat sich herausgestellt, es ist die Nichte von Ferdinand. Aber was reden Sie denn da? Das stimmt ja gar nicht. Da ist er in seiner Aufregung natürlich hineingestürzt und hat dem Brelowski eine vor die Brust gestoßen, so wie sie es auch gehört hat. Und der Kleine hat eine geschmiert. Was höre ich da? Aber hören Sie gar nicht drauf, was der da zusammenschwefelt. Sie sind also damals gar nicht meinetwegen hinübergelaufen? Aber ja. Sondern wegen der Kleinen, die Sie dann in Ihrem Haus einquartiert haben? Aber nein. Ja, aber ja. So was. Nee, aber so oben stoßt er und unten tritt er wie auf Schimmeln. Ruhig! Was wollen Sie überhaupt hier herinnen? Ich bin gekommen, um das erlösende Wort zu sprechen. Jetzt schauen Sie aber, dass Sie rauskommen, sonst werde ich das erlösende Wort sprechen. Das hat man doch. Das hat man vor seiner guten Gutheit. Geht doch her. Aber da sieht man wieder, wie recht mein Mann gehabt hat. Also, Ihre Frau, Sie halten mich immer noch für einen Spekulanten. Jetzt erst recht. Frau Lechner, wenn ich diesmal gehe, gehe ich für immer. Ich bin Ihnen noch nie nachgelaufen. Aber Sie werden mir noch einmal nachlaufen. Was werde ich? Nachlaufen mit zwei F. Habe die Ehre. Natürlich viel zu dunkel, Virginia, aber... Na, ist alles in Ordnung? In Ordnung? So was von Unordnung war überhaupt noch nicht da. Und warum? Weil der Josef sich in alles hineinmischt. Na, Opa. Schau, sowas. Mein Lieber. Auf diesen Augenblick warte ich schon 7 Tage und 7 Nächte. Endlich bin ich erlöst. Na bitte. Aber das gönne ich ihr vom ganzen Herzen. Bei mir so etwas passiert, da steige ich auf dem Stephansdom und springe die Donau. Ja, aber Ferdinand, komm. Und jetzt fliegt er. Ja, Ferdinand, ja, was wollen Sie denn jetzt anfangen? Das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall verlasse ich diesen Bezirk auf ewig. Ferdinand, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ja? Ich gebe nämlich das Geschäft hier auf und ziehe um. Ich habe aber noch einen 10-jährigen Vertrag mit dem Hausherrn. Wie wäre es, wenn Sie dieses Lokal übernehmen würden? Ich? Ja, schauen Sie, es ist doch wirklich höchste Zeit, dass Sie sich einmal selbstständig machen.
Aber schauen Sie, Herr Holzer, da braucht man ja Marie dazu Geld. Woher sollten das nehmen? Ich schläge es Ihnen vor. Was, das würden Sie machen? Das sofort. Schauen Sie, es gibt keinen besseren Platz für ein elegantes Kaffeehaus und es gibt keinen besseren Ober in Wien, als Sie sind. Na, schauen Sie sich das Lokal einmal an. Da brauchen Sie nur ein paar Tische und ein paar Sessel einstellen und die Geschichte hat Sie. Und die Frau Christine Lechner würde zerspringen vor lauter Zorn. Guten Morgen, Herr Kulke. So. Ja, eine niederschmetternde Neuigkeit. Haben Sie das gehört von Ferdinand? Um Gottes Willen, hat er sich etwas angetan? Oh, nein, uns hat er etwas angetan. Ein Kaffeehaus hat er da aufgemacht. Und wissen Sie wo? Da neben uns, im Lokal von Holzer. Ach, so ein Kerl. In 14 Tagen ist die feierliche Eröffnung. Also Franz, ich glaube, ist alles in Ordnung. Bitte sehr, aufsperren bitte. Jawohl. Lass mal den ersten Gast herein. Bitte sehr. Dankeschön. Ja, wer kommt denn da? Onkel Ferdinand! Mitzel, das ist aber Onkel lieb. Ferdinand! Ich komme mich bedanken für die Ohrfeige, die du mir damals gegeben hast. Denn jetzt weiß ich erst, wie recht du gehabt hast mit diesem Brilowski. Na, siehst du jetzt ein, da ich immer gut mit dir gemeint habe? Übrigens, Michael, weißt du, wer sich sehr oft nach dir erkundigt hat? Der Herr Seidel, der Komponist. Oh. Du, der schreibt jetzt lauter traurige Lieder, weil er dich nicht mehr wiedersehen kann. Oh, okay. Ja, der hat sehr ins Herz geschlossen. Man könnte beinahe behaupten, er liebt dich. Onkel Ferdinand. Was wirst du denn jetzt anfangen, Michael? Ja, das weiß ich nicht. Die Baronin hat zwar gesagt, ich kann jederzeit zu ihr zurückkommen, aber jetzt möchte ich nicht mehr hingehen. Na, weißt du was? Setz dich da in die Kasse. Ich habe ohnehin keine Kassierin. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Nein! Ja, oh, ja, ein Kompliment, Herr Hofrat. Verzeihen Sie, Herr, ich weiß gar nicht, wie Sie heißen. Reitmeier, bitte. Oh, freut mich sehr. Freut mich außerordentlich, einen Hofrat bei mir begrüßen zu dürfen. Darf ich einen Hofrat dieses Platz als Stammtisch empfehlen? Oh, danke schön, aber wunderschön haben Sie es hier, Herr Gott, noch einmal. Freut mich sehr, Herr Hofrat. Eine Melange, 10 Glas Wasser für Herrn Hofrat Kocek. Oh, habe ich gerne, Herr Seidel. Freut mich außerordentlich, Sie bei mir begrüßen zu dürfen. Darf ich Ihnen gleich dieses Tischel als Stammtisch ans Herz legen? Aber gern. Schön. Was? Eine schwarze Tischplatten? Ach so. Ja, wie soll ich denn da? Herr Sengst, das habe ich ja ganz vergessen, Herr Seidel. Es macht aber nichts. Sie bekommen jeden Tag von mir zum Kaffee ein Stück Kreide. Ja? Nein, also mit Kreide kann ich nicht komponieren. So. Es tut mir leid, Ferdinand, na ja, aber... Da ist ja die Mitzi. Also, Herr Seidel, akzeptieren Sie diesen Tisch? Aber natürlich. Der bleibt mein Stammtisch. Frau Mitzi. Oh, Herr Seidel. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie ich mich freue, dass ich Sie sehe. Ja, ich auch. Sie dürfen mir nicht böse sein, dass ich mich erst heute bei Ihnen für die schönen Blumen, die Sie mir zu Weihnachten geschickt haben, bedanke. Eine Melange, bitte. Sie müssen Sie mich aber entschuldigen. Ich habe Arbeiten. Ah, das ist ja fulminant. Meine Verehrung, Herr Stangeberger. Freut mich außerordentlich, Sie bei mir begrüßen zu dürfen. Sehr liebenswürdig, Herr. Franz, bitte einen Fensterplatz für Herrn Stangeberger. Danke vielmals. Christian, grüß Gott, Herr Ferdinand. Gratuliere, gratuliere. Das ist ja fesch, sehr fesch. Darf ich bitte, Exzellenz? Ja, noch. Na? Das ist bummvoll. Was? Die ganze Stammgäste für uns sitzen drin. Sogar der Stangelberger ist mir untreu geworden. Sitzt aber das ist nur in Anfangszeit. Na ja. Der Wien ist neugierig. Und wo was los ist, da rennt er hin. Neugierig. Aber er ist auch konservativ und anhänglich. Die kommen alle wieder zurück. Die? Und jetzt kümmern sie sich um die Gäste. Was Gäste? Was für Gäste? Ist ja nur einer da? Der Herr Kupka. Josef. Bitte schön. Austauschen. Sie wahnsinnig, Herr Schuttel. Können wir doch nicht die Platten fortdrehen? Aber Josef, ich brauche doch die Platten dringend. Schauen Sie, bitte lassen wir doch die Platten. Ohne die Tischplatten bin ich doch erledigt. Ich habe doch eine andere mitgebracht. Das ist ja verrückt, das ist ja lächerlich, das ist ja schwarz. Das verschandelt das ganze Lokal. Auslassen Sie, wenn Sie nicht sofort die Platten... Sie, wenn Sie nicht... Niederlassen, machen die Anzeige wegen Raub. Sie, wenn Sie die Platten nicht sofort auslassen, können Sie die Anzeige gleich auf Raub. Ja, gleich aus. Ui! Hilfe! Ich
Also, das geht ja so nicht weiter. Da muss ja was geschehen. Mitzel, komm her einen Augenblick. Herr Seidel, Sie auch, bitte. Ja, kommen Sie mal her. Herr Altmaier. Also, Kinder, ihr könnt mir zwei große Sorgen abnehmen. Aber gern. Die Mitzel braucht mich in Wien einen Menschen, der auf Sie aufpasst und Sie vor Dummheiten bewahrt. So. Und der Herr Seidel braucht endlich einmal eine richtige Wohnung mit einem richtigen Schreibtisch. Und außerdem eine Frau, die ihm die Haare schneiden lässt, die Krawatte bindet, die Knöpfe anlegt und die Flecke ausputzt. Und deswegen wird heute Abend noch Verlobung gefeiert, verstanden? Aber ungefähr, die Nacht. Aber ungefähr, die Nacht. Na also. Schach. Ich kann ein Mod sein. Josef? Ja? Sie kommen. Moment. Eins. Verputzt. Josef? Schon mal verputzt. Ja. Also. Moment, Moment. Jetzt kann ich nicht fahren. Nimm's auf. Ist gut. Bagat. Ja. Josef! Ja. Tschüss, ja? Und noch einmal Schach. Josef! Bitte schön, bitte. Seit wann spielt denn ein Kellner während der Geschäftszeit Schach, Billard und Karten? Ich spiele nicht zu meinem Vergnügen, Frau. Das mache ich ja nur, damit die letzten Gäste nicht auch noch davon erinnern. Denn wir müssen alles aufbieten, um den Konkurrenzkampf gegen den Ferdinand zu bestehen. Noch dazu, wo er jetzt Musik hat. Musik? Na ja, natürlich. Er hat ja den Seidel engagiert als Kapellmeister. Und der Seidel hat sich jetzt mit der kleinen Mitzi verlobt. Winzige Frau, das ist die Nichte, die ein paar Mal bei uns war. Ah, die Freundin von Ferdinand? Nein, sie ist ja nicht die Freundin. Was denn? Er hegt für sie nur väterliche Gefühle, wissen Sie? So, da habe ich ihm doch die ganze Zeit unrecht getan. Aber daran sind Sie schuld. Was, ich? Natürlich. Ja, ich, nur ich. Bitte, nur ich. Na, haben Sie nicht immer durchblicken lassen, das Mädel ist die Geliebte von Ferdinand? Aber eine Frau, man kann sich doch auch irren, nicht? Na also, wer ist denn schuld? Ich? Wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich auch daran schuld sein, dass er das Konzertkaffeehaus eingerichtet hat und uns dadurch ruiniert. Nicht? Denn er singt doch täglich, er tritt doch persönlich auf, er singt ja, dann singt halt auch. Was ist das? Natürlich. Sie haben doch gesagt, man muss den Konkurrenzkampf mit dem Ferdinand bestehen. Zuerst große Töne und dann Geschichte nichts. Bitte singe ich heute. Halt. Singe ich. Natürlich muss er das Klavier hören und dann kann man draußen anschreiben, Wiener Konzertcafé. Aber ob ich es stimmlich durchhalten werde, das weiß ich nicht. Der Wiener sitzt oft ganz allein in sein Kaffeehaus, liest dort seine Zeitung, trinkt still sein Kaffee aus. Dort kann er Schach spielen und dort kann er barockieren, auch philosophieren, hier und da. Der Wiener braucht sein Staunkaffee, genauso wie sein Wein. Genau wie die Musik und wie die kleinen Schlampereien. Er braucht kein Schloss und kein Palais, keinen Diener in Livree. Jedoch, er braucht sein Stammkaffee, ja, das geht er nicht her, weil er ganz ohne Stammkaffee kein echter Wiener wär. Der Münchner trinkt, wenn er an Zuren hat, ein Maß Bier aus. Der Berliner schreit laut, das hört man fast von hier aus. Der Wiener geht in sein Café bei schlechten Launen und beim ersten Braunen, da lacht er schon. Der Wiener braucht sein Stammkaffee, genauso wie den Wein, genau wie die Musik und wie die kleinen Schlampereien. Er braucht kein Schloss und kein Palais, kein Diener in super bitte Livree. Jedoch, er braucht sein Stammkaffee, ja, das geht schon her, weil er ganz ohne Stammkaffee kein echter Wiener wär. Abgestunken, da bin ich abgestunken, das spüre ich ja, eine Frau, spüre ich ja.
Warum? Wir haben Zinnen. Los. Ich hatte keinen Sinn, dass man da wieder braucht. Sein Stammkaffee, genau so wie den Wein. Genau wie die Musik und wie die kleinen Stampereien. Ja, geht schon. Der braucht kein Schluss, kein Ballet, kein Dealer in Livree. Jedoch, er braucht Stammkaffee. Ja, das gibt er nicht her. Der Kulka geht auch. Herr Kulka! Kenne ich der Wiener? Ja, was? Sie haben immer gesagt, hier muss stehen. Gehabt, nicht wahr? Wenn die Lage ist, ach, so blöd ist es uns, habe ich die letzten Gäste auch noch vertrieben. Sie sind auch nicht mitgegangen. Wir haben es probiert. Und so war auch noch eine Stimmung. Ach, das könnte mich aufregen. Aber Sie können ja nichts dafür, Josef. In meinem Café aus Wohl nehmen die Leute keinen Klimpim, sondern Zeitung lesen. Sehen Sie sich um, Josef. Ja, wo gehen wir denn hin, Frau? Wir zwei wollen heute mal nachsehen, ob der Café nebenan wirklich besser ist als unser. Wir gehen zum Ferdinand? Nein, zu unserer Konkurrenz. Geh! Das verlegt ihn ihm. Wo ist die Ampne, Frau? Ja. Okay. Das hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Herr Kulka. Ja. Kann sein, nein, so erledigt. Für mich ist es doch eher. Der sagt, oh, ich bin ungetreue Hundeseele. Christian, die Frau. Servus, Herr Josef. Servus. Es ist ja wirklich sehr schmeichelhaft, dass sich mir Frau Höchst persönlich zu mir herüber bemüht haben. Oh, ich komme ja bloß auf 5 Minuten, damit Sie nicht glauben, ich habe einen Konkurrenzneid. Die Frau, warum Sie gekommen sind, ist ja egal. Die Hauptsache, Sie sind da, oder? Darf ich bitten, Herrschaften? Sehr schön haben Sie es dort, ja? Ferdinand. Sehr schön. Was darf ich bestellen? Ich fahre vielleicht einen Kaffee, ja? Einen guten Kaffee. Ich fahre bestimmt wissen wollen, wie unser Kaffee schmeckt. Stimmt. Josef, eine Kleinigkeit essen vielleicht? Ja, also. Sind höhere Preise da. Ich habe auch größere Regien, nicht wahr? Die Musik allein kostet doch. Wenn auch heute Musik kommt. Ja? Ja. Hm. Wollen Sie nicht Platz nehmen? Bin so frei. Ah, der Kaffee kommt schon. Bitte schön. Nicht schlecht. Sogar ganz gut. Ja, glaub mir, Frau. Sogar besser wie bei uns. So, ich meine nicht direkt, aber ich muss gleich hoch. Herr Chef, ja? Die Gäste verlangen Gesang. Ach so. Gehen Sie, Josef, wollen Sie mir einen Gefallen tun? Singen Sie ein bisschen was, ja? Ich möchte gegen Frau einen Moment plaudern, ja? Nein. Aber natürlich. Ich soll singen, natürlich. Gehen Sie, sagen Sie gleich ein Zeitl, also herkommen, ja? Sieh, Josef, das ist eine Idee. Singen Sie. Vielleicht rennen die Gäste auch davon. Nein, Frau, ich möchte das nicht machen. Warum soll er seine Gäste verlieren? Sie werden singen. Na, bitte, Frau. Singen Sie. Na, bitte. Bitte, so singe ich heute. Na, singe ich etwas Aktuelles. Gut. Wollen die Frauen ein bisschen ablegen? Nein, danke, ich bleibe bloß 5 Minuten. Ach, nein, no, das ist ja... Das heißt, den Mantel kann ich ja wirklich... Nein, klar, das habe ich auch. Bitte. Man sagt, in Wien gibt's nur Verliebte, da fliegen die Busserln hin und her. Doch dass die Liebsleute harte Köpfe haben, das ist nicht so populär. Ich kenne zwei, die sind vor Liebe und vor Sehnsucht schon ganz krank. Ja, doch zum Küssen haben's nie Zeit gehabt. Dafür raufen's stundenlang. Ja, das sind heute Wiener Geschichten, die tagtäglich bei uns hier passieren. Weil die Liebslein meist aus Liebe, statt zu lieben, sich nur segieren. Denn sie kennen so... Mir scheint gar den Leuten gefällt das Gesang von Josef. Na, warum denn nicht? Mir gefällt es auch. Selbst das sind heute Wiener Geschichten, schon alt und stets modern. Bravo!
das? Die applaudieren auch noch. Natürlich. Ach, meine Frau, möchten Sie doch den Spitzenschleier ablegen? Aber nein, ich bleib doch bloß 5 Minuten. Ach so, ja. Na, das heißt, das Tüchern könnte ich wirklich abnehmen. Ja, eben. Jürgen, Frau, Sie tragen ja wieder die Frisur mit den Wuckerln da vorne. Das ist aber herzig. Sehen Sie, jetzt darf Ihnen so etwas auffallen. Ja. Denn jetzt sind Sie ja nicht mehr mein Angestellter. Na eben, ja, ja. Und jetzt dürfen Sie mir sogar offiziell Blumen schicken. Was? Die Frau haben gewusst, dass die Blumen immer von mir waren? Die kleine Annel hat mir's verraten. Ja? Ja, da kann ich ja... Da kann ich Ihnen ja heute noch ganz offiziell... Was? Ich meine, da kann ich mich ja heute noch ganz offiziell bei Ihnen für alles entschuldigen. Was ist denn? Was ist denn Zusperren, Feierabend ist? Schluss? Na ja, aber kommt denn die Frau nicht mehr rüber? Nein, das sitzt noch drüben. Schluss, meine Herrschaften, bitteschön. Es ist Feierabend. Wir möchten gerne einen Kaffee. Wir haben nämlich gearbeitet bis jetzt. Was bitte? Wo denn? Da drüben in der Bank. Wir haben einen Safe eingemauert. Ja, habt ihr ein Werkzeug da? Natürlich. Draußen haben wir es. Meine Herren, ich mache euch einen Vorschlag. Wenn ihr mir da in die Mauer ein Loch hineinmacht, sodass man durchgehen kann, so kriegt da jeder von euch, außer den Kaffee, ein Gulasch und eine Flasche Bier und eine Granat. Extra. Ja, aber... Das Ganze geschieht auf Ihre Verantwortung. Na ja, natürlich. Am Spiegel müssen Sie aufpassen, dass da nichts passiert. Keine Werkzeug. Mein Werkzeug. Jetzt sieht man erst, wie groß das Lokal ist. Oder? Und viel schöner als meines. Ja, aber Gefahr, dafür haben Sie den guten Namen. Kaffee-Fenstergucker, oder? Der ist doch nicht mit Gold zu bezahlen. Na ja, das stimmt. Allerdings ein guter Name und ein schönes Lokal. Das wäre das Allerschönste, oder? Stimmt, das wäre das Allerschönste. Ich darf Ihnen eine Zigarette anbieten. Tschö, das ist die Tabatier, die Sie von mir zu Weihnachten bekommen haben. Ja. Sieh, das habe ich doch gar nicht hineingravieren lassen. Aber ich, das schaue ich mir jeden Tag an. Meinem lieben Ferdinand, seine Christel? Oh, das ist doch eine Unverschämtheit. Wieso? Das ist doch bei uns drüben. Ja. Da muss ich gleich nachsehen. Wenn nicht notwendig, meine Frau. Das ist ein Auffangkehrer. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ja. Das ist eine Mitternachtskehrung. Herr Chef, soll ich jetzt den Champagner bringen? Ja, nein, bringen Sie danke. Gleich. Ich trinke keinen. Nein, das ist der Herr Chef feiert ja heute verlobt. Ja. Ach so. Und bringen Sie gleich das holde Brautpaar herüber. Ja. Herr Seidel möchte mit Fräulein Wixi hinüberkommen, ja? Ja, gern. Gestatten. Meine Braut. Da sitzen Sie nur hin. Danke. Aber was der Rauchfangkehrer für einen Lärm macht, das ist ja unglaublich, ja, was? Ja, das verstehe ich. Ja. No, man könnte ein bisschen Musik machen, dann hört man es nicht so schlecht. Das ist eine Idee. Kommen Sie, Josef. Josef, heute wäre Geschichten, die da geht bei uns hier passieren. Weil sie wissen, wer waren, ihre Herzen so schnell verlieren. Denn sie kennen so schwer einsam und sie küssen so viel gern. Sehen's aus, dann holt wer Geschichten, schon alt und stets modern. Ja, was soll denn das bedeuten, hä? Kommen Sie. Was ist denn? Einen Moment. Was das bedeuten soll, will ich wissen. Eine Vereinigung der lieben Frau Christine Lechner mit dem guten Herrn Ferdinand Reitmeier, und zwar auf Lebenszeit. Das kommt ins Büro. Ja. Morgen. Thank you.
Wo ist denn der Josef? Josef! Herr Josef! Herr Josef! Passen Sie auf, spinnen Sie lieber Elfriede auf sich und die Silberpfeil auf Platz. Oder warten Sie, nein. Ja Mensch, es gibt zu mir Leiden. Streichen, alles streichen. Küt nichts, krupfst du, ich ruf nochmal an. Vielleicht nehmen wir... Ja, Frau. Morgen. 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 Von wem sind denn die Blumen, Josef? Ja, Frau, von wem sie immer sind. Von Ferdinand. Verzeihung, das heißt vom Herrn Schiff. Extrem auf dem Eiskasten. Am liebsten möchte ich den ganzen Brilowski auf dem Eiskasten setzen. Ich wünsche, dass Sie ihn mit größter Aufmerksamkeit bedienen. Ihnen zum Beispiel ist es noch nie eingefallen, mir einen Blumenstrauß. Denke gar nicht daran, deinen Leichtsinn weiter zu unterstützen. Ja, aber Spielschulden muss man doch bezahlen. Schließlich handelt es sich um den Namen Brilowski. Ja, stimmt. Umso mehr Rücksicht müsstest du auf diesen Namen nehmen. Denn du wirst ihn ja jedenfalls länger tragen als ich. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man so ein Nichtstuerleben führen kann. Weil ich eben noch keine standesgemäße Stellung gefunden habe. Standesgemäß? Soll ich Versicherungsagent werden oder Kommis? Arbeiten sollst du. Irgendetwas. Vor jedem Versicherungsagenten, vor jedem Kommis habe ich tausendmal mehr Achtung, wie vor einem Tagdieb, wie du einer bist. Papa. Bitte verlass mein Zimmer. Ja, Herr Hofrat. Wo ist die gnädige Frau? Sie Arme haben mir schon wieder kein Wasser. Nein, es geht wirklich, ich bin so... Wo ist denn der Josef? Wie bitte, wer? Wo der Josef ist. Und was zahlt denn die für Schnelder? Was soll sie zahlen? Sie müssen mir noch zahlen, die 20 Kronen, die sie verspielt haben. Was? Die ist nicht gekommen? Und der Bücherwurm? Der Bücherwurm war letzter. Was heißt letzter? Der war schon erster im nächsten Rennen. Was, letzter? Der Bücherwurm? Gott, das ist ein Würmer. Der, was ist denn? Sie hat, Herrgott. Der Ingenieur ist momentan nicht anwesend, bitte. Bitte vielleicht nochmal anzurufen. Guten Tag. Ja, Mensch, es gibt hier mein Leiden. Sie, Josef, machen Sie mich nicht blöd, ja? Ich suche mir Ich weiß ganz genau, dass Sie schon wieder wegen Ihrer Rösser telefoniert haben. Statt dass Sie sich um die Gäste kümmern. Der Hofrat hat schon wieder kein Wasser gehabt. Und die hat ja schon 6 Gläser getrunken. Mein Gott, der muss ja die Wassersucht haben, nicht wahr? Nehmen Sie sich ein Beispiel an dem Ferdinand. Ja. Bei dem klappt ihm alles tadellos. Ja, ja, bitteschön, ich weiß. Der Ferdinand ist ja für die Frau eine Offenbarung, nicht wahr? Ist das Herzbinkerl. Aber ich bin ja der Niemand. Ich bin ja eine Null. Ich bin ja nur eine Null. Also rauchen Sie es nicht und Bummer. Kümmern Sie sich um den Hofrat. Ja, und ja, doch die Wassersucht. Zieh mal eine Karte, ja? Ach, na, irgendeine. Komm. Schön. Herzass. Stimmt. Komm, noch ein. Pickpup. Du fängst an, mich zu verblüffen. Wie machst du denn das? Tja, ich habe Zaubern gelernt. Und zwar bei dem Zauberer, der seit erstem im Ronacher gastiert. Er sagt sogar, ich bin hochtalentiert. Guck mal her. Ganz langsam. Das hier ist die kleine Wolte. Und das hier ist die große. Ja, wozu brauchst du denn das? Willst du vielleicht als Zauberkünstler auftreten? Na, das gerade nicht. Aber ich werde beim Spielen nicht mehr so viel verlieren. Gleich, Josef. Warum ist denn das Geschirr noch nicht abgewaschen? Die Gläser stehen auch noch herum. Sauwirtschaft. So, geh schon. Teufel. Na, was ist denn? Wenn ihr im Dezember schon so narrisch seid, wie wird denn das erst im Frühling werden? Verliebte Bagageübernahme. Wer ist denn die Dame, bei der Ferdinand die ganze Zeit steht? Ach so, die war schon in der Früh da. Ist seine angebliche Nichte. So? Ja. Also gut, schön, bitte bleib vorläufig bei der Frau Baronin. Aber ein Zimmer habe ich für dich besorgt. Und zwar in demselben Haus, in dem ich schon seit 10 Jahren wohne. Wirklich? Ja, da hast du die Adresse. Danke, Ferdinand. Ja, auf Wiedersehen. Bis dann, habe ich dann. Bitte sehr. Kümmern Sie sich ein bisschen um die Gäste. Aber du fragst doch, alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. So? Einmal bewundern Sie meine Frisur, dann führen Sie stundenlang Privatgespräche. Ja. Dabei steht da das leere Geschirr herum, da ist kein Wasser, da drüber ruft ein Gast schon 10-mal zahlen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an dem Josef. Was, am Josef? Jawohl, an dem Josef. Bei dem klappt immer alles tadellos. Überhaupt von morgen an frühstücke ich beim Josef drüben. Bitte, meine Frau, bitte, es wird mir eine besondere Ehre sein. Herr von Brilowski. Bitte? Christian Großmama. Grüß dich. Guten Tag, Frau Neubert. Ich bin zufällig vorbeigekommen, wollte nur nachsehen, wie es dir geht.
Das ist nett. Aber ich muss feststellen, dass du mich in den letzten 10 Jahren nicht so oft besucht hast, wie in den 8 Tagen, seit Fräulein Neuwirth bei mir ist. Ich muss mich doch überzeugen, ob du mit meinem Schützling zufrieden bist. Fräulein Neuwirth, wenn Sie jetzt schon nach Hause gehen, könnte ich Sie ein Stückchen begleiten. Ja, ich weiß nicht. Nein, Fräulein Neuwirth begleitet mich. Und zwar zum Juwelier. Ich muss meinen Schmuck ein bisschen reinigen lassen, wenn ich ihn zu meinem 70. Geburtstag tragen will. Das habe ich zum letzten Mal getragen auf dem Hofball 1893. Da hat die Kaiserin noch gelebt. Das ist wirklich prachtvoll. Hm? Na also, setze ich es halt noch einmal auf. Christian, Großmama. Wiedersehen, Egon. Also, meine Großmama nimmt sie derartig in Anspruch, dass ich überhaupt nichts von Ihnen habe. Ich bin ja auch nicht Ihre Gesellschafterin. Sehen wir uns morgen Abend, ja? Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich morgen frei bin. Aber natürlich. Ich lasse ganz einfach meine Großmama durch irgendeine Tante morgen ins Burgtheater einladen. Dann sind wir endlich einmal allein. Einverstanden? So, suchen Sie ein paar helle Kieferl aus mit braunen Zipferl. Die Frau kommt gleich. Mathilde, ja? Sagen Sie, ist der Lesezirkel... Der Lesezirkel schon gekommen? Ja, der ist heute gekommen. So, na dann ist er gut. Ja, was ist denn? Schon wieder Blumen? Ja, was ist denn? Geistert's denn da? Haben Sie gesehen, wer die Blumen da hergelegt hat? Nein, Sie haben doch gesagt, Sie werden aufpassen. Bitte, reden Sie, wie kann ich nicht aufpassen, wenn man mit der Küche zu tun hat, nicht? Hinten habe ich keine Augen. Das muss doch die Kasse sehen. Ja, das muss die Kasse sehen. Ja, Sie haben doch das ganze Blickfeld. Sie haben doch das Blickfeld. Ja, ich kann durch die Seiten durchschauen. Ja, durch die Seiten, Sie haben alle was zu reden. Wenn die hinschaut, sehen Sie... Herr Josef, die gnädige Frau kommt. Ja. Die gnädige kommt schnell her, frischlich. Guten Morgen, Josef. Hände zeigen. Fertig. Waschen. Ach, war der Herr von Brilowski da? Ja, ich weiß nicht. Na, von wem wären denn dann die Blumen? Ja, ich weiß selber nicht, von wem sie sind. Das ist mir ein Rätsel. Ich passe auf wie ein Polizeihund, aber kaum dreht mich um, bums, ist ein Buschen da. Ferdinand! Bitte sehr, gnädige Frau. Bitte schön. War der Herr von Brilowski heute schon da? Es ist möglich, dass er schon da war. Es ist auch möglich, dass er noch nicht da war. Was heißt, es ist möglich? Sie haben doch Augen im Kopf, nicht? Das schon. Aber meine Augen haben auch noch etwas anderes zu tun, als aufzupassen, ob der Herr von Brilowski kommt oder nicht kommt. Ja, in was für einem Ton reden denn Sie mit mir? Gehe Frau, wie man in einen Wald hineinruft, so schallt es eben zurück. Bei einem Kellner ist das genauso. Auch ein Kellner ist nur eine Kreatur Gottes, nicht wahr? Also, da hört sich doch alles auf. Gratuliere, Herr Ferdinand, jetzt haben Sie es einmal ordentlich gegeben. Ich werde dir auch gleich was geben, du Lausbub, du Grauper. Da geht die Arbeit los, gehen wir. Ich weiß auch nicht, was in den Menschen hineingefallen ist. Einen Zorn hat er, weil mir der Herr von Brilowski jeden Tag Blumen schickt. Ja, Frau, bitte, darf ich etwas sagen? Nein. Ich möchte nur sagen, dass es mir aufgefallen ist in letzter Zeit, dass der Ferdinand so bedrückt ist. Er muss irgendeinen Kummer haben. Denn einmal... Da gibt er die Zeitung verkehrt hinein im Rahmen, dass der Kopf unten ist. Das andere Mal macht er ein Piccolo, die bittersten Vorwürfe, dass er zu langsam wächst. Also es ist, muss so eine innere Unruhe in ihm sein. Unruhe. Ich sehe schon, ich muss wieder einmal mit einem Donnerwetter dreinfahren, das nur so kracht. Ich meine, gut, der weibliche Dreinfahrer, das ist ja für die Katz. Ein Mann gehört her, nicht Frau müssten wieder ans Heiraten denken. Ich zum Beispiel. Ich würde dreinfahren wie ein eiserner Besen. Sie? Ja, natürlich, der Altersunterschied, aber ich meine, es müsste keine ausgesprochene Liebesheirat sein. Sagen Sie... Ich meine, Sympathie natürlich müsste schon vorhanden. Sagen Sie, Josef, sind Sie verrückt geworden? Ja, bitte, es gibt ja auch eine Vernunftsehe. Ja, also Kinder... Ich wünsche euch recht, recht frohe Weihnachten. Und ich hoffe, dass wir alle noch viele Jahre beisammen bleiben. Na, und wenn ich hier und da ein bisschen grob war, dürfte mir das nicht übel nehmen. Als alleinstehende Frau hat man es ja wirklich nicht leicht mit euch. Bagage. Aber ihr wisst ganz gut, dass ich euch alle sehr gern habe. So, und da ist für jeden von euch eine Kleinigkeit. Hoffentlich habt ihr auch Freude damit. Josef, Sie sind doch so ein Pferdenarr.
Das ist für die Wohnung. Geht mir? Dankeschön, Christian. Das ist aber sehr lieb. Das freut mich aber. Das schaut aus wie der Bücherwurm, nicht? Und Sie, Ferdinand, sind doch ein starker Raucher. Ja, danke schön, Frau. Schmeckt wunderschön. Und die Uhr gehört dir, damit du nicht immer zu spät ins Geschäft kommst. Lausbub. Danke schön, Frau. Ja, danke schön. Und das ist für euch. Dankeschön, die Frau. Danke vielmals. Danke. So, und jetzt macht Finst im Lokal und geht nach Haus. Sonst kommt mir noch die Polizei auf den Hals. Schönen Abend, Frau. Schönen Abend, Frau. Fröhliche Weihnachten, Frau. Fröhliche Weihnachten. Wollen Sie noch etwas von mir, Ferdinand? Jawohl, liebe Frau. Ich wollte nämlich, das heißt, ich habe mir da Verschiedenes notiert, was ich gerne mit der jungen Frau besprechen möchte. Nämlich, seit die junge Frau nicht mehr bei mir, sondern immer da drüben beim Josef frühstücken, habe ich ja so wenig Gelegenheit, mit der jungen Frau zu reden. Und da habe ich mir so... Also, schießen Sie los. Bitte schön. Also erstens einmal, junge Frau, brauchen wir zu den Feiertagen brauchen wir mehr Semmeln. Mehr Semmeln. Mehr Semmeln. Noch etwas? Jawohl. Bei den Schachfiguren, da fehlt der schwarze König in der Kopf. Und da möchte ich die Frau fragen, ob die Frau neue Schachfiguren kaufen wollen. Oder soll ich, wenn ein Gast ein Schachspiel verlangt, einfach nichts hören? Oder? Selbstverständlich werde ich neue Figuren kaufen. Neue Figuren? Ja, was ich noch sagen wollte, Ferdinand. Heute waren auf meinem Frühstückstisch keine Blumen. Ah, das ist aber merkwürdig. Na, vielleicht hat es die Frau mit dem Blumenspender verscherzt. Ich glaube eher, Sie sind schuld daran. Sie haben sicher wieder den Herrn von Belowski schlecht behandelt. Er war schon seit 2 Tagen nicht im Café aus. Erstens einmal, liebe Frau, habe ich Herrn von Belowski überhaupt nicht behandelt. Und zweitens hat er heute Vormittag ein Geschenk geschickt. Wo wäre denn das? Na, da steht es doch bitte. Na, das ist ja entzückend. Also, liebe Frau, das verstehe ich wirklich, was Sie an diesem Herrn von Belowski da gefressen haben. Pardon, wollte natürlich sagen, gegessen haben. Das ist doch kein Mann für Sie. Jetzt fangen Sie schon wieder an. Aber, liebe Frau, ist ihm doch... Es sind doch andere Männer da, für die sie das Höchste bedeuten, für die sie alles sind. Einmal muss es doch schließlich heraus. Ich glaube, es ist Zeit, dass Sie nach Haus gehen. Nein, liebe Frau, diesmal müssen Sie mich anhören. Ich will aber nichts hören. Aber ich muss Ihnen doch sagen. Sie sollen mir aber nichts sagen. Doch. Ich liebe Sie. Aber Ferdinand. Liebe Frau, ich liebe Sie doch schon seit Jahren. Wissen Sie denn das nicht? Sie haben doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Jawohl. Das war doch ein gescheiter Mensch. Und ob das ein gescheiter Mensch war. Darum hat er den 675.000 Wiener Mädelnkraut Sie herausgeschickt, ne? Na, sehen Sie. Und dieser Mann hat immer gesagt, wenn ich einmal nicht mehr bin, Christel, hat er gesagt, und du denkst daran, dich wieder einmal zu verheiraten, hat er gesagt, dann alles nur keinen Kellner. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Denn wenn diesem Kellner der Frack noch so gut steht, und wenn dieser Kellner noch so liebe und treue Augen macht, hat das im Grunde ja doch nur auf dein Café aus abgesehen. 3 Frau Lechner, ich bitte Sie höflichst, meinen Heiratsantrag vom... Wie viel haben wir denn heute? Richtig, vom 24. Meinen Heiratsantrag vom 24. Dezember als gegenstandslos zu betrachten. Denn wenn Sie eine solche, derartige Meinung von mir haben, dann bitte schön heiraten Sie meinetwegen den Herrn von Brilowski. Ich habe mit Ihnen nichts Privates mehr zu reden. Einverstanden. Denn dass mein Mann recht gehabt hat, beweist ja, dass Sie mir einen Heiratsantrag machen und dabei eine Nichte haben, die gar keine Nichte ist und die Sie in Ihrem Haus einquartiert haben. Haben Frau Schäffi notiert, dass wir mehr Semmeln brauchen zu den Feiertagen? Oder wollen Sie vielleicht leugnen, dass Sie in Ihrem Haus eine Wohnung für das Mädel genommen haben? Haben Frau Schäffi notiert, dass die schwarze Königin ihren Kopf verloren hat? Antworten Sie, wenn ich Sie etwas frage! Wenn diese Frage geschäftlicher Natur ist, sehr gerne, das ist meine Pflicht. Wenn sie aber privater Natur ist, dann geht sie da herein und da wieder heraus. So, Bücher. Habe ich Sie erschreckt? Ja. Dann verzeihen Sie mir. Und auch, dass ich Ihnen vorige Woche im letzten Augenblick absagen musste. Es tat mir furchtbar leid. Mir auch. Sie haben den Safe-Schlüssel? Mhm. Also ich muss sagen, meine Großmama hat noch zu niemandem so viel Vertrauen gehabt. Sie hat es ja sicher auch nur, weil ich durch Sie ins Haus gekommen bin.
Aber Sie sollten wirklich nicht so oft heraufkommen. Der Frau Baronin fällt es schon auf, dass Sie nur meinetwegen kommen. Ja, dann sagen Sie mir schnell, ob ich Sie heute Abend treffen kann und ich verschwinde. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich frei bin. Was ist Kartengeld? 2,50. 2,50. Was ist Billard markiert? 3,20. 3,20. Und der Bogen macht 2,35. 40. 2,50. Ja. Ach, Herr von Brelowski. Ich muss Ihnen noch für das schöne Weihnachtsgeschenk danken. Oh, Sie beschämen mich nicht. Wollen Sie nicht ein bisschen Platz nehmen bei mir? Na, wie viele solche Bonbonieren haben Sie denn verschenkt? Nur eine einzige, und zwar Ihre. Also, wenn ich Ihnen alles glaube, das glaube ich Ihnen nicht. Ha? Und warum nicht? Weil ich Sie kenne. Das stimmt doch gar nicht, Frau Christine. Wir sehen uns hier und da im Kaffeehaus und plaudern einige Worte miteinander. Das ist aber auch alles. Schenken Sie mir doch einmal einen Abend, ja? Damit wir uns ein bisschen aussprechen können. Damit Sie mich auch näher kennenlernen. Aber ich habe doch keine Zeit. Doch. Wir gehen zuerst in die Oper und dann ins Grand Hotel soupieren und dann... Ein Martell, ja? Also, Frau Christine, bitte einen Abend, ja? Einen Lauf! Hören Sie, Ferdinand. Bitte schön, Frau. Ich bin heute Abend nicht da. Ich gehe in die Oper. Ah. Caruso singt. So. Passen Sie aufs Geschäft auf, ja? Und schauen Sie, dass alles in Ordnung ist. Jawohl, Frau. Christiane. Christiane, Frau. Christiane, Frau. In die Oper? Aber wie ein Pfau. Wo ist der Mokka? Danke. Aber so eine Mokka bekommst du bei euch da drüben nicht im Grand Hotel. Drum trinke ich ihn ja da. Servus, Karl. Servus. Servus. Na, was gibt's nächstes bei euch drin im Grand Hotel? Chef, geht gut. Ja, ja, also, ich muss wieder gehen, wir haben zu tun. Lass der Frosche grüßen. Danke schön, servus. Sagen Sie, ist der Herr von Brelowski da? Herr von Brelowski war heute Nachmittag da. Ob er wiederkommt, weiß ich nicht. Aha. Danke. Bitte sehr. Der kommt heute bestimmt nicht. Wieso nicht? Ich glaube, der hat schon wieder etwas Neues. Was? Er hat bei uns das Fünfer-Separé bestellt. Was? Für heute? Ja, für jetzt. 10:30 Uhr nach dem Theater. Also, servus. Wir gehen abends in die Oper und dann ins Grand Hotel Sophia. Ja, dann... ja, bitte schön. Aufschnitt, ein Wermuttee, Schale Braun und zwei Brot. Schenken Sie mir doch einen Abend, Frau Christine, damit wir uns aussprechen können, damit wir uns näher kennenlernen. 3,20, ne? Moment, Sie haben mir zu viel herausgegeben. Ach so, ja. Entschuldigen Sie schon. Blumen sind sogar bestimmt von Herrn von Brelowski. Wo ist denn die hübsche Dame? Welche denn? Ja, die da gesessen ist. Die hat Ihnen der Herr Ferdinand weggeschnappt. Was? Finde ich aber sehr sonderbar. Kann ich schon sagen. Rudi, geh, sieh mal den Kaffee. Den alten Hofrat holt er sich nicht. Wie geht's denn der Mutter? Dankeschön, sie ist gesund. Ja? Seit dem Tod vom Vater hat sie halt schwer zu kämpfen. Ja, ja, deswegen möchte ich endlich etwas verdienen, damit ich ihr nicht immer zur Last falle. Ah, das ist sehr brav von dir. Ich habe zufällig in Axdorf einen Herrn kennengelernt und der hat mir versprochen, dass er mir hier in Wien eine Stellung verschafft. So. Und gestern hat er mir geschrieben, ich soll ihn heute in diesem Kaffeehaus erwarten. Ja? Seine Großmama sucht eine Gesellschafterin, die Baronin Neudeck. Ah, das ist eine sehr feine, sehr vornehme Dame. Die hat da in der... Brelowski? Das kann doch nur der junge Brelowski sein. Ja, natürlich. Kennst du ihn? Na, und ob ich den kenne? Also, Mietzel, vor diesem Herrn musst du dich sehr in Acht nehmen. Wenn der einem hübschen jungen Mädel eine Stellung verspricht und es nach Wien kommen lässt, hat er ganz andere Absichten. Das glaube ich nicht. Mir kannst du glauben, dass ein Wiener Früchterl ohne Beruf denkt nur an Frauen und Karten, lebt nur vom guten Namen des Herrn Papas. Das sind diese Existenzen, an denen unser Wien krankt. Also, Mietzel, du gehst jetzt auf die Bahn und fährst sofort nach Haus. Aber warum denn? Ich bin doch froh, dass ich endlich wieder in Wien bin. 5 Jahre lang war ich jetzt draußen am Land. Also, dann kannst du ja bleiben, aber die Stellung werde ich dir dann verschaffen. Wo bist du denn abgestiegen? Noch nirgends. Mein Koffer ist noch am Bahnhof.
Also auch das Zimmer werde ich dir besorgen. Da kommt er schon. Atoscha, Herr. Schau dir an, um 9 Uhr früh im Frack. Wo hat er sich die ganze Nacht herumgetrieben? Karten hat er gespielt wahrscheinlich. Der feine Kavalier. Seien Sie mir bitte, dass ich Sie warten ließ. Das macht gar nichts. Später, ja? Ja, gehen Sie schon. Also ich muss sagen, Sie sehen in der Stadt noch reizender aus als zu Hause in Ihrem Dirndl. Herr Brombelowski, bitte, wollen Sie mir die Adresse der Baronin Neute geben, damit ich mich gleich bei ihr vorstellen kann? Oh, aber vor allem mit Sie. Sie werden doch nicht gleich schon am ersten Tag ans Arbeiten denken. Ja, warum denn nicht? Weil ich Ihnen zuerst Wien zeigen muss. Außerdem, meine Großmama weiß gar nicht, dass Sie schon da sind. Ich habe in einem kleinen Hotel ganz in der Nähe Ihres Palais ein reizendes Zimmer für Sie bestellt. Dankeschön, ich habe schon ein Zimmer. Was? Ja. Was, Sie haben schon ein Zimmer? Das ist aber schade. Und außerdem möchte ich unter allen Umständen heute noch meine Stellung antreten. Also bitte. Wenn Sie durchaus wollen. Josef, sagen Sie mal, wissen Sie vielleicht ein möbliertes Zimmer? Warum wollen Sie übersiedeln? Weiß ja nicht, für mich ist für die Kleine da drin. Ach so, für die Nichte. Ist ja gar nicht meine Nichte. Was ich, aber die Kassierin sagt, dass sie ihr Onkel angesprochen hat, ne? Ja, weil ich sie schon gekannt habe, wie sie noch so klein war. Das ist die Tochter von einem verstorbenen Kollegen von mir, ne? Bei mir brauchen Sie noch nicht zu entschuldigen. Ich entschuldige mich auch gar nicht. Ja, was reden Sie denn so viel? Wer redet denn schon? Das ist die Adresse. Danke. Ja, richtig. Noch eins, damit Sie im Bilde sind. Ich habe meiner Großmama natürlich nicht gesagt, dass Sie die Tochter eines Kellners sind. Warum denn nicht? Ja, so alte Aristokratinnen haben immer gewisse Vorurteile. Ich habe ihr gesagt, dass ihr Vater Oberstleutnant war. Ich kann mich doch nicht mit einer Lüge einführen. Oh, das ist doch keine Lüge. Nur so eine kleine Retusche. Trotzdem. Aber vor allem mit Sie. Sie können mich doch jetzt nicht Lügen strafen, hm? Sie werden sich in Wien überhaupt ein bisschen umstellen müssen. Ich glaube eher, dass Sie sich ein bisschen umstellen müssen. So. Ich bin nämlich nach Wien gekommen, um zu arbeiten und nicht, um mich zu unterhalten. Ich meine nicht, um mich nur zu unterhalten. Na schön, aber darüber reden wir noch, ja? Verzeihen Sie, Herr von Brilowski. Ja? Darf ich Sie etwas fragen? Ja, ja. Wohin geht denn das Mädel jetzt? Was geht denn Sie das an? Nimmt sie die Stellung an bei Ihrer Frau Großmama, bei der Baron von Neideck? Hat sie Ihnen das erzählt? Kennen Sie denn das Fräulein? Ich kenne das Fräulein sogar sehr gut. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, Herr von Brilowski, ist ein anständiges Mädel. Und ist auf Ihre Karte hin in guten Glauben nach Wien. Sie, was fällt Ihnen denn ein? Sind Sie der Vormund von dem Mädel? Nein, das bin ich nicht. Na also, meine auch nicht. Also mischen Sie sich nicht in meine Angelegenheiten, verstehen Sie? Servus. Servus, Egon, grüß dich. Na, was ist los? Gehst du zu einer Hochzeit? Warum? Na, weil du so befragt bist. Ach, kommen wir zum Jockey-Club. Was habt ihr bis jetzt gespielt? Mhm. Einen Martell, ja. Und was hat dich der Spaß gekostet? 12.000. Ausbezahlt? Ich muss gleich einen Sprung zu meinem alten Herrn machen. Der wird eine schöne Freude haben. Übrigens, wer war denn die Kleine da? Hm? Die habe ich auf unserer Jagd kennengelernt. Seizend. Ja, bezaubern, wirklich. Also, sag mal, wie machst du das eigentlich? Mit der Susi vom Theater an der Wien hast du eine Gspusi. Mit der Anni Schuster hast du ein Bandscherl. Und auf die Besitzerin von dem Kaffeehaus, da hast du schon seit Wochen ein Flugerl. Ja, richtig, die ist halt noch gar nicht da. Die Frau kommt. Ja, da hast du die Küche. Und das kommt ins Büro. Ins Büro? Darf ich einen Schlüssel bitten? Hier. Die Frau haben Sie vielleicht. Oh, Herr von Brilowski. Heute schon so früh? Ja, ausnahmsweise. Sie sehen heute wieder bezaubernd aus. Vielleicht, weil ich mich freue, dass ein schöner Tag ist. Heute müsste es im Prater herrlich sein. Ja, darf ich Sie heute Nachmittag abholen? Zu einer kleinen Spazierfahrt in die Hauptallee? Aber ich muss mich doch um mein Geschäft kümmern. Aber das läuft doch von selber. Oh, das glaubt man nur. Na, dann vielleicht ein anderes Mal. Ja, darüber können wir reden. Wiedersehen.
Na, was gibt's Neues? Oh, eigentlich nichts Besonderes, ne Frau. Keine Beschwerden? Na doch. Herr Helmersberger hat natürlich wieder geschimpft, weil zu wenig Haut auf seinen Kaffee drauf war. Einmal beschwert er sich, dass er zu wenig Haut bekommt, dann beschwert er sich, dass er zu viel Haut bekommt. Morgen kriegt überhaupt keinen. Ganz richtig, ne Frau. Strafe muss sein. Was bringst du daher, der dumme Bub? Du weißt doch, die Frau isst nur gern helle Kipferl mit braunen Zipferl. Schau, dass du deiner kommst. Was? Schon wieder Blumen für mich? Ja, merkwürdig, nicht? Immer stehen Blumen auf dem Tisch. Und so ganz anonym. Also von wem können die nur sein? Ja, Frau, das weiß man bei anonymen Blumen nie. Was schaust du mir da abgestochen, Herr Gasburg? Nee, Frau, ich habe sie nur bewundert. Die neue Frisur, die ist wirklich entzückend. Seit wann fällt Ihnen denn meine Frisur auf? Nee, Frau, schon seit 2 Jahren. Schon damals, wie Sie die Frisur gehabt haben, den Scheitel da rechts und die Wuckerl da und die Franzen da vorne. Sind Sie ein Friseur oder ein Kellner? Der Kellner hat so etwas gar nicht zu bemerken. Bitte schön, Frau, da werde ich es eben nicht mehr bemerken. Wie kann ich Frau befehlen? Also deswegen müssen Sie doch nicht gleich so ein Gesicht machen. Ich mach gar kein Gesicht. Ich hab's doch gar nicht so böse gemeint. Was suchst du denn da? Helle Kipferl mit braunen Zipferl. Also von wem können die Blumen das sein? Tja, von wem? Wer war denn heute schon da? Heute war schon da, der Herr Stangelberger war da. Na, von dem können es nicht sein. Dann war da seine Exzellenz, der Herr Graf Riedl von Steinbach. Von dem auch nicht. Dann war da der Herr Dings. Der Herr von Brilowski war auch da. Richtig, der war ja auch da. Also von dem sind die Blumen ganz bestimmt nicht. Wieso können Sie das sagen? Schau, dass du weiterkommst, du blöder Bub, du. Sie sind sogar bestimmt von Herrn von Brilowski. So. Überhaupt Ferdinand? Ja. Es fällt mir schon lang auf, dass Sie den Herrn von Brilowski immer so schlecht behandeln. Tja, ich kann jenen Herrn eben nicht schmecken, gnädige Frau. Nie bringen Sie ihm die Zeitung, die er haben will. Nie ist sein Stammtisch frei. Nie ist sein Kaffee warm. Ich glaube, den stellen Sie... Ferdinand hinüber. Aber auch gegen. Er will nicht, dass es jemand sieht. Ist gut, Annel. Na, gib her. Was die Großmutter schenkt, ja? Dankeschön. Das Frühstück für Herrn Holzer und die Milch für den Pepperl.
Also, lieber Ferdinand, jetzt möchte ich meine Zigarre. Oh, danke schön. Und dann möchte ich meine Zeitung. Ist auch schon da, Herr Holzer. Und das Frühstück ist auch schon da, Herr Holzer. Großartig. Ich sag's ja, Ferdinand, bei Ihnen braucht man gar nicht mehr den Mund aufzumachen. Ja, das gehört sich auch so, Herr Holzer. Schauen Sie, Herr Holzer, der selige Mann von unserer gnädigen Frau, der hat immer gesagt, Ferdinand hat er gesagt, es gibt so viele Berufe auf dieser Welt. Zum Beispiel Schwerarbeiter, Diplomaten, Blitzrechner, Dauerläufer, Gedankenleser. Aber ein Oberkellner in einem Wiener Kaffeehaus, der muss das alles in einer Person sein. Sie können sich gar nicht vorstellen, Herr Holzer, was in einem Wiener Kaffeehaus alles passiert. Herr Seil, ich brauche wieder dringend ein hübsches Wiener Lied von Ihnen, und zwar für mein Weihnachtsprogramm. Oh, Herr Direktor, bitte nehmen Sie Platz und suchen Sie sich was recht Schönes aus. Ja, na, was haben Sie denn da Hübsches? Da wäre eine schöne Polka. Ja, nein, Polka soll es nicht sein. Ja, wie geht denn der Walzer? Der ist schon verkauft. So, na und der da? Da, ra, 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 da, da, ra, ra, da, da. Das ist ja von Leha. Warten Sie doch ein bisschen, es geht doch ganz anders weiter. Ach, so, so. Da, da, ra, ra, da, da, ra, ra, da, ra, 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 ra. Suchen wir lieber etwas anderes aus. Sie haben doch schon so hübsche Sachen geschrieben. Ja, also, was hätten wir denn da noch auf Lager? Na, lieber Ferdinand, was gibt's denn Neues? Eigentlich gar nichts, Exzellenz. Im Parlament gibt es ja leider augenblicklich gar keine Meinungsverschiedenheit mehr. Ja. Es gibt jetzt keine Debatten mehr. Ja, fast gar keine. Zahlen, Ferdinand! Sofort, Herr Stangelberger. Ja, Exzellenz, das waren halt noch Zeiten, wo Exzellenz noch damals im Parlament als Abgeordneter gesprochen haben, nicht wahr? Haben Sie mich einmal sprechen können? Gehört nicht, Exzellenz, aber gesehen. Wieso? Ja, es war schon immer so. Kaum haben Exzellenz den Mund aufgemacht, haben die anderen Herren Exzellenzen ein derartiges Pfeifkonzert inszeniert, nicht wahr? Dass man kein Wort mehr verstanden hat. Also was ist denn Himmelherrgott? Zäun, Ferdinand! Ich komm ja schon, Herr Stangelberger. Entschuldigung, Exzellenz, muss doch jemand zur Ordnung rufen. Na endlich! Sie, Herr Stangelberger, warum stören Sie mich denn, wenn Sie sehen, dass ich mit seiner Exzellenz politisiere? Aber ich muss noch nach Stuckerau fahren. Von mir aus gehen Sie nach China fahren, das ist mir ganz wurscht. Außerdem ist das gar nicht mein Platz. Merken Sie sich das. Bis zur Kasse gehört das Revier dem Josef. Wenn aber der Josef nicht da ist? Der Josef muss da sein. Josef! Also passen Sie auf, notieren Sie. Für Herrn Stangelberger spielen Sie Sieg auf Dusnelda. Ja? Und Platz auf Sausewind. Je 5 Kronen. Je 5 Kronen. Hören Sie mich? Ob Sie mich hören? Warum soll ich nicht hören? Sie sprechen doch laut genug. Naja, also ich frage ja doch nur, ne? Jetzt passen Sie auf. Und für mich spielen Sie die Elfriede. Auf Platz. Und Silberpfeil auf Sieg. Oder nein, ich spinne Elfriede auf Sieg und Silberpfeil auf Platz. Herr, Sie machen mich wahnsinnig. Also, dann spinnen Sie für mich Sieg auf Elfriede und Platz auf Sausewind, auf Silberpfeil. Silberpfeil. Josef. Moment, Sausewind, meine Tochter, Stangelberger. Josef. Der verwechselt mit der... Aber Sie gewinnen ja doch nichts. Hallo. Der Stangelberger so lang zahlen. Ja, der kann aufregen, nicht das wie neuer Flieh. Hallo. Josef! Kann ich streichen, alles durchstreichen? Es wird alles durchstreichen. Ich ruf nochmal an. Wollt ihr mit rein umgehen oder nicht? Ja, das meint. Ja, Mensch, es gibt ja mein Leiden. Kann man ja gar nicht disponieren. Bleistift. Da oben haben Sie Bleistift. Wo haben Sie? Da oben. Da haben Sie. Da ist er. Zwiegeln habe ich. Gut, schnell mal. Ich dachte ja, Herrn. Oh, sag's, was machen Sie denn so ein Manöver? Das ganze Kaffeehaus machen Sie völlig. Ja, wenn Sie eine halbe Stunde telefonieren. Ja, bitte, Sie wissen ja, dass ich mit Ihnen telefoniert habe, wenn der Dusnelda. Ja, Dusnelda, die Mama von der Dusnelda, war schon erkrankt und ist nie gekommen und die kommt auch nicht. Die kommt? Da könnte er sagt selbst, dass sie kolossal in Form ist, aber der Janek rettet sie. Na, der Janek, die braucht nicht einmal ein Patch. Ja, sagt der Grünberger. Sag ich Ihnen, nicht wohl? Und ich glaube, wenn Ihnen Tipps gibt, können Sie Gift drauf nehmen. Ja, war ich schon ein paar Mal gestorben. Na ja, mein Gott, reinschwirfen kann man nicht ins Pferd. Also zwei. Bitte, was am Kopf? Gerne im Braunen. 40. 40 und 60. Sonst nichts? Nein, sonst nichts. Na, wieso haben Sie noch einen Staubzucker auf der Hose? Da? Na ja, richtig, 13 Kropfen. Na, süß. Was hat das denn? Kann man denn was vergessen? Nein. Ein Semmel kann man vergessen. Aber 13 Kropfen, die vergisst man nicht, weil es drucken. Ja, bitte. 42. Na, was wollen Sie mit dem Geld? Das gebe ich Ihnen raus, nicht wahr? 42, na ja. Das kriege ich vorhin auf 5 Kronen. Auf 5 Kronen rennen Sie davon? Lächerlich. Ich habe eh schon von vorgestern die Eierspeise in der Brieftoze mit einem Sherry und weiß gut was. Na, und dann Schnitzel, bitte. Na, schäm's. Ein Gulasch. Na ja, schäm's, das ist auch wohl. Sonst mal nur eins. Kommt die Dusnelda? Du musst natürlich kommt's. Und was wird's zahlen? Die? Das Achtfache. Sag ich Ihnen. Na, alles. Da zahle ich noch alles auf einmal.
Jetzt habe ich ja ganz vergessen, über einen Herrn bestellt, der ein Parfüm von mir kaufen. Wir gehen, sind so lieb. Da haben Sie meinen Musterkoffer, vielleicht können Sie was verkaufen. Ich bin ja nicht von der Branche. Was dann nehmen Sie den Koffer, die Preise sind ja angeschrieben. Borgen Sie mal 5 Kronen. Okay. Das sind meine Kundschaften. Jende, Alarm bitte. So, bitte, was wird angenehm sein? Einen Kaffee. Ja, bitte, was für einen? Ich meine, eine Mokka, eine Schale Gold, einen Piccolo, einen türkischen, einen Fiaker, Kapuziner, Portion mit Haut oder ohne Haut. Einen ganz gewöhnlichen Kaffee. Bitte schön, also eine Teeschale, bitte. Ja, Mitzel, wie kommst denn du da her? Onkel Ferdinand, denn das ist ein Zufall. Ja, komm rüber, mein Revier, ja? Ich hab schon bestellt. Es macht dir nichts, komm rüber, komm. Setz dich dort hin, die Herren. Meine Frau, ich will das ja hinten tragen. Warum kriegst du einen roten Kopf? Gar keinen Kopf. Eine Stütze? Ach, ich brauche keine Stütze. Der Herr im Haus bin und bleibe ich. Und wer mir nicht passt, dem werde ich schon Flügel machen. Abservieren. Annal, pass auf. Sag der Großmutter, von morgen an keine Blumen mehr. Überhaupt nicht mehr? Ja, das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls einige Tage Pause, ja? Servus. Dank. Servus, Eva. Servus. Aber du bist schon fertig. Da kann man ja gleich losgehen. Ja, wohin denn? Na, den Jockey-Club. Da sind nämlich heute ein paar ganz große Spieler drüben, von auswärts. Der Lansky, der Bedani, der Xander Launsdorf. Nein, ich habe heute keine Zeit mehr. Ja, weiß Gott, wollen wir wieder solche Leute zusammenkriegen? Morgen ist der heilige Abend, nach den Feiertagen fahren alle weg. Da können wir doch gerade heute so schön ausprobieren, ob... Weißt schon, was ich meine, oder? Ja gut, aber ich habe heute ein Rendezvous mit dem kleinen Mädel vom Land. Das kannst du doch absagen. Aber ich soll sie doch schon um 8 Uhr treffen und die Kleine hat sich sicher sehr auf den heutigen Abend gefreut. Ich weiß nicht, was dir wichtiger ist. Das Mädel oder der Wechsel? 200. Die 200 und 400. Die 400 und 800 sind 12. Die 800 und 1600. Na schön. Ich hab 4 Buben. Flash. Merkwürdig. Wirklich merkwürdig. Was ich heute für ein Schwein hab, fang an, mich vor mir selber zu genieren. Wer gibt's denn jetzt? Ich. Ich eröffne mit 200. Ja, also diesmal hab ich nichts. Bitte. 200 und 400. Habe ich mir gedacht. Interessant. Hab ich nichts, hat er was. Zwei bitte. Wirklich toll heuer. Ja, was hast du denn, Mitzel? Heute früh war es noch so lustig und fidel und jetzt sitzt du da und machst der Schnupfen. Ist dir was passiert? Nein. Soll denn passiert sein? Herr Ober. Sofort, meine Gäste. Ich kann jetzt nicht bei dir bleiben. Du musst öfter was bestellen, damit wir miteinander plaudern können, ja? Gut. Sehr gerne. Ein Sardinenbrot, aber nicht zu dick, nein, Schere. Ein Sardinenbrot, ganz dünn geschnitten, ein Glas Schere, bitte sehr. Herr Ober. Ein Gäste, bitte schön. Bitte das Tagblatt. Das Tagblatt, bitte sehr. Verzeihen Sie, liebes Fräulein, darf ich Ihnen vielleicht mein Tagblatt zur Verfügung stellen? Bitte. Dankeschön. Oh, bitte sehr. Bitte. Hier, meine Gäste. Du musst doch etwas bestellen, was du noch nicht hast. Ein bisschen nachdenken, oder? Herr Ober! Bitte sehr? Einen Zuckerstreuer. Einen was? Einen Zuckerstreuer. Ach so, ein Zuckerstreuer. Ah, ja, bitte sehr. Einen Zuckerstreuer, bitte. Wozu braucht denn Ihre Nichte einen Zuckerstreuer, wenn sie ohnehin einen hat? Sie hat doch keinen. Verzeihen Sie, Ihr Fräulein. Darf ich Ihnen vielleicht meinen Zuckerstreuer zur Verfügung stellen? Dankeschön. Bitte. Oh, Entschuldigung. Das ist auch mein Zuckerstreuer. Verzeihen Sie vielmals. So, meine Gnädigste, da hätten... Jetzt hätten wir 3 Zuckerstreuer. Na, jetzt hätte ich die Bescherung. Wie ist denn das passiert überhaupt? Naja, wenn der Herr von Nehmann so galant ist. So, der Herr von Nebenmann. Sag einmal, Mitzel, für wen hast du dich denn heute Abend so schön gemacht? Hm? Ich wollte zuerst ins Theater gehen und dann habe ich keine Karte mehr bekommen. Ah, deswegen bist du so traurig.
deswegen bist du so traurig. Sagen Sie mal, Herr Seidel, Sie haben mir doch für heute Abend für Ihre Premiere in Stabenow eine Karte versprochen. Ja, nicht wahr? Ja. Mitzel, das ist nämlich der berühmte Herr Seidel, der die vielen schönen Lieder komponiert. Herr Seidel, würden Sie vielleicht so liebenswürdig sein und würden Sie vielleicht dem Fräulein Neuwirth diese eine Karte überlassen? Ja, im größten Vergnügen. Ja? Ist ja lieb, aber das kann er doch nicht annehmen. Warum denn nicht? Das Fräulein Reh, sie liebt den Franzl und der Franzl die Marie. Doch die Marie, die liebt den Gustl von dem Gasthaus Winterwig. Erst waren sie alle vier sehr glücklich, doch dann kam die Mischkulanz. Gerade wie der Gustl die Marie küsst, sieht die Resi und der Franz. Ja, das sind heute viele Geschichten, die tagtäglich bei uns hier passieren, weil die süßen Wiener Mädel ihre Herzen zu schnell verlieren. Denn sie können so schwer Nein sagen und sie küssen so viel gern. Ja, das sind heute Wiener Geschichten, schon uralt und stets modern. Ja, das sind heute Wiener Geschichten, die tagtäglich bei uns hier passieren, weil die süßen Wiener Mädel ihre Herzen zu schnell verlieren. Denn sie können so schwer Nein sagen und sie küssen so viel gern. Ja, das sind heute Wiener Geschichten, schon uralt und stets modern. Ich habe voll. Ich auch. Achso, und? Jetzt habe ich aber genug. Ich muss auch schon zur Frauenfeld. Was habe ich zu bezahlen? Ich habe nichts gewonnen und nichts verloren. Ich bekomme 800 Kronen. Ja, und ich 3200. Das sind zusammen 4000. Einen Augenblick, ich schreibe einen Scheck. Fräulein Mitzel, hoffentlich haben Sie sich heute Abend nicht zu sehr gelangweilt. Ach, wie kommen Sie denn darauf? Na ja, ich habe ja viel schärfere Augen wie der Onkel Ferdinand. Sie haben sich etwas nicht bemerkt, dass das mit dem ausverkauften Theater nur eine Ausrede ist. Und dass Sie ganz etwas anderes vorgehabt haben und dass ich eigentlich nur ein Lückenbüßer bin. Aber das macht nichts. Für mich war der heutige Abend jedenfalls wunderschön. Doch nur für Sie gespielt und gesungen. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe mich auch wirklich nicht gelangweilt. Ganz im Gegenteil, es war reizend. Das lief von Ihnen. Ah, Sie sind schon zu Hause? Mhm. Also wenn Sie wieder einmal einen Lückenbüßer brauchen oder wenn Sie wirklich einmal einen Abend frei haben, dann denken Sie bitte an mich, ja? Gut. Ja, aber ich weiß doch nicht einmal, wo Sie wohnen. Im Kaffeehaus. Was heißt das? Na ja, da bin ich doch den ganzen Tag. Dort arbeite ich, dort esse ich. Manchmal schlafe ich auch dort. Also schön. Wenn ich einmal Zeit habe, komme ich wieder hin. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war wirklich merkwürdig. Immer haben wir zwei die guten Karten gehabt. Tatsächlich, es war mir direkt schon unangenehm, dass der Lanz doch so viel Pech hatte. So, meine Herren. Zwei. Servus, Ferdi. Grüß dich. Einen Augenblick. Was denn los? Anton, bringen Sie die beiden Schecks dem Clubsekretär und sagen Sie ihm, die Herren lassen ersuchen, er möchte sie in Ihrem Namen dem Roten Kreuz überweisen. Bist du wahnsinnig geworden? Weiß nicht. Ich verstehe mal, Rotes Kreuz? Ist gut, Anton, Sie können gehen. Außerdem möchte ich euch bitten, in Zukunft nicht mehr heraufzukommen. Ja, dafür bist du mir eine Erklärung schuldig. Ja, mir auch. Das ist nicht viel zu erklären. Im Jockey Club ist nämlich bis heute nie falsch gespielt worden. Ja, was erlaubst du dir denn? Das ist doch wirklich sehr bitten. Adieu. Sehr peinlich. So wie der Hofers, den Häuser zumachen, damit sich nichts verkühlen. Und ich wünsche fröhliche Weihnachten. Recht, recht fröhliche Weihnachten. Danke Ihnen, Josef. Ich habe leider kein kleines Geld bei mir. Bitte, bitte, Hofer, das spielt doch keine Rolle. Ich gratuliere Ihnen sowieso noch einmal ganz ausführlich zum neuen Jahr mit Kalender. Oh, zu liebenswürdig. Rudi! Sind noch Gäste da? Nein. Da kommt eine herein. Jawohl. Herr Josef, Herr Ferdinand. Herein. Ja,
die Blumen zum Herrn Ferdinand hinüber. Aber auch gegen. Er will nicht, dass es jemand sieht. Gut, Annel. Na, gib her. Was die Großmutter schenkt, ja? Dankeschön. Also, lieber Ferdinand, jetzt möchte ich meine Zigarre. Oh, danke schön. Und dann möchte ich meine Zeitung. Ist auch schon da, Herr Holzer. Und das Frühstück ist auch schon da, Herr Holzer. Großartig. Ich sag's ja, Ferdinand, bei Ihnen braucht man gar nicht mehr den Mund aufzumachen. Ja, das gehört sich auch so, Herr Holzer. Schauen Sie, Herr Holzer, der selige Mann von unserer gnädigen Frau, der hat immer gesagt, Ferdinand hat er gesagt, es gibt so viele Berufe auf dieser Welt. Zum Beispiel Schwerarbeiter, Diplomaten, Blitzrechner, Dauerläufer, Gedankenleser. Aber ein Oberkellner in einem Wiener Kaffeehaus, der muss das alles in einer Person sein. Sie können sich gar nicht vorstellen, Herr Holzer, was einem Wiener Kaffeehaus alles passiert. Herr Seiler, ich brauche wieder dringend ein hübsches Wiener Lied von Ihnen, und zwar für mein Weihnachtsprogramm. Oh, Herr Direktor, bitte nehmen Sie Platz und suchen Sie sich was recht Schönes aus. Ja, na, was haben Sie denn da Hübsches? Ja, da wäre eine schöne Polka. Ja, nein, Polka soll es nicht sein. Da, wie geht denn der Walzer? Der ist schon verkauft. So, na und der da? Da, ra, 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 da, da, ra, ra, da, da. Das ist ja von Leha. Warten Sie doch ein bisschen, es geht doch ganz anders weiter. Ach, so. Da, da, ra, ra, da, da, ra, ra, da, ra, 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 ra. Suchen wir lieber etwas anderes aus. Sie haben doch schon so hübsche Sachen geschrieben. Ja, also, was hätten wir denn da noch auf Lager? Na, lieber Ferdinand, was gibt's denn Neues? Eigentlich gar nichts, Exzellenz. Im Parlament gibt es ja leider augenblicklich gar keine Meinungsverschiedenheit mehr. Ja. Es gibt jetzt keine Debatten mehr. Ja, fast gar keine. Zahlen, Ferdinand! Sofort, Herr Stangelberger. Ja, Exzellenz, das waren halt noch Zeiten, wo Exzellenz noch damals im Parlament als Abgeordneter gesprochen haben, nicht wahr? Haben Sie mich einmal sprechen können? Gehört nicht, Exzellenz, aber gesehen. Wieso? Ja, es war schon immer so. Kaum haben Exzellenz den Mund aufgemacht, haben die anderen Herren Exzellenzen ein derartiges Pfeifkonzert inszeniert, nicht wahr? Dass man kein Wort mehr verstanden hat. Also was ist denn Himmelherrgott? Zäun, Ferdinand! Ich komm ja schon, Herr Stangelberger. Entschuldigung, Exzellenz, muss doch jemand zur Ordnung rufen. Na, endlich! Sie, Herr Stangelberger, warum stören Sie mich denn, wenn Sie sehen, dass ich mit seiner Exzellenz politisiere? Aber ich muss noch nach Stuckerau fahren. Von mir aus gehen Sie nach China fahren, das ist mir ganz wurscht. Außerdem ist das gar nicht mein Platz. Merken Sie sich das. Bis zur Kasse gehört das Revier dem Josef. Wenn aber der Josef nicht da ist? Der Josef muss da sein. Josef! Also passen Sie auf, notieren Sie. Für Herrn Stangelberger spielen Sie Sieg auf Dusnelda. Ja? Und Platz auf Sausewind. Je 5 Kronen. Je 5 Kronen. Hören Sie mich? Ob Sie mich hören? Warum soll ich nicht hören? Sie sprechen doch laut genug. Naja, also ich frage ja doch nur, ne? Jetzt passen Sie auf. Und für mich spielen Sie die Elfrieda. Auf Platz. Und Silberpfeil auf Sieg. Ich bin Elfrieda auf Sieg und Silberpfeil auf Platz. Herr, Sie machen mich wahnsinnig. Also, dann spielen Sie für mich Sieg auf Elfriede und Platz auf Sausewind, auf Silberpfeil. Silberpfeil. Josef. Moment, Sausewind. Herr, das ist doch der Stangelberger. Der verwechselt mit dem... Aber Sie gewinnen ja doch nichts. Herr, der Stangelberger hat so lang zahlen. Ja, der kann ich aufregen, nicht dass ich neu erfliehe. Hallo. Josef. Streichen, alles durchstreichen. Es wird alles durchstreichen. Ich ruf nochmal an. Wollt ihr mit rein umgehen oder nicht? Ja, das meint. Ja, Mensch, es gibt ja mein Leiden. Kann man ja gar nicht disponieren. Bleistift. Da oben haben Sie Bleistift. Wo haben Sie? Da oben. Da haben Sie. Da ist er. Zwingung habe ich.
Gut, ich dachte ja, Herrn. Oh, sag's, was machen Sie denn so ein Manöver? Das ganze Kaffeehaus machen Sie alle Na ja, wenn Sie eine halbe Stunde telefonieren. Na ja, bitte, Sie wissen ja, dass ich bei Ihnen telefoniert habe, wenn der Tusnelder. Herr Tusnelder, die Mama von der Tusnelder war schon erkrankt und ist nicht gekommen und die kommt auch nicht. Die kommt? Da könnte er sagt selbst, dass sie kolossal in Form ist, aber der Janek rettet sie. Der Janek. Die braucht nicht einmal ein Patch. Ja, ja, sagt der Grünberger. Sag ich Ihnen, nicht wohl. Und ich glaube, wenn Ihnen Tipps gibt, können Sie Gift drauf nehmen. Da war ich schon ein paar Mal gestorben. Na ja, mein Gott, reinschlürfen kann man nicht ins Pferd. Also Zeug. Bitte, was haben Sie gehabt? Gerne im Braunen. 40 und 60. Sonst nichts? Nein, sonst nichts. Na, wieso haben Sie noch einen Staubzucker auf der Hose? Da? Na ja, richtig, 13 Kropfen. Na, süß. Was hat das denn? Kann man denn was vergessen? Nein, ein Semmel kann man vergessen. Aber 13 Kropfen, das war. Die vergisst man nicht, was drucken. Ja, bitte, 2,40. Ja, was wollen Sie, mein Geld? Das gebe ich nicht raus, nicht wahr? 2,40, na ja. Das kriege ich vorhin noch 5 Kronen. Na, 5 Kronen, renne ich da davon? Ja, mein Gott, so lächerlich. Ich habe eh schon von vorgestern die Eierspeise in der Mittotze, dann Schere und weiß gut was. Na, und dann Schnitze, bitte. Na, schäm's. Ein Gulasch. Na ja, schäm's, das ist dann wohl. Sonst mal nur eins. Kommt die Tusnöder? Du musst natürlich kommt's. Und was wird's zahlen? Die? Das ist achtfache, sag ich Ihnen. Na alles, alles, und da soll ich noch alles auf einmal. Jetzt habe ich ja ganz vergessen, ich habe einen Herrn bestellt, der ein Parfüm von mir kaufen. Wir gehen, sind so lieb. Da haben Sie meinen Musterkoffer, vielleicht können Sie was verkaufen. Ich bin ja nicht von der Branche. Was dann nehmen Sie den Koffer, die Preise sind ja angeschrieben. Borgen Sie mal 5 Kronen. Geh. Okay. Das sind meine Kundschaften. Jende, Alarm bitte. So bitte, was wird angenehm sein? Einen Kaffee. Ja bitte, was für einen? Ich meine Mokka, Schale Gold, einen Piccolo, einen türkischen, einen Fiaker, Kapuziner, Portion mit Haut oder ohne Haut? Einen ganz gewöhnlichen Kaffee. Bitte schön, also eine Teeschale. Bitte. Ja, Mitzel. Ja, wie kommst denn du da her? Onkel Ferdinand, denn das ist ein Zufall. Ja, komm rüber, mein Revier. Ich hab schon bestellt. Es macht ja nichts, komm rüber, komm. Wo ist denn die hübsche Dame? Welche denn? Ja, die da gesessen ist. Die hat Ihnen der Herr Ferdinand weggeschnappt. Was? Finde ich aber sehr sonderbar. Kann schon sagen. Rudi, geh, sieh mal den Kaffee. Den alten Hofrat holt er sich nicht. Geht's der Mutter? Dankeschön, sie ist gesund. Ja? Seit dem Tod vom Vater hat sie halt schwer zu kämpfen. Ja, ja, deswegen möchte ich endlich etwas verdienen, damit ich ihr nicht immer zur Last fall. Ah, das ist sehr brav von dir. Ich habe zufällig in Axdorf einen Herrn kennengelernt und der hat mir versprochen, dass er mir hier in Wien eine Stellung verschafft. So. Und gestern hat er mir geschrieben, ich soll ihn heute in diesem Caféhaus erwarten. Ja? Seine Großmama sucht eine Gesellschafterin, die Baronin Neudeck. Ah, das ist eine sehr feine, sehr vornehme Dame. Die hat da in der Brelowski? Das kann doch nur der junge Brelowski sein. Ja, natürlich. Kennst du ihn? Na, und ob ich den kenne? Also, Mitzel, vor diesem Herrn musst du dich sehr in Acht nehmen. Wenn der einem hübschen jungen Mädel eine Stellung verspricht und es nach Wien kommen lässt, hat er ganz andere Absichten. Das glaube ich nicht. Mir kannst du glauben, dass ein Wiener Früchterl ohne Beruf denkt nur an Frauen und Karten, lebt nur vom guten Namen des Herrn Papas. Das sind diese Existenzen, an denen unser Wien krankt. Also, Mitzel, du gehst jetzt auf die Bahn und fährst sofort nach Haus. Aber warum denn? Ich bin doch froh, dass ich endlich wieder in Wien bin. 5 Jahre lang war ich jetzt draußen am Land. Also, dann kannst du ja bleiben, aber die Stellung werde ich dir dann verschaffen. Wo bist du denn abgestiegen? Noch nirgends. Mein Koffer ist noch am Bahnhof. Also, auch das Zimmer werde ich dir besorgen. Da kommt er schon. Ach, da, schau her. Schau dir an. Um 9 Uhr früh im Frack. Wo hat er sich die ganze Nacht herumgetrieben? Karten hat er gespielt wahrscheinlich. Der feine Kavalier. Verzeihen Sie mir bitte, dass ich Sie warten ließ. Das macht gar nichts. Später, ja? Ja, gehen Sie schon. Also ich muss sagen, Sie sehen in der Stadt noch reizender aus als zu Hause. In Ihrem Dirndl. Herr Brombelowski, bitte, wollen Sie mir die Adresse der Baronin Neudeck geben, damit ich mich gleich bei ihr vorstellen kann? Oh, aber vor allem mit Sie. Es wäre noch nicht gleich schon am ersten Tag ans Arbeiten denken. Ja, warum denn nicht? Weil ich Ihnen zuerst Wien zeigen muss. Außerdem, meine Großmama weiß gar nicht, dass Sie schon da sind. Ich habe in einem kleinen Hotel ganz in der Nähe Ihres Palais ein reizendes Zimmer für Sie bestellt.
Danke schön, ich habe schon ein Zimmer. Was? Ja. Was, Sie haben schon ein Zimmer? Das ist aber schade. Und außerdem möchte ich unter allen Umständen heute noch meine Stellung antreten. Also bitte. Wenn Sie durchaus wollen. Josef, sagen Sie mal, wissen Sie vielleicht ein möbliertes Zimmer? Warum? Wollen Sie übersiedeln? Das ist ja nicht für mich, ist für die Kleine da drin. Ach so, für die Nichte. Ist ja gar nicht meine Nichte. Was ich, aber die Kassierin sagt, dass sie ihr Onkel angesprochen hat, ne? Ja, weil ich sie schon gekannt habe, wie sie noch so klein war. Ja. Das ist die Tochter von einem verstorbenen Kollegen von mir, ne? Denn mir brauchen Sie noch nicht zu entschuldigen. Ich entschuldige mich auch gar nicht. Ja, was reden Sie denn so viel? Wer redet denn schon? Das ist die Adresse. Danke. Ja, richtig. Noch eins, damit Sie im Bilde sind. Ich habe meiner Großmama natürlich nicht gesagt, dass sie die Tochter... Tut mir furchtbar leid, dass es gestern zu dieser Szene gekommen ist. Aber um den Skandal nicht noch größer zu machen, habe ich mit dem Kerl nicht anders abgerechnet. Wieso kommt dieser Mensch überhaupt dazu, die Vorschriften zu machen? Hm? Das sagen Sie doch nicht immer du zu mir. Ja, was ist denn los? Du bist ja ganz verändert. Nur weil dieser närrische Kellner gestern so großes Aufsehen gemacht hat? Er hat vielleicht ganz recht gehabt. Ich hätte nie mit Ihnen dorthin gehen dürfen. Ich wollte ja auch gar nicht. Ich habe mich nur von Ihnen überreden lassen. Fräulein Neuwirth, bitte bringen Sie uns noch ein paar Sandwiches. Bitte, Frau Baronin. Sie entschuldigen mich. Schade, du bist mit der Kleine noch nicht ganz einig. Es war alles in schönster Ordnung, aber im letzten Moment ist etwas dazwischen gekommen. Oh, das ist peinlich. Aber das kenne ich. Neulich ist auch im letzten Moment was dazwischen gekommen. Ich sag nur Rotes Kreuz. Danke. Ja? Was denn übrigens mit einem Wechsel? Wann ist denn der fällig? Nächste Woche. Du musst doch was unternehmen. Kannst du mit deiner Großmama reden? Das ist doch ganz aussichtslos. So, für die Frau spielen doch 12.000 Kronen keine Rolle. Der Schmuck, den sie trägt, ist doch allein das 20-fache wert. Dabei hat sie heute nicht einmal ihre Perlen an. Die liegen seit 10 Jahren da drin im See. Siehst du, ist doch direkt eine Sünde. Ist doch viel gescheiter, sie liegen im Versatzamt. Dann bist du mit einem Schlag aus dem Wasser. Bist du wahnsinnig? Willst du damit sagen, dass ich die Perlen stehlen soll? Stehlen? Wer redet von stehlen? Was du manchmal für Ausdrücke hast? Direkt katastrophal. Ausleihen sollst du sie dir. Und ja, der Großmama, ihr Vermögen gehört doch eines Tages dir noch. Solltest du zufällig einmal zu Geld kommen, kannst du sie ja schon früher zurückgeben. Die Idee ist nicht schlecht. Wer hat denn die Safe-Schlüssel? Die Kleine. Was, die Mietzi? Ja. Da ist er. Dann sei nicht blödsinnig und nimm dir die Perlen. Rasch, so eine Gelegenheit kommt nicht so bald wieder. Dann stell dich an die Tür. Gut, gut, aber sei nicht so aufgeregt. Nur immer nonchalant. Wenn jemand kommt, huste. Seitdem Sie nicht mehr im Kaffeehaus sind, fühle ich mich dort auch nicht mehr wohl. Und dem Holzer geht's gerade so. Übrigens, der will sein Geschäft aufgeben, weil ihm der Laden zu klein geworden ist. So? Mhm. Ja, wir zwei sind sehr traurig. Und der Pepperl, weil Sie nicht mehr da sind. Na, glauben Sie, ich bin vielleicht lustig, bin genauso traurig. Wenn ich mein Frack da hinten am Kleiderstock hängen sehe, da schauen Sie an, der Frack selber ist ja ganz traurig. Glauben Sie vielleicht, ich fühle mich da wohl in dieser Zivilistenkluft da. Ganz spinnen Sie mir da die Krawatten, ich kann das nicht. Ach, gern. Ich kann nur Kellnermarschen machen. Aber Sie sind doch nicht nur gekommen, um mich zu bedauern, ne? Sondern auch wegen der Mietze, hä? Wenn ich die Wahrheit sagen soll, ja. Wie geht's ihr denn? Das ist mir ganz wurscht, interessiert mich gar nicht. Aber mich umso mehr. Ach, es war ja recht schön. Aber ich bin doch froh, dass alle draußen sind. So, mein Kind, jetzt sperren Sie mir den ganzen Kram in mein Safe, damit ich in mein Bett komme. Und dann gehen Sie auch schön schlafen. Bitte schön, Frau Baronin. Ach, Gott.
da ist ja noch was. Warten Sie, Fräulein Neuwirth. Es kommt noch was dazu. So. Wo sind denn meine Perlen? Welche Perlen? Na, die in dem Etui. Ach so. Ja, die müssen da oben in diesem Fach sein. Da ist ja nicht drin. Aber ich hab's doch vorgestern noch in der Hand gehabt. Ich hab das Etui heute Abend noch gesehen, wie ich die Schmuckkassette herausgenommen habe. Also, das verstehe ich nicht. Ich bitte Frau Baronin, sofort die Polizei zu verständigen. Oh Gott, ich kann mir doch nicht gleich die Polizei ins Haus rufen. Ja, haben Sie denn den Schlüssel nicht immer bei sich? Selbstverständlich. Und bevor ich nach Hause gehe, gebe ich doch den Schlüssel immer der Frau Baronin. Das ist unerklärlich. Vielleicht habe ich das Taschel heute Abend einmal aus der Hand gegeben. Gut, heute Abend kann es nicht passiert sein. Bei mir verkehren doch schließlich keine Einbrecher. Jedenfalls bitte ich Frau Baronin, sofort unter allen Umständen die Anzeige zu machen. Denn schließlich bin doch ich einzig und allein für den Inhalt des Safes verantwortlich. Ja, aber wie soll man denn die Perlen zu Geld machen? Ganz einfach. Gehst morgen früh ins Versatzamt und die Geschichte hat sich gehoben. Wenn man nur nicht draufkommt. Wer soll denn draufkommen? Das heißt, mit nach Hause nehmen möchte ich sie lieber nicht. Weißt du was? Deponier doch das Packerl da drüben bei der Kassiererin. Was du glaubst? Ohne weiteres. Bitte. Frau Mathilde, bitte heben Sie mal das Packerl auf. Ich hole mir es morgen oder übermorgen ab. Ja, gerne, Herr von Billers. Dankeschön. Bitte. Seit wann sind Sie denn hier in Stellung? Seit dem 2. Dezember. Wurde Ihnen das Fräulein von irgendjemandem empfohlen? Von meinem Enkel. Er sagte, sie sei aus sehr gutem Hause. Ihr Vater war Oberstleutnant. Das ist nicht wahr. Mein Vater war nie Offizier. Sie haben es doch selbst behauptet. Weil ich Herrn von Brilowski nicht Lügen strafen wollte. Ja, was war denn dann Ihr Vater? Kellner. Wieso sind Sie denn dann auf die Idee gekommen, sich hier als Offizierstochter einzuführen? Ja, aber ich bin noch gar nicht auf diese Idee gekommen, sondern Herr von Brilowski. So. Den jungen Brilowski auf Schritt und Tritt scharf beobachten lassen, aber nicht verhaften. Denn wenn er es war, müssen wir zuerst draufkommen, wo er die Perlen versteckt hat. Und was geschieht mit der Kleinen? Die nehmen wir mit. Das ist doch ein Falschspieler. Wie können Sie so etwas behaupten? Aber natürlich, der Anton hat mir's ja gesagt. Der Diener von Jockey Club. Nun, umsonst sitzt der Kriminalkommissar Kastner nicht da. Der wartet doch nur auf den Brilowski. Und wenn der auf jemanden wartet, dann weiß auch warum. Bitte reden Sie doch nicht so laut. Wieso, du Ringelmurmeln? Es muss doch nicht jeder wissen, dass die Polizei im Haus ist. Ja, der hat bis jetzt wahrscheinlich noch keine Beweise, aber die werde ich ihm liefern. Denn das bin ich meinen Kollegen, den Ferdinand, schuldig. Sie? Warum nehmen Sie denn plötzlich den Ferdinand so in Schutz? Solange er da war, haben Sie nicht gestritten mit ihm. Weil ich ein Gerechtigkeitsfanatiker bin. Und weil den Ferdinand Unrecht geschehen ist. Und meine Frau, den hätten Sie nie wegen so einem Menschen wie diesen Brilowski hinauswerfen dürfen. Nie. Nie und nimmer. Nie. Machen Sie mir keine Vorwürfe. Ich weiß ganz gut, was ich tue. Sagen Sie, Josef, wie macht sich denn der neue Kellner, den ich statt dem Ferdinand aufgenommen habe? Der? Wenn der noch lang da ist, so kriege ich Herzleiden. Schauen Sie mal, wie der serviert. Ach, das ist nicht so. Ui! Entschuldigen. Na, sowas. Bitte, pardon. Was sagst du mir, Frau? Das mache ich schon seit 6 Uhr in der Früh mit. Ist so viel hin? Aber nein, noch gar nichts. Das ist ja das Nervenaufreibende. Man schaut ja... Na. Aber um eine Wahrheit beim Kopf erwischt. Na, das halte ich nicht aus. Ja, nicht. Na, wo hast du den Versatzamt? Keine Spur, ich kann noch gar nicht mehr hingehen. Warum denn nicht? Weil man hinter den Perlen her ist. Ja, wer denn? Na, wir, die Polizei. Du, lieber Gott. Na, das kommt von deinen guten Ideen. Man kann doch nicht ahnen, dass deine Großmutter, die sich 10 Jahre lang nicht um diese Perlen gekümmert hat, plötzlich in einem Safe herumstieren wird. Wie kommt sie überhaupt dazu? Ist sie wahnsinnig geworden? Bleibt dir nichts anderes übrig, als dass du die Perlen im Ausland an Privatpersonen versetzt. Du musst nach Rom oder nach Paris. Ich habe doch gar kein Geld für die Reise. Wir müssen schauen, dass wir hier ein Spielchen machen. Mathilde, bitte. Josef. Komm Sie mal her. Ich will Ihnen nur zeigen, was ich gewinne, wenn ich mir von Ihnen keinen Typ geben lasse, sondern nach meinem eigenen Kopf verspüre. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, das Maul tut mir schon weh. 800, 900, 1000, hundertfaches Geld hat der Ahmed B. gezahlt. Na, was sagen Sie jetzt? Jetzt stehen Sie da wie das Kind vorm Dreck.
Josef! Hallo. Bitte. Sagen Sie, Josef, können Sie uns so eine nette kleine Kartenpartie zusammenstellen? Ne? Ja, vielleicht sowas zu dritt, ne? Ja. Ja? Ja, ja, ich verstehe. Du, ich denke mir noch, wer da ist. Würden die Herren vielleicht mit dem Herrn Stangl-Berger auch spielen? Aber natürlich. Ja, sehr gerne. Bitte, dann geh nur hinein ins Spielzimmer und schick ihn gleich. Ja, wunderbar. Ja, Kastner. Was denn? Jetzt ist er in meiner Gassen. Wer? Jetzt, der Brailowski. Und jetzt liefere ich Ihnen einen Grund, dass Sie ihn sofort verhaften können. Enderl, mischen Sie sich nicht in Sachen, die Sie nichts angehen. Schauen Sie hinein, du, Herr Kastner. Schauen Sie mal hinein ins Spiel. Schauen Sie hinein ins Spiel. Schauen Sie, und du können Sie ihn ungestört beobachten, ohne dass er das Geringste bemerkt. Aber das interessiert mich gar nicht. Los, aber so ein Vorspieler wie den haben Sie überhaupt noch nicht gesehen. Herr Stangl-Berger? Schauen Sie, ich habe Ihnen schon so oft eine Gefälligkeit erwiesen, jetzt müssen Sie mir Revanche geben. Tut mir leid, bohren kann ich noch nichts. Nein, nein, Sie sollen ein bisschen Karten spielen mit den zwei Vorspielern da. Sagen Sie, sind Sie besoffen? Ich soll mit zwei Vorspielern Karten spielen? Passiert Ihnen ja nichts. Der Kriminalkommissär und ich, wir sind ja da. Wir passen schon auf. Wir wollen ja diese beiden Verbrecher überführen. Ja, aber nicht mit meinem Geld, ja? Kriegst du zurück, schauen Sie, der wird doch sofort verhaftet. Wo ist denn der Kriminalkommissär? Der sitzt dort, der sitzt dort. Der Dicke, wissen Sie, mit stechendem Blick. Wo denn? Na ja, jetzt sticht er nach vorne, der mit den kurzen Haaren. Der? Der. Ist der ein guter Kriminalist? Der ist wunderbar, der ist wohl der zweite Sherlock Holmes. Holmes. Kommen Sie. Das erste Mal in meinem Leben habe ich ein Geld in der Brieftasche, soll ich mich mit zwei Vollspielern hinsetzen und kurz. Schauen Sie, Mauergefälligkeit, einmal müssen Sie Mauergefälligkeit. Kommen Sie. Schauen Sie, und machen Sie nicht so ein verbittertes Gesicht. Lächeln Sie. Und wenn Sie den Anfang verlieren, kriegen Sie ja wieder zurück. Nichts von wem? Schwirren Sie. Bitte. Herr Landes, Ihren Bekannten, Herr Stangl-Berger, Baffin, Seife, Herr von Brailowski, Baron Freidenberg. Also, ich wollte Karten. Bitte nehmen Sie Platz. Also, was spielen Sie am liebsten, Herr Stangl-Berger? Grammophon. Alles gut. Nachdem da keine Leute sind, da bin ich schon eher für Baccarat. Bravo, bravo. Bitte? Sind die Karten? Herrschaften springen wahrscheinlich Hassad. Josef, das ist ja ein Hellseher. Josef! Bleiben Sie in der Nähe, ja? Könnt vielleicht eine Eierspeis brauchen oder ein Gulasch. Ja. Josef, bringen Sie Chetons. Aber wir spielen doch mit Bargeld. Natürlich. Bargeld. Sie spielen nur mit Bargeld, Sie verstehen. Josef! Sie spielen schon. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass mich das nicht interessiert. Schauen Sie, bitte. Schauen Sie so in den Spiegel hinein, Herr Kasten, ich bitte. Jetzt passen Sie auf. Haben Sie es gesehen? Was denn? Die Wohntüte geschlagen. So hat er gemacht. So blöd. Acht. Nein. Verschieden ist notiert, was ich gerne mit der Gegenfrau besprechen möchte. Nämlich, seit die Gegenfrau nicht mehr bei mir, sondern immer da drüben beim Josef frühstücken, habe ich ja so wenig Gelegenheit, mit der Gegenfrau zu reden. Und da habe ich mir so... Also, schießen Sie los. Bitte schön. Also erstens einmal, Gegenfrau, brauchen wir zu den Feiertagen brauchen wir mehr Semmeln. Mehr Semmeln. Noch etwas? Jawohl. Bei den Schachfiguren, da fehlt der schwarzen König in der Kopf. Und da möchte ich Ihnen, Frau, fragen, ob Ihnen, Frau, neue Schachfiguren kaufen wollen. Oder soll ich, wenn ein Gast ein Schachspiel verlangt, einfach nichts hören? Oder? Selbstverständlich werde ich neue Figuren kaufen. Neue Figuren? Ja, was ich noch sagen wollte, Ferdinand. Heute waren auf meinem Frühstückstisch keine Blumen. Ah, das ist aber merkwürdig. Na, vielleicht hat es die Frau mit dem Blumenspender verscherzt. Ich glaube eher, Sie sind schuld daran. Sie haben sicher wieder den Herrn von Brailowski schlecht behandelt. Und er war schon seit zwei Tagen nicht im Café aus. Erstens einmal, Frau, habe ich Herrn von Brailowski überhaupt nicht behandelt. Und zweitens hat er heute Vormittag ein Geschenk geschickt. Wo wäre denn das? Na, da steht es doch bitte. Na, das ist ja entzückend. Also, Frau, das verstehe ich wirklich nicht, was Sie an diesem Herrn von Brailowski da gefressen haben. Pardon, wollte natürlich sagen, gegessen haben. Das ist doch kein Mann für Sie. Jetzt fangen Sie schon wieder an. Aber die Frau, es sind doch andere Männer da, für die Sie das Höchste bedeuten, für die Sie alles sind. Einmal muss es doch schließlich heraus. Ich glaube, es ist Zeit, dass Sie nach Haus gehen. Nein, die Frau, diesmal müssen Sie mich anhören. Ich will aber nichts hören. Aber ich muss Ihnen doch sagen. Sie sollen mir aber nichts sagen. Doch. Frau, ich liebe Sie doch schon seit Jahren. Wissen Sie denn das nicht? Ferdinand,
einen verstorbenen Mann gekannt. Jawohl. Das war doch ein gescheiter Mensch. Und ob das ein gescheiter Mensch war. Darum hat er den 675.000 Wiener Mädeln gerade sie herausgeschickt, ne? Na, sehen Sie. Und dieser Mann hat immer gesagt, wenn ich einmal nicht mehr bin, Christel, hat er gesagt, und du denkst daran, dich wieder einmal zu verheiraten, hat er gesagt, dann alles nur keinen Kellner. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Denn wenn diesem Kellner der Frack noch so gut steht, und wenn dieser Kellner noch so Liebe und Treue aufmacht, hat das im Grunde ja doch nur auf dein Kaffee aus abgesehen. Sehr geehrte Frau Lechner, ich bitte Sie höflichst, meinen Heiratsantrag vom... Wie viel haben wir denn heute? Richtig, vom 24. Mein Heiratsantrag vom 24. Dezember als gegenstandslos zu betrachten. Denn wenn Sie eine solche, derartige Meinung von mir haben, dann bitte schön heiraten Sie meinetwegen den Herrn von Brilowski. Ich habe mit Ihnen nichts Privates mehr zu reden. Einverstanden. Denn dass mein Mann recht gehabt hat, beweist ja, dass Sie mir einen Heiratsantrag machen und dabei eine Nichte haben, die gar keine Nichte ist und die Sie in Ihrem Haus einquartiert haben. Haben Frau Schäffi notiert, dass wir mehr Semmeln brauchen zu den Feiertagen? Oder wollen Sie vielleicht leugnen, dass Sie in Ihrem Haus eine Wohnung für das Mädel genommen haben? Haben Frau Schäffi notiert, dass die schwarze Königin ihren Kopf verloren hat? Antworten Sie, wenn ich Sie etwas frage! Wenn diese Frage geschäftlicher Natur ist, sehr gerne, das ist meine Pflicht. Wenn sie aber privater Natur ist, dann geht sie da herein und da wieder heraus. So, Bücher. Habe ich Sie erschreckt? Ja. Dann verzeihen Sie mir. Und auch, dass ich Ihnen vorige Woche im letzten Augenblick absagen musste. Es tat mir furchtbar leid. Mir auch. Sie haben den Safe-Schlüssel? Mhm. Also ich muss sagen, meine Großmama hat noch zu niemandem so viel Vertrauen gehabt. Sie hat es ja sicher auch nur, weil ich durch Sie ins Haus gekommen bin. Aber Sie sollten wirklich nicht so oft heraufkommen. Der Frau Baronin fällt es schon auf, dass Sie nur meinetwegen kommen. Ja, dann sagen Sie mir schnell, ob ich Sie heute Abend treffen kann und ich verschwinde. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich frei bin. Was ist Kartengeld? 2,50. 2,50. Was ist Billard markiert? 3,20. 3,20. Und der Bogen macht? 2,35. 40. 2,50. Ich danke Ihnen. Ja. Ach, Herr von Brilowski. Ich muss Ihnen noch für das schöne Weihnachtsgeschenk danken. Oh, Sie beschämen mich nicht. Wollen Sie nicht ein bisschen Platz nehmen bei mir? Na, wie viele solche Bonbonieren haben Sie denn verschenkt? Nur eine einzige, und zwar Ihre. Also, wenn ich Ihnen alles glaube, das glaube ich Ihnen nicht. Ha? Und warum nicht? Weil ich Sie kenne. Das stimmt doch gar nicht, Frau Christine. Wir sehen uns hier und da im Kaffeehaus und plaudern einige Worte miteinander. Das ist aber auch alles. Schenken Sie mir doch einmal einen Abend, ja? Damit wir uns ein bisschen aussprechen können. Damit Sie mich auch näher kennenlernen. Aber ich habe doch keine Zeit. Doch. Wir gehen zuerst in die Oper und dann ins Grand Hotel soupieren und dann... Ein Martell, ja? Also, Frau Christine, bitte einen Abend, ja? Lauf! Hören Sie, Ferdinand. Bitte schön, Frau. Ich bin heute Abend nicht da. Ich gehe in die Oper. Ah. Caruso singt. So. Passen Sie aufs Geschäft auf, ja? Und schauen Sie, dass alles in Ordnung ist. Jawohl, Frau. Christiane. Christiane, Frau. Christiane, Frau. In die Oper? Aber wie ein Pfau. Da ist der Mokka. Ja, aber so eine Mokka bekommst du bei euch da drüben nicht im Grand Hotel. Drum trinke ich ihn ja da. Servus, Karl. Servus. Servus. Na, was gibt's nächstes bei euch drin im Grand Hotel? Chef, geht gut. Ja, ja, also, ich muss wieder gehen, wir haben zu tun. Lass der Frosche grüßen. Servus. Sagen Sie, ist der Herr von Brilowski da? Herr von Brilowski war heute Nachmittag da. Ob er wiederkommt, weiß ich nicht. Aha. Danke. Bitte sehr. Der kommt heute bestimmt nicht. Wieso nicht? Ich glaube, der hat schon wieder etwas Neues. Was? Er hat bei uns das Fünfer separé bestellt. Was? Für heute? Ja, für jetzt. 10:30 Uhr nach dem Theater. Also, servus. Wir gehen abends in die Oper und dann ins Grand Hotel Sophia. Ja, dann... ja, bitte schön. Aufschnitt, ein Wermuttisch, alle braun und zwei Brot. Schenken Sie mir doch einen Abend, Frau Christine, damit wir uns aussprechen können, damit wir uns näher kennenlernen. 3,20,
Moment, Sie haben ja zu viel herausgegeben. Ach so, ja. Entschuldigen Sie schon. Die Blumen sind sogar bestimmt von Herrn von Brelowski. Ben simplicissimus. Halb elf nach dem Theater. Josef! Ja? Ich muss auf einen Augenblick weg. Mach's auch noch bei mir. Was war denn das? Sie können doch nicht mitten in der Geschäfts... Ferdinand! Was wollen denn Sie hier? Das werde ich Ihnen gleich sagen, Sie. Und Ihnen auch, Frau Lechner. Herr Ober! Herr Ober! Deswegen bist du nach Wien gekommen? Damit keine Missverständnisse entstehen. Diese Ohrfeige habe ich dir gegeben. Im Namen deines verstorbenen Vaters. Jetzt kommst du nach Haus. Herr Ober, bitte schön. Zwei Cognac. Herr Ober, warum bedienen Sie denn hier, Herr Rüben? Wo ist denn der Ferdinand? Aber der Fongerin, das ist mitten in der Arbeit, also der Fongerin, das sollte nicht ganz allein das spielen. Also nicht einmal ins Theater kann man gehen, schon ist der Teufel los. Wohin ist er denn gelaufen? Ich weiß schon nicht, Frau. Wir tun schon so die Füße wie... Ja, ja! Bitte mit der Limonade. Bitte, hier ist der Stockblut. Die Prinzessin. Oh, bitte, ich habe nur zwei Hände. Ja, das ist ja wie ein Irrenhaus. So, und jetzt bleibst du hier. Und morgen gehst du nicht mehr zurück zur Frau Baron Neudeck. Entweder du nimmst die Stellung an, die ich dir beim Herrn Holzer verschaffen wollte, oder du fährst sofort zurück zu deiner Mutter. Das habe ich aber genug. Ich tue das, was mir passt. Ich bin schließlich kein kleines Kind mehr und dir keine Rechenschaft schuldig. Ach so, na schön. Bitte, dann mach, was du willst. Du wirst ja sehen, wie weit du es bringen wirst. Josef, noch eine Kapitel. Keine Kapo, bitte, eine schade Frau. Was sofort, bitte. Ja, ich bitte. Sie sollen zu der gnädigen Frau kommen. Der Geschäftsführer von Frankfurt war da. Sie weiß alles. Ja? Die Frau hat mich rufen lassen. Da ist Ihr Lohn. Rechnen Sie gleich mit dem Josef ab. Aber Frau, ich weiß doch, dass ich einen Fehler gemacht habe. Aber was soll man denn machen, wenn das Blut zu Kopf steigt und wenn man... Vor Eifersucht deppert wird. Aber ein eifersüchtiger Kenner, der noch dazu glaubt, dass ich mit einem fremden Menschen in ein Separé gehe, hat in meinem Hause nichts zu suchen. Ab morgen brauchen Sie nicht mehr zu kommen. Ja, was ist? Da sind Sie wirklich entlassen? Jawohl. Ja, warum denn, um Gottes Willen? Was ist denn vorgefallen? Das ist ja wurscht. Also, sehr schöne Femme. Schau mal lieber, dass wir fertig werden mit der Abrechnung. Ja, ja, das ist schon in Ordnung. Das ist ja, um eins möchte ich Sie bitten, Josef, dass Sie sich um meine Stammgäste kümmern, wenn ich nicht mehr da bin. Ja, ja, natürlich. Dass der Helversberger nicht zu viel und nicht zu wenig Haut auf seinen Kaffee kriegt. Dass der Holzer vor seinem Frühstück die Virginia und das Dogbert auf den Tisch bekommt. Und dass sein Hund, der Pepper, täglich die lauwarme Milch kriegt. Mit die Semmelbrecherin. Mit die ja, und was uns zwei beide betrifft, nicht wahr? Wir haben zwar öfter miteinander gestritten, nicht wahr? Aber gestritten kann man nicht sagen. Na ja, es war nein, schon es waren so, Differenzen. Schauen Sie, es gibt immer Differenzen, nicht wahr? Es waren mehr oder weniger auf moralischer Basis. Na ja, aber auf jeden Fall, also, nichts für ungut, nicht wahr? Also, es geht gut. Können Sie das gut gehen? Dankeschön, ebenfalls. Sehr leid, das weggehen, Ferdinand. Sehr ja, leid, kann man sagen. Kann man nichts machen. Servus, Josef. Servus, grüß Gott, servus.
Die war das immer gerade geirrt. Krieg ich aber. Ist nicht gerecht. Nehmen Sie sind. Das ist mir ein Rätsel. Ich pass auf wie ein Polizeihund, aber kaum dreht mich um, bums, ist ein Buschen da. Ferdinand. Bitte sehr, gnädige Frau. Schön. War der Herr von Brilowski heute schon da? Es ist möglich, dass er schon da war. Es ist auch möglich, dass er noch nicht da war. Was heißt, es ist möglich? Sie haben doch Augen im Kopf, nicht? Das schon. Aber meine Augen haben auch noch etwas anderes zu tun, als aufzupassen, ob der Herr von Brilowski kommt oder nicht kommt. Ja, in was für einem Ton reden denn Sie mit mir? Gehe Frau, wie man in einen Wald hineinruft, so schallt es eben zurück. Bei einem Kellner ist das genauso. Auch ein Kellner ist nur eine Kreatur Gottes, nicht wahr? Also, da hört sich doch alles auf. Gratuliere, Herr Ferdinand, jetzt haben Sie es einmal ordentlich gegeben. Ich werde dir auch gleich was geben, du Lasper, du Grauper. Da geht die Arbeit los, gehen wir. Ich weiß auch nicht, was in den Menschen hineingefahren ist. Einen Zorn hat er, weil mir der Herr von Brilowski jeden Tag Blumen schickt. Ja, Frau, bitte, darf ich etwas sagen? Nein. Ich möchte nur sagen, dass es mir aufgefallen ist in letzter Zeit, dass der Ferdinand so bedrückt ist. Er muss irgendeinen Kummer haben. Denn einmal... Da gibt er die Zeitung verkehrt hinein in den Rahmen, dass der Kopf unten ist. Das andere Mal macht er ein Piccolo, die bittersten Vorwürfe, dass er zu langsam wächst. Also es ist, muss so eine innere Unruhe in ihm sein. Unruhe. Ich sehe schon, ich muss wieder einmal mit einem Donnerwetter dreinfahren, das nur so kracht. Ich meine, gut, der weibliche Dreinfahrer, das ist ja für die Katz. Ein Mann gehört her. Die Frau müssten wieder ans Heiraten denken. Ich zum Beispiel. Ich würde dreinfahren wie ein eiserner Besen. Sie? Ja, natürlich, der Altersunterschied, aber ich meine, es müsste keine ausgesprochene Liebesheirat sein. Sagen Sie... Ich meine, Sympathie natürlich müsste schon vorhanden. Sagen Sie, Josef, sind Sie verrückt geworden? Ja, bitte, es gibt ja auch eine Vernunftsehe. Meine Frau, ich würde sie auf Händen tragen. Warum kriegst du einen roten Kopf? Gar keinen Kopf. Eine Stütze? Ach, ich brauche keine Stütze. Der Herr im Haus bin und bleibe ich. Und wer mir nicht passt, dem werde ich schon Flügel machen. Abservieren. Anna, pass auf. Sag der Großmutter, von morgen an keine Blumen mehr. Überhaupt nicht mehr? Ja, das weiß ich nicht so genau. Jedenfalls einige Tage Pause, ja? Servus. Servus, Eva. Servus. Aber, du bist schon fertig? Da können wir ja gleich losgehen. Ja, wohin denn? Nein, den Jockey-Club. Da sind nämlich heute ein paar ganz große Spieler drüben, von auswärts. Der Lansky, der Bedani, der Xander Launsdorf. Nein, ich habe heute keine Zeit mehr. Ja, weiß Gott, wollen wir wieder solche Leute zusammenkriegen? Morgen ist der heilige Abend, nach den Feiertagen fahren alle weg. Da können wir doch gerade heute so schön ausprobieren, ob... Na, weißt schon, was ich meine, oder? Ist ja gut, aber ich habe heute ein Rendezvous mit dem kleinen Mädel vom Land. Das kannst du doch absagen. Ich soll sie doch schon um 8 Uhr treffen und die Kleine hat sich sicher sehr auf den heutigen Abend gefreut. Ich weiß nicht, was dir wichtiger ist. Das Mädel oder der Wechsel? 200. Die 200 und 400. Die 400 und 800 sind 12. Die 800 und 1600. Na schön. Ich hab 4 Buben. Flash. Merkwürdig. Wirklich merkwürdig. Was ich heute für ein Schwein hab, fang an, mich vor mir selber zu genieren. Wer gibt denn jetzt? Ich. Ich eröffne mit 200. Ja, also diesmal habe ich nichts. Bitte. 200 und 400. Habe ich mir gedacht. Interessant. Hab ich nichts, hat er was. Zwei bitte. Wirklich toll heuer. Ja, was hast du denn, Mitzel? Heute früh war es noch so lustig und fidel und jetzt sitzt du da und machst das Schnupfen. Ist dir was passiert? Nein. Soll denn passiert sein? Herr Ober. Sofort, meine Gäste. Ich kann jetzt nicht bei dir bleiben. Du musst öfter was bestellen, damit wir miteinander plaudern können, ja? Gut. Sehr, meine Gäste. Ein Sardinenbrot, aber nicht zu dick. Nein, in Schere. Ein Sardinenbrot, ganz dünn geschnitten. Ein Glas Schere, bitte sehr. Herr Ober. Meine Gäste, bitte schön. Bitte das Tagblatt. Das Tagblatt, bitte sehr. Verzeihen Sie, liebes Fräulein. Darf ich Ihnen vielleicht mein Tagblatt zur Verfügung stellen? Bitte. Dankeschön. Oh, bitte sehr. Bitte. Hier, meine Gäste. Du musst doch etwas bestellen, was du noch nicht hast. Ein bisschen nachdenken, oder?
bitte sehr? Einen Zuckerstreuer. Einen was? Einen Zuckerstreuer. Ach so, ein Zuckerstreuer. Ah, ja, bitte sehr. Einen Zuckerstreuer, bitte. Wozu braucht denn Ihre Nichte einen Zuckerstreuer, wenn sie ohnehin einen hat? Sie hat doch keinen. Verzeihen Sie, gehen Sie vor allem. Darf ich Ihnen vielleicht meinen Zuckerstreuer zur Verfügung stellen? Dankeschön. Bitte sehr. Oh, entschuldigen. Das ist auch mein Zuckerstreuer. Verzeihen Sie vielmals. So, meine Gnädigste, da hätten. Jetzt hätten wir drei Zuckerstreuer. Na, jetzt hätte ich die Bescherung. Wie ist denn das passiert überhaupt? Naja, wenn der Herr von Nebenmann so galant ist. So, der Herr von Nebenmann. Sag mal, Mitzel, für wen hast du dich denn heute Abend so schön gemacht? Hm? Ich wollte zuerst ins Theater gehen und dann habe ich keine Karte mehr bekommen. Ah, deswegen bist du so traurig. Sagen Sie mal, Herr Seidel, Sie haben mir doch für heute Abend für Ihre Premiere in Stabare eine Karte versprochen. Ja, nicht wahr? Ja. Mitzel, das ist nämlich der berühmte Herr Seidel, der die vielen schönen Lieder komponiert. Herr Seidel, würden Sie vielleicht so liebenswürdig sein und würden Sie vielleicht dem Fräulein Neuwirth diese eine Karte überlassen? Ja, mit dem größten Vergnügen. Ja? Ist ja lieb, aber das kann er doch nicht annehmen. Warum denn nicht? Das Fräulein Reh, sie liebt den Franzl und der Franzl die Marie. Doch die Marie, die liebt den Gustl und dem Gasthaus Winterwig. Erst waren sie alle vier sehr glücklich, doch dann kam die Mischkulanz. Gerade wie der Gusto die Marie küsst, sieht die Resi und der Franz. Ja, das sind heute viele Geschichten, die tagtäglich bei uns hier passieren. Weil die süßen Wiener Mädel ihre Herzen zu schnell verlieren. Denn sie können so schwer Nein sagen und sie küssen so viel gern. Ja, das sind heut Wiener Geschichten, schon uralt und stets modern. Ja, das sind heut Wiener Geschichten, die tagtäglich bei uns hier passieren, weil die süßen Wiener Mädel ihre Herzen zu schnell verlieren. Denn sie können so schwer Nein sagen und sie küssen so viel gern. Ja, das sind heut Wiener Geschichten, schon uralt und stets modern. Schau ich voll? Ich auch. Achso, und? Jetzt habe ich aber genug. Ich muss auch schon zur Frauenfeld. Was habe ich zu bezahlen? Ich habe nichts gewonnen und nichts verloren. Ich bekomme 800 Kronen. Ja, und ich 3200. Das sind zusammen 4000. Einen Augenblick, ich schreibe einen Scheck. Fräulein Mitzel, hoffentlich haben Sie sich heute Abend nicht zu sehr gelangweilt. Ach, wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe ja viel schärfere Augen wie der Onkel Ferdinand. Glauben Sie, ich habe das nicht bemerkt, dass das mit dem ausverkauften Theater nur eine Ausrede ist? Und dass Sie ganz etwas anderes vorgehabt haben und dass ich eigentlich nur ein Lückenbüßer bin. Aber das macht nichts. Für mich war der heutige Abend jedenfalls wunderschön. Doch nur für Sie gespielt und gesungen. Ja, das habe ich gemerkt. Ich habe mich auch wirklich nicht gelangweilt. Ganz im Gegenteil, es war reizend. Das Lied von Ihnen. Ah, Sie sind schon zu Hause? Mhm. Also wenn Sie wieder einmal einen Lückenbüßer brauchen oder wenn Sie wirklich einmal einen Abend frei haben, dann denken Sie bitte an mich, ja? Gut. Ja, aber ich weiß doch nicht einmal, wo Sie wohnen. Im Kaffeehaus. Was heißt das? Na ja, da bin ich doch den ganzen Tag. Dort arbeite ich, dort esse ich. Manchmal schlafe ich auch dort. Also schön. Wenn ich einmal Zeit habe, komme ich wieder hin. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war wirklich merkwürdig. Immer haben wir zwei die guten Karten gehabt. Tatsächlich, es war mir direkt schon unangenehm, dass der Lanz doch so viel Pech hatte. So, meine Herren, zwei. Servus, Ferdi. Grüß dich. Einen Augenblick. Was ist denn los? Anton, bringen Sie die beiden Schecks dem Clubsekretär und sagen Sie ihm, die Herren lassen ersuchen, er möchte sie in Ihrem Namen dem Roten Kreuz überweisen. Bist du wahnsinnig geworden? Weiß nicht, ich verstehe mal, Rotes Kreuz? Ist gut, Anton, Sie können gehen. Außerdem möchte ich euch bitten, in Zukunft nicht mehr heraufzukommen. Ja, dafür bist du mir eine Erklärung schuldig. Ja, mir auch. Du hast nicht viel zu erklären. Im Jockey Club ist nämlich bis heute nie falsch gespielt worden. Ja, was erlaubst du dir denn? Das ist doch wirklich sehr bitten. Adieu.
Sehr peinlich. So bitte, Herr Hofers, den Häusern zumachen, damit sich nichts verkühlen. Und ich wünsche fröhliche Weihnachten. Recht, recht fröhliche Weihnachten. Danke Ihnen, Josef. Ich habe leider kein kleines Geld bei mir. Bitte, bitte, Herr Hofer, das spielt doch keine Rolle. Ich gratuliere Ihnen sowieso noch einmal ganz ausführlich zum neuen Jahr mit Kalender. Und zu lebenswürdig. Rudi, sind noch Gäste da? Nein. Dann kommt eine herein. Jawohl. Herr Josef, Herr Ferdinand. Ja, also Kinder, ich wünsche euch recht, recht frohe Weihnachten. Und ich hoffe, dass wir alle noch viele Jahre beisammen bleiben. Na, und wenn ich hier und da ein bisschen grob war, dürfte mir das nicht übel nehmen. Als alleinstehende Frau hat man es ja wirklich nicht leicht mit euch. Bagage. Aber ihr wisst ganz gut, dass ich euch alle sehr gern habe. So, und da ist für jeden von euch eine Kleinigkeit. Hoffentlich habt ihr auch Freude damit. Josef, Sie sind doch so ein Pferdenah. Das ist für die Wohnung. Geht mir? Dankeschön, Christian. Das ist aber sehr lieb. Das freut mich aber. Das schaut aus wie der Bücherwurm, nicht? Und Sie, Ferdinand, sind doch ein starker Raucher. Ja, danke schön, Frau. Schön, wunderschön. Und die Uhr gehört dir, damit du nicht immer zu spät ins Geschäft kommst. Lausbub. Dankeschön, Frau Christian. Dankeschön. Und das ist für euch. Dankeschön, die Frau. Danke, danke vielmals. Danke. So, und jetzt macht Finst im Lokal und geht nach Haus. Dann kommt mir noch die Polizei auf dem Haus. Schönen Abend, Frau. Fröhliche Weihnachten, Frau. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Wollen Sie noch etwas von mir, Ferdinand? Jawohl, die Frau. Ich wollte nämlich, das heißt, ich habe mir da eines Kellners sind. Warum denn nicht? Ja, so alte Aristokratinnen haben immer gewisse Vorurteile. Ich habe ja gesagt, dass Ihr Vater Oberstleutnant war. Ich kann mich doch nicht mit einer Lüge einführen. Oh, das ist doch keine Lüge. Nur so eine kleine Retusche. Trotzdem. Aber vor allem mit Sie. Sie können mich doch jetzt nicht lügen strafen, hm? Sie werden sich in Wien überhaupt ein bisschen umstellen müssen. Ich glaube eher, dass Sie sich ein bisschen umstellen müssen. So. Ich bin nämlich nach Wien gekommen, um zu arbeiten und nicht, um mich zu unterhalten. Ich meine nicht, um mich nur zu unterhalten. Na schön, aber darüber reden wir noch, ja? Verzeihen Sie, Herr von Brilowski. Ja? Darf ich Sie etwas fragen? Ja, ja. Wohin geht denn das Mädel jetzt? Was geht denn Sie das an? Nimmt sie die Stellung an bei Ihrer Frau Großmama, bei der Baron von Neideck? Hat sie Ihnen das erzählt? Kennen Sie denn das Fräulein? Ich kenne das Fräulein sogar sehr gut. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, Herr von Brilowski. Ist ein anständiges Mädel. Und ist auf Ihre Karte hin in guten Glauben nach Wien. Sie, was fällt Ihnen denn ein? Sind Sie der Vormund von dem Mädel? Nein, das bin ich nicht. Na also, meine auch nicht. Also mischen Sie sich nicht in meine Angelegenheiten, verstehen Sie? Servus. Servus, Egon, grüß dich. Na, was ist los? Gehst du zu einer Hochzeit? Warum? Na, weil du so befragt bist. Ach, kommen wir zum Jockey-Club. Was habt ihr bis jetzt gespielt? Mhm. Einen Martell, ja. Und was hat dich der Spaß gekostet? 12.000. Ausbezahlt? Ich muss gleich einen Sprung zu meinem alten Herrn machen. Der wird eine schöne Freude haben. Übrigens, wer war denn die Kleine da? Hm? Die habe ich auf unserer Jagd kennengelernt. Salz. Zaubern, wirklich. Also, sag mal, wie machst du das eigentlich? Mit der Susi vom Theater an der Wien hast du eine Gspusi. Mit der Anni Schuster hast du ein Bandscherl. Und auf die Besitzerin von dem Kaffeehaus, da hast du schon seit Wochen ein Flugerl. Ja, richtig, der hat noch gar nicht da. Herr Josef, die gnädige Frau kommt. Die Frau kommt. Die Frau kommt. Ferdinand. Die Frau kommt. Das Frühstück, gnädige Frau. Jawohl. Gibt die Angel, Frau. Gut. Moin. Gibt die Angel, Frau. Moin. Da hast du die Küche.
Und das kommt ins Büro. Ins Büro, darf ich einen Schlüssel bitten? Hier. Die Frau haben Sie vielleicht. Oh, Herr von Brilowski. Heute schon so früh? Ja, ausnahmsweise. Sie sehen heute wieder bezaubernd aus. Vielleicht, weil ich mich freue, dass ein schöner Tag ist. Heute müsste es im Prater herrlich sein. Ja, darf ich Sie heute Nachmittag abholen? Zu einer kleinen Spazierfahrt in die Hauptallee? Aber ich muss mich doch um mein Geschäft kümmern. Aber das läuft doch von selber. Oh, das glaubt man nur. Na dann vielleicht ein anderes Mal? Ja, darüber können wir reden. Wiedersehen. Na, was gibt's Neues? Oh, eigentlich nichts Besonderes, ne, Frau. Keine Beschwerden? Na doch. Herr Helmersberger hat natürlich wieder geschimpft, weil zu wenig Haut auf seinen Kaffee drauf war. Einmal beschwert er sich, dass er zu wenig Haut bekommt, dann beschwert er sich, dass er zu viel Haut bekommt. Morgen kriegt er überhaupt keinen. Ganz richtig, ne, Frau. Strafe muss sein. Was bringst du daher, der dumme Puck? Du weißt doch, die junge Frau isst nur gern helle Kipferl mit braunen Zipferl. Schau, dass du da kommst. Was? Schon wieder Blumen für mich? Ja, merkwürdig, nicht? Immer stehen Blumen auf dem Tisch. Und so ganz anonym. Also von wem können die nur sein? Ja, junge Frau, das weiß man bei anonymen Blumen nie. Was schaust du denn, der abgestochene Gasbock? Junge Frau, ich habe sie nur bewundert. Die neue Frisur, die ist wirklich entzückend. Seit wann fällt Ihnen denn meine Frisur auf? Junge Frau, schon seit 2 Jahren. Schon damals, wie Sie die Frisur gehabt haben, den Scheitel da rechts und die Wuckerl da und die Franzen da vorne. Sind Sie ein Friseur oder ein Kellner? Ein Kellner hat so etwas gar nicht zu bemerken. Bitte schön, junge Frau, da werde ich es eben nicht mehr bemerken. Wie kann ich Ihre Frau befehlen? Also deswegen müssen Sie doch nicht gleich so ein Gesicht machen. Ich mach gar kein Gesicht. Ich hab's doch gar nicht so bös gemeint. Was suchst du denn da? Helle Kipferl mit braune Zipferl. Also von wem können die Blumen das sein? Tja, von wem? Wer war denn heute schon da? Heute war schon da, der Herr Stangelberger war da. Na, von dem können es nicht sein. Dann war da seine Exzellenz, der Herr Graf Riedel von Steinbach. Von dem auch nicht. Dann war da der Herr... Der Herr von Brilowski war auch da. Richtig, der war ja auch da. Also von dem sind die Blumen ganz bestimmt nicht. Wieso können Sie das sagen? Schau, dass du weiterkommst, du blöder Bub, du. Die sind sogar bestimmt von Herrn von Brilowski. So. Überhaupt Ferdinand? Ja. Es fällt mir schon lang auf, dass Sie den Herrn von Brilowski immer so schlecht behandeln. Tja, ich kann jenen Herrn eben nicht schmecken, gnädige Frau. Nie bringen Sie ihm die Zeitung, die er haben will. Nie ist sein Stammtisch frei. Nie ist sein Kaffee warm. Ich glaube, den stellen Sie extrem auf dem Eiskasten. Am liebsten möchte ich den ganzen Brilowski auf dem Eiskasten setzen. Ich wünsche, dass Sie ihn mit größter Aufmerksamkeit bedienen. Ihnen zum Beispiel ist es noch nie eingefallen, mir einen Blumenstrauß. Denke gar nicht daran, deinen Leichtsinn weiter zu unterstützen. Ja, aber Spielschulden muss man doch bezahlen. Schließlich handelt es sich um den Namen Brilowski. Ja, stimmt. Umso mehr Rücksicht müsstest du auf diesen Namen nehmen. Denn du wirst ihn ja jedenfalls länger tragen als ich. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man so ein Nichtstuerleben führen kann. Ja, weil ich eben noch keine standesgemäße Stellung gefunden habe. Standesgemäß? Soll ich Versicherungsagent werden oder Kommis? Arbeiten sollst du. Irgendetwas. Vor jedem Versicherungsagenten, vor jedem Kommis habe ich 1000-mal mehr Achtung, wie vor einem Tagtipp, wie du einer bist. Papa. Bitte verlass mein Zimmer. Ja, Herr Hofrat. Wo ist die gnädige Frau? Sie Arme haben mir schon wieder kein Wasser. Nein, es geht wieder mit dem Sohn. Wo ist denn der Josef? Wie bitte wer? Wo der Josef ist. Und was zahlt denn die für Schnelder? Was soll sie zahlen? Sie müssen mir noch zahlen, die 20 Kronen, die sie verspielt haben. Was? Die ist nicht gekommen? Und der Bücherwurm? Der Bücherwurm war letzter. Was heißt letzter? Der war schon erster im nächsten Rennen. Was letzter? Der Bücherwurm? Gott, das ist ein Würmer. Der, was ist denn? Sie haben, Herrgott. Der Ingenieur ist momentan nicht anwesend, bitte. Bitte vielleicht noch mal anzurufen. Guten Tag. Ja, Mensch, es gibt ja mein Leiden. Sie, Josef, machen Sie mich nicht blöd, ja? Ich suche mir Ich weiß ganz genau, dass Sie schon wieder wegen Ihrer Rösser telefoniert haben. Statt dass Sie sich um die Gäste kümmern. Der Hofrat hat schon wieder kein Wasser gehabt. Und der hat ja schon 6 Gläser getrunken. Mein Gott, der muss ja die Wassersucht haben, nicht wahr? Nehmen Sie sich ein Beispiel an dem Ferdinand. Ja. Bei dem klappt ihm alles tadellos. Ja, bitteschön, ich weiß. Der Ferdinand ist ja für die Frau eine Offenbarung, nicht wahr? Ist das Herzbinkerl. Aber ich bin ja der Niemand. Ich bin ja eine Null. Ich bin ja nur eine Null. Also rauchen Sie es nicht und kümmern Sie sich um den Hofrat. Ja, ja, doch die Wassersucht. Zieh mal eine Karte, ja? Ach, Putz. Na, irgendeine. Komm. Schön. Herzass.
stimmt. Komm, noch einer. Pickpup. Du fängst an, mich zu verblüffen. Wie machst du denn das? Tja, ich habe Zaubern gelernt, und zwar bei dem Zauberer, der seit erstem im Ronacher gastiert. Er sagt sogar, ich bin hochtalentiert. Guck mal her, ganz langsam. Das hier ist die kleine Wolte, und das hier ist die große. Ja, wozu brauchst du denn das? Willst du vielleicht als Zauberkünstler auftreten? Na, das gerade nicht. Aber ich werde beim Spielen nicht mehr so viel verlieren. Gleich, Josef. Warum ist denn das Geschirr noch nicht abgewaschen? Die Gläser stehen auch noch herum. Sauwirtschaft. So, geh schon. Teufel. Na, 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 was ist denn? Wenn im Dezember schon so narrisch seid, wie wird denn das erst im Frühling werden? Verliebte Bagage übernommen. Wer ist denn die Dame, bei der der Ferdinand die ganze Zeit steht? Ach so, die war schon in der Früh da. Ist seine angebliche Nichte. So? Ja. Also gut, schön, bitte bleib vorläufig bei der Frau Baronin. Aber ein Zimmer habe ich für dich besorgt. Und zwar in demselben Haus, in dem ich schon seit 10 Jahren wohne. Wirklich? Ja, da hast du die Adresse. Danke, Ferdinand. Ja, auf Wiedersehen. Bis dann, habe ich dann. Bitte sehr. Kümmern Sie sich ein bisschen um die Gäste. Aber du fragst doch, alles in Ordnung. Nichts ist in Ordnung. So? Einmal bewundern Sie meine Frisur, dann führen Sie stundenlang Privatgespräche. Ja, ja. Dabei steht da das leere Geschirr herum, da ist kein Wasser, da drüber ruft ein Gast schon 10-mal zahlen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an dem Josef. Was, am Josef? Jawohl, an dem Josef. Bei dem klappt immer alles tadellos. Überhaupt von morgen an frühstücke ich beim Josef drüben. Bitte, meine Frau, bitte, es wird mir eine besondere Ehre sein. Herr von Brelowski. Bitte? Christian Großmama. Grüß dich. Guten Tag, Frau Neubert. Ich bin zufällig vorbeigekommen, wollte nur nachsehen, wie es dir geht. Oh, das ist nett. Aber ich muss feststellen, dass du mich in den letzten 10 Jahren nicht so oft besucht hast, wie in den 8 Tagen, seit Fräulein Neuwirth bei mir ist. Ich muss mich doch überzeugen, ob du mit meinem Schützling zufrieden bist. Fräulein Neuwirth, wenn Sie jetzt schon nach Hause gehen, könnte ich Sie ein Stückchen begleiten. Ja, ich weiß nicht. Nein, Fräulein Neuwirth begleitet mich. Und zwar zum Juwelier. Ich muss meinen Schmuck ein bisschen reinigen lassen, wenn ich ihn zu meinem 70. Geburtstag tragen will. Das habe ich zum letzten Mal getragen auf dem Hofball 1893. Da hat die Kaiserin noch gelebt. Das ist wirklich prachtvoll. Hm. Na also, setze ich es halt noch einmal auf. Christian, Großmama. Wiedersehen, Egon. Also, meine Großmama nimmt sie derartig in Anspruch, dass ich überhaupt nichts von Ihnen habe. Ich bin ja auch nicht Ihre Gesellschafterin. Sehen wir uns morgen Abend, ja? Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich morgen frei bin. Aber natürlich. Ich lasse ganz einfach meine Großmama durch irgendeine Tante morgen ins Burgtheater einladen. Dann sind wir endlich einmal allein. Einverstanden? Also, suchen Sie ein paar helle Kieferl aus mit braunen Zipferl. Wissen Sie? Meine Frau kommt gleich. Mathilde, ja? Sagen Sie, ist der Lesezirkel. Der Lesezirkel schon gekommen? Ja, der ist heute gekommen. So, na dann ist er gut. Na, was ist denn? Schon wieder Blumen? Na, was ist denn? Geistert's denn da? Haben Sie gesehen, wer die Blumen da herwirkt hat? Nein, Sie haben doch gesagt, Sie werden aufpassen. Jetzt, reden Sie, wie kann ich nicht aufpassen, wenn man mit der Küche zu tun hat, nicht? Hinten habe ich keine Augen. Das muss doch die Kasse sehen. Ja, das muss die Kasse sehen. Ja, Sie haben doch das ganze Blickfeld. Sie haben doch das Blickfeld. Ja, ich kann durch die Seiten durchschauen. Ja, durch die Seiten, Sie haben alle was zu reden. Wenn die hinschaut, sehen Sie... Herr Josef, die gnädige Frau kommt. Ja. Die gnädige kommt schnell her, ist frühstück. Guten Morgen, Josef. Hände zeigen. Fertig. Waschen. Ach, war der Herr von Brelowski da? Ja, ich weiß nicht. Na, von wem wären denn dann die Blumen? Ja, ich weiß selber nicht, von wem.